Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zu Watch Party Pen and Paper Good Times Island Teil 2. Alles ist bereit, der Chat ist bereit, ich bin bereit, alles ist eingestellt, wir beginnen unser Abenteuer. Ich bin heiß. Beim letzten Mal ist es an einer spannenden Stelle geendet. Ich muss sagen, ich war selbst überrascht, wie sehr mich das Ganze gefesselt hat. Es ist nicht nur alberner Klamauk, nein, es ist auch wirklich ein sehr gruseliges, düsteres, spannendes Abenteuer. Und ich freue mich, dass wir uns das jetzt gemeinsam in den nächsten ungefähr 2 Stunden 40 Minuten anschauen können. Macht es euch gemütlich, kuschelt und muschelt euch in eure Sitzkissen, Sofas, Sessel, Stühle, Felle, worin auch immer, Freunde, Freundinnen, wuschelt euch richtig rein und dann geht es jetzt hier los. Ihr könnt gleich gerne mal zu Beginn in den Chat schreiben, ob die Lautstärke für euch okay ist, dann kann ich das am Anfang direkt ein bisschen justieren und dann machen wir uns das sehr, sehr gemütlich. Vielen Dank an alle, die jetzt noch mit ihren Primes dabei sind. Jillian Seed, Crazy Hitos, Spitzweg, Deviat 90, Excaldor, Framostar und Good Seeker. Vielen Dank und euch viel Spaß. Sounds okay? Passt gut. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Premium-Format Spitzestifte/Pen&Paper mit zwei der besten Spieler, die man sich nur wünschen kann, am Tisch. Und, diesmal sagt das besser. Habt ihr das gerade gesehen? Warte mal. Hier, guck mal. Das sieht aus wie so ein Mikrofonständer für mich, oder? Seht ihr das? Es ist mein neuer Mikrofonständer. Das ist ja fantastisch. Okay, ich mache noch ein bisschen lauter für euch. Guten Abend, herzlich willkommen zum Premium-Format Spitzestifte/Pen&Paper mit zwei der besten Spieler, die man sich nur wünschen kann, am Tisch und mir als einen der Spielleiter, die zur Verfügung stehen. Mit mir am Tisch sind Simon Kretschmer. Hallo. Unterhaltungslegende, Erschöpfer von hervorragenden Charakteren wie Schmorf und Erschöpfter Schöpfer von tollen Charakteren. Soll ich dich schon Cedric nennen? Ja. Etienne Gardet, a.k.a. Cedric, heute schon wieder völlig in Character. Wir sind noch nicht im Abenteuer, aber wir werden heute den zweiten Teil von Good Times Island spielen mit einer kleinen Verzögerung. Leckere Käsewurstplatte. Weil kam alles Mögliche dazwischen, Krankheit, dies, das. Und dann, jetzt ist es endlich wieder soweit, aber ich habe schon das Gefühl, es sind ganz viele Leute heiß, denn die Zahl ist gerade gar nicht so schlecht von Leuten, die sich das angucken möchten, was wir heute Abend fabrizieren. Das kriegen wir schon hin, dass wir das reduzieren wir. Vorab schon mal Ziel muss sein, am Ende unter 10, vierstellig. Vierstellig. Vierstellig, das ist... Das war damals ihr Mini... Also, da haben sie drüber Witze gemacht, dass man die Zuschauerzahlen diesbezüglich runterdrücken muss. Heute wäre ich froh, wenn ich sagen würde, ha, lol, nur vierstellig. So ändern sich die Zeiten. Darunter, ja, hören wir nicht auf. Wir haben schon eine Menge uns erlaubt in den Pen and Papers. Noch nie ist es so schlimm gefallen. Aber ja. Wir hatten viele erste Male. Ja. Auch ein großes Dankeschön jetzt schon an dein Set baue ich. Und das ist sehr schön, denn wir sind ja allein auf Good Times Island. Wir werden gleich einen wunderschönen Rückblick sehen, nur mal vorweg. Aber erstmal die wichtigen Sachen, denn uns wurde etwas geschickt. Kleine Mini-Burger. Oh. Das sind gebrannte Mandeln. Ich sag nur den Vornamen, weil ich habe den Brief dazu nicht bekommen und das war kein Paket. Ein Simon hat sie uns geschickt. Ein Simon aus einer großen deutschen Stadt mit K. Ich verrate jetzt nicht, welche Koblenz, Stadt. Kassel. Ich weiß, ob er eher genannt werden möchte. Krefeld. Ja, aber selbst wenn du sagst, Simon aus Köln. Es ist nicht Köln. Karlstadt. Aber ist doch auch egal. Karlstadt. Es gibt ja nicht nur einen Simon in Köln. Karlstadt. Ne, Konstanz war nicht so weit weg. Nee, Konstanz. Es ist nicht. Warum heißt es eigentlich nicht Konstanz? Ich wirklich, die sagen doch immer zu allen möglichen Sachen. Es wird immer gesagt, aber nicht Konstanz. Oh, scheiße, Konstanz gebrannte Mandeln ist echt eine Sünde. Herzlich willkommen, haben wir schon gesagt. Hashtag Spitzestifte ist mal wieder das Hashtag des Abends. Hier ist unser Twitter-Monitor, wo wir euch live mit im Studio haben. Hashtag Spitzestifte, Hashtag Good Times Island haben manche auch etabliert, aber unter Spitzestifte, damit könnt ihr hier auf den Monitor kommen.
vorweg, wir filtern das natürlich. Also wir haben, ich weiß, erinnert ihr euch noch im allerersten Pen and Paper? Da sind hier so ein paar Geschlechtsorgane drüber gehuscht. Ja, wieso sind ach, was die ist Geschichte. Passiert? Mit den Geschlechtsorganen? Ja. Die haben wir jetzt mittlerweile rausgefiltert. Ach so, das geht. Das Kambur, kontrolliert ja. Jemand, was da drauf kommt. Also wenn man sie rausfiltern kann, könnte man sie aber theoretisch... Theoretisch könnten wir sie auch einblenden, ja. Okay, ich spiele da mal in die Regie und frag mal nach dem Tool. Ich dachte, so. Du besorgst ein Bild. Die Spinne, ach so, das auch, ja. ja. Hey, geh mir nicht auf den Sack. Ach so, ich dachte gerade, hey, Nils ist nicht da, deshalb dachte ich. Ja, ein paar flache Witze, für die sonst ja Nils zuständig ist und nicht du. Wobei Humor 100, ne? Ja, stimmt. So, ja, das sind übrigens eure kleinen Würfelbeutelchen. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Wir sind ja an einem sehr spannenden Punkt in unserem Abenteuer. Ja, so ist es. Dachtet ihr ja, ihr fahrt in Urlaub. Aber dann ist es natürlich wieder ein bisschen anders gekommen. Glauben wir zumindest. Wir würden jetzt mal einen kleinen... Es ist schon anders gekommen. Ich hatte ein bisschen andere Pläne. Wir machen mal einen kleinen Sprung nach hinten. Schauen mal, was beim letzten Mal passiert ist. Danach gibt es eine kurze Werbung und dann geht es hier direkt was? Los. Nein! Mit Island 2, Spitze keine Stifte. Werbung. Bis gleich. Endlich mal so richtig entspannen. Ah, okay. Die Seele schöner Rückblick. Baumeln lassen. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Das braucht es natürlich, wenn man wie unsere beiden Protagonisten, Beamon Batchmore und Cedric, ansonsten ein eher bescheidenes Leben führt. Ich habe in Martial Arts 100. Was soll schon passieren? Liam Neeson würde sich nicht trauen, meine Tochter zu entführen. Blöd nur, wenn aus der geplanten Zeit allein plötzlich immer ein nur am Essen. Urlaub zu zweit wird. Ede! Was geht denn ab? Du hier? Was machst du denn hier? Ja, ich dachte eigentlich, ich fahre mal in Urlaub ohne euch nach der Kündigung. Du bist doch immer im Urlaub. Aber naja, etwas Shopping. Ey, ganz ehrlich, ich hatte auch mal so eine Situation mit Eddie. Jetzt kann ich es ja erzählen, das ist ewig her. Das ist 15 Jahre her oder noch länger, 20 Jahre her. Und damals war das, Eddie hatte eine Freundin und ich hatte eine Freundin, die wir beide heute nicht mehr haben. Und wir sind irgendwie spontan damals, sowohl er mit seiner Freundin als auch ich mit meiner Freundin in Urlaub gefahren. Und weil wir damals kein Geld und keine Ahnung hatten, heute haben wir beides immer noch nicht, sind wir beide nach Ägypten zeitgleich geflogen. Ich glaube nach Hurghada. Und dann haben wir uns original am Flughafen, am Abflugterminal getroffen. Ich glaube, er hatte mit seiner Freundin einen Flug, der ging 10 Minuten früher oder so. Da gingen irgendwie zwei Flugzeuge in dieselbe Richtung kurz nacheinander. Und wir saßen am Abflug. Und Eddie und ich fanden das, glaube ich, ganz cool. So, weil wir mögen uns ja. Aber so, insbesondere seine damalige Freundin fand es mega kacke. Weil die wollte eigentlich in Urlaub fliegen und wollte halt mit ihm alleine sein. Und eine gute Zeit mit ihm alleine haben. Und dass dann dieser Urlaub damit beginnt, dass wir so aufeinander hocken. Und sie hat vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gedacht, so scheiße, vielleicht sind wir ja noch im selben Hotelressort oder wohnen nebeneinander und hängen nur miteinander ab und so. Ich glaube, sie fand das nicht so geil. Das erinnert mich genau an diesen Moment, dass Eddie und Simon in diesem Pen and Paper ja zusammen Urlaub machen wollen und sich dann da treffen und das so halb gut finden. Aber das ist tatsächlich mal passiert an dieser Art, in dieser Art. Vom Abflug wirkt beruhigend. Und man kann allerhand Nützliches für seinen Urlaub oder einen Safari besorgen. Es geht in den Urlaub, geht hier nur einmal im Jahr. Dann am Flughafen schon den ersten kleinen Urlaubsflirt. Wenn's okay für Sie ist, tue ich den erstmal beiseite. Sie können ihn hintun, wohin Sie wollen. Da kann man dann endlich mal entspannen. Wenn nicht die nervigen Mitreisenden der Speichelfaden, die einen mit ihren Problemen belästigen. Zum Glück gibt's für sowas Personal. Okay. Es kommt ein Steward dazu. Wie kann ich Ihnen helfen? Das hat dann aber auch ratzfatz Wichtigeres zu tun. Meine Damen und Herren, wir haben soeben die Anschnallsignale wieder eingeschaltet, da wir scheinbar einen überraschenden Turbulenzen haben. Und schon wird aus Urlaub Überleben. Oi, oi, oi. Zum Glück hatten unsere zwei Jungs mehr Glück als die meisten Mitreisenden. Ist doch jemand am Leben? Also erkunden unsere Jungs erstmal die Insel allein. Also ganz allein. Aber dann lass uns doch aufhören, wenn wir die Walkie-Talkies. Dabei stoßen sie auf allerhand spannende Details. Und sogar auf eine Art Unterschlupf für die Nacht. Der scheint allerdings schon bewohnt zu sein. Ja, zurück ist.
tritt plötzlich ein dunkelhäutiger Mann aus dem Unterholz. Dieser ist zum Glück freundlicher, als es zunächst scheint. Als sie es sich dann in seiner Bude gemütlich machen wollen, geschieht etwas Unvorhersehbares. Während ihr euch unterhaltet, hört ihr plötzlich ganz weit entfernt die Schreie eines Mannes. Doch lohnt sich Heldenmut? Die Gestalt kommt auf euch zu. Ja, ihr habt doch wieder irgendeine Scheiße hier versteckt. Ich hab schon echt. Und vor euch steht Helga. Allerdings läuft Blut aus Helgas Augen. Und als die Trauernden stürzen sich kreischend auf euch. Was geht vor sich auf Good Times Island? Wer ist diese Frau? Helga. Wo ist Jutta hin? Wann ist endlich Urlaub und was hat das alles mit Tears zu tun? Wir werden sehen. Im zweiten Teil von... Ich glaube, es hat Nasti gesprochen. Klingt wie Nasti. Die Sprecherin. Good Times Island. Okay. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück auf Good Times Island. Denn da sind wir schon angekommen. So, jetzt weiter. Ein witziger Funfact, den wir versuchen mal ins Positive zu verkehren. Uns ist eben aufgefallen, dass die Charakterbögen noch nicht auf dem Tisch waren. Das liegt wohl daran, dass wir sie gerade nicht finden können. Sie sind irgendwo in der Firma verschollen. Aber zum Glück haben wir mehr als fleißige Zuschauer und Zuschauerinnen. Und wir verlassen uns jetzt mal ein wenig auf eure Hilfe, dass ihr uns helft, die Werte zu rekonstruieren. So ein paar hatten wir schon im Kopf. Ich weiß noch, Humor und Martial Arts 100. Eine gute Mischung ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir alle Werte wieder zusammenkriegen. Also an alle, die ein tolles Gedächtnis haben oder die sowieso sehr lustigen Dojo. Es wäre toll, wenn ihr uns unter die Arme greifen könnt und uns per Twitter, im Forum oder auf sonstigen Wegen einfach mal die Werte zuschickt. Entschuldigung. Nö, alles gut. Martial Arts und Humor. Super unprofessionell, ehrlich gesagt. Da kombiniert, das heißt, ich punche nicht, sondern ich punchline. Das ist aber von ihm, aber glaube ich. Ich habe es gehört, dass es von ihm ist. Aber gebe ich auch offen zu. Ja, das stimmt. Quelle angegeben, ab jetzt hast du wissenschaftlich gearbeitet und nicht nur einen Witz geklaut. So, ich suche mir auch schon mal hier die richtigen Würfel raus. Tatsächlich wäre es cool, wenn ihr, Cedric hatte Lügen 50. Stimmt. Auch noch. War das bei Handeln oder Lügen ist Interagieren, oder? Ja, Soziales. Lügen war Interagieren. Es ist ja soziales Interagieren. Soziales Interagieren. Humor 100 wird hier schon. Ach, da 80 Schwimmen und 50 Lügen hatte Eddie. Das sind schon Leute. 80 Schwimmen? Aber das kriegen wir parallel. Ja, das kriegen wir parallel. Auch aus der Regie geliefert. Also bitte schickt uns das. Das war noch die Powergaming-Zeit. Ansonsten kann ich alles und nichts. So, wir haben eben einen wunderschönen Rückblick gesehen. Ich fasse das nochmal für euch kurz zusammen, weil es ja eine ganze Weile her gewesen. Ihr seid zwei einzelne Personen, die eigentlich in Urlaub fahren wollten. Ihr spielt im Grunde euch selbst, auch wenn ihr eure Namen verändert habt. Ihr seid, ich glaube, ihr habt es erfolgreiche Entrepreneure in der Medienlandschaft genannt. Haben wir? Ich durfte nicht CEO sein, weil es impliziert hätte, dass Ede irgendwo unter mir ist. Ah, diese Streitereien wieder. Das geht nicht. Wegen dem Martial Arts und dem Humor halt. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Ach, ich habe jetzt Bohne bei mir stehen. Sonst fliegt dir gleich eine Punchline ins Gesicht. Ihr habt euch jedenfalls am Flughafen erst getroffen, also ihr wusstet überhaupt nicht, dass der andere auch in Urlaub fahren möchte. Habt euch aber relativ schnell mit eurem Schicksal abgefunden. Du hattest wirklich den früheren Flug verpasst. Ah. Hattest du wirklich Holzverarbeitung 80? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Das ist alles ein riesiger Klumpen an Talenten. Ich traue nur noch der Regie, die mir hoffentlich Daten gibt. In der nächsten Pause rechne ich es durch, aber ich finde Holzverarbeitung 80 hört sich nach einem Simon-Charakter an. Gemein, wenn man irgendein Talent hat und da richtig viel Punkte drauf setzt, dann braucht man es einfach nicht. Etwas bauen. Eine Hängematte. Aber hatte Simon Holzverarbeitung? Ja, am Flughafen habt ihr dann schon die erste Begegnung mit einer mysteriösen Frau gehabt, die Helga. Helga habt ihr erst im Flugzeug kennengelernt. Helga war die mit einer Blumen jungen Frau. Helga ist eine alte Dame, deren Mann. Die abgeführt wurde ins Klo und zusammengeklappt. Genau, das war die junge Frau am Flughafen. Moment, und Helgas Mann, der hatte doch auch. Dem ging es irgendwie nicht gut. Der musste irgendwie aufs die Toilette und als ihr ihm folgen wolltet, ist das Flugzeug abgestürzt. Der ist also mitgeflogen. Der ist nicht am Flughafen. Das war mal ein heftiger Stuhlgang auf jeden Fall. Ja, ich glaub, achso, da ist ein Screenshot. Den können wir aber nicht entziffern, der ist zu klein. Ja, doch. Hauen, klettern, schwimmen. 80, 60, 60. Simon, dein Mikro muss ein bisschen näher am Mund wieder, es rutscht ein bisschen runter. Was? Hauen, geil. Klettern. Hauen ist aber für mich wirklich so, ne? Ist okay, ey. Du kannst solange ich da Bud Spencer haut auch. Das ist schon auch Hauen. Es ist halt kein filigranes, punchline-artiges Martial-Arts-Kämpfen. Aber es ist schon, wenn dich diese Bratpfanne mal trifft, dann ist das halt auch. Mir so, einfach ausholen und bam, das ist Hauen. So. Okay, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Moment, ich schreibe die Rest nicht ab. Kannst du es noch einmal größer machen, bitte? Kannst du es noch einmal kurz. Ich Erwatschen, Abitschslappen. Oder wer auch immer? Das steuert die Regie. Ja, danke.
Oh. Meditation. Mal so wird bei uns recherchiert. Ne? Eine reine Lüge. Orientierung, was ist da drunter? Ach stimmt, hatte er hatte Meditation. Und Holzverarbeitung hat auch gehabt. Das ist total bescheuert. 80, Feilschen 16. Flirten auch noch. Holzverarbeitung 80. Vor allem jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit wollte. Ich weiß es einfach nicht mehr. 20, 60, 80. Das ist eigentlich auch ganz schön, um die Charaktere noch mal ein bisschen kennenzulernen. Flirten und Feilschen. Okay. Das hast du auch bei jedem Charakter, ist bei dir immer so eine sexuelle Konnotation irgendwie so. Also streng genommen könnte man sagen, Holzverarbeitung hat auch eine sexuelle Konnotation, ne? Oder? Vielleicht meinte er das. Wie war das? Humor 100? Oder hauen? Ja. Wechselartsfähigkeiten? Prügeln ist wichtig. Ja, da stimme ich dir zu. Habe ich doch auch. Ich finde, ja, das ist mein Manipulieren. Wir haben eben noch in der Pause über Nils geredet und warum er gerne andere Leute manipuliert. Ich habe das. What? Was haben die da gesagt? Meine Form des Manipulieren. Ich habe dazu nichts gesagt. Ich kenne Eddie, ne? Wenn der so guckt und auf so eine ruhige Art und Weise sagt, ich habe dazu nichts gesagt, dann ist schon völlig klar, welche Art dieser Inhalt war. Welche Art. Wenn das was Nettes gewesen wäre, würde er nicht so gucken und hätte es nicht auf so eine Art und Weise gesagt, als wenn er sich aus der Nummer rausziehen wollen würde. Das war sowas wie, ich habe bei dem Banküberfall nicht mitgemacht. So hat er das gesagt. Auf jeden Fall haben die gelästert. Jetzt gucke ich das natürlich mit ganz anderen Augen. Nein, natürlich nicht. So, ich habe gesprochen die ganze Zeit. Du hast die ganze Das wird immer schlimmer, ne? Zeit gesprochen. Ja, dann seid ihr jedenfalls abgeflogen und wie gesagt, das haben wir eben schon so ein bisschen gesagt, im Flugzeug ist dann irgendwie, es war nicht mal eigenartig, ihr habt euch mit Helga unterhalten, ihr Mann ging es irgendwie nicht so gut, dann wurde es turbulent und das Flugzeug ist abgestürzt. Ihr wart also alleine auf einer Insel. Ihr wisst noch nicht, welche Insel es ist. Wir gehen mal davon aus, es ist Good Times Island. Wir sind aufgewacht, aber das Flugzeugwrack war nicht da. Genau, ihr seht kein Wrack, ihr habt ein ganz bisschen so Treibgut gesehen, aber nicht viel. Leichen lagen rum, mehrere sogar, also von vermutlich Mitreisenden. Mhm. Ihr habt die geplündert, du hast eine Höhle gefunden, in der du einen Koffer gefunden hast mit der Aufschrift TE als Initialen. Ich sage euch nur so mal die wichtigsten Sachen, weil es eine Weile her ist. Du hast eine Hütte gefunden und eine Person, die sich dir als Utah vorgestellt hat. Mit diesen Feldbetten, das war so eine Art. Ja, er war ein bisschen spärlich bekleidet, hatte so eine kurze Hose an, die ein bisschen zerfleddert war und so, hatte einen Speer, war erst relativ feindlich, aber ihr habt es dann irgendwie euch ohne Worte zu verständigen. Ihr wart dann gerade bei einer Hütte, also ihr habt noch eure Funkgeräte übrigens, sehr wichtig, darüber konntet ihr nämlich kommunizieren. Ach, jetzt sind die wichtig, Ihr habt euch dann unterhalten. Aber warte, da sind kurz meine. Also, Martial Arts 100, Schwimmen war 70, nicht 80. Wenn du mir vertraust, werde ich sie dir einfach gleich alle sagen. Ja, sag. Bei Wissen also, bin ich schon Martial Arts, wie gesagt, 100 Schwimmen, 70, Englisch 80, Französisch 40. Ja. Griechisch. Und Auffassungsgabe ist 60. So, jetzt kommen die wichtigsten. Ach, Humor und Lügen hast du schon. Die wichtigsten Dinge. Weißt du, ich habe Englisch 80, Französisch 40, Nils hätte Sprachen 100. Und hätte dann mit dir jedes Mal diskutiert. Ich will das auch nur, auch wenn er jetzt gerade nicht mitspielt und sich auch jetzt nicht wehren kann gegen diese Das ist mir der Liebste. Okay, ich höre gerade, es gibt bei ein paar Leuten von euch Werbung. Die werden das jetzt gar nicht sehen, was ich jetzt gerade sage. Aber wir können ja mal derzeit mal das nutzen und mal ein bisschen drüber reden. Ey, die reden schon wieder über mich. Ist euch das bewusst, dass sie schon wieder über mich reden? Eine Werbung trotz Abo? Nee, das ist eigentlich nicht so eingestellt. Das darf nicht sein. Wenn ihr ein Abo habt, dürft ihr keine Werbung sehen. Lord Voldemort verschenkt ein Abo. Vielen lieben Dank. Und Mars Manu erneuert das Prime. Vielen lieben Dank. Ich werde jetzt keine anderen Fragen beantworten, außer zu diesem Pen & Paper. Aber, ach, die Werbung ist fertig, das ist doch gut. Aber es ist ja schon eine Situation, wo ihr oft ganz offensichtlich die beiden Lester-Schwestern über mich lästern. Das müssen wir uns jetzt mal wirklich genau in Zeitlupe angucken. Das hören wir uns jetzt nochmal von vorne an. Ich will das auch nur. Weißt du, ich habe Englisch 80, Französisch 40, Nils hätte Sprachen 100.
und hätte dann mit dir jedes Mal diskutiert. Ich will das auch nur, auch wenn er jetzt gerade nicht mitspielt und sich auch jetzt nicht wehren kann gegen diese... das ist mir der liebste Nils. Das ist der beste Nils. Der zu Hause Nils. Aber du kannst mir eigentlich trotzdem dafür Bonuspunkte geben. Ich sagen. Jetzt, dafür, dass also ich wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr beide versucht, ein Buch mitzubringen, in dem alle Sprachen der Welt waren? Nein. Ich wollte ein Tablet mitnehmen, wo zufälligerweise halt sehr, sehr viele Überlebensbücher gespeichert sind. Vielen lieben Dank, Krafi. Krafi schmeißt euch 25 Abos in den Club. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Krafa-Tor. Das bedeutet, 25 Leute von euch müssen kein Prime oder Abo abschließen und sehen keine Werbung. Vielen lieben Dank. Ich lese jetzt mal nicht alle Namen vor. Das mache ich normalerweise immer sehr, sehr gerne. Von allen, die ein Abo bekommen haben, da wir jetzt hier gerade zusammen ein bisschen Watchparty machen, verzichte ich jetzt gerade für den Moment mal drauf. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Und auch an alle anderen, die Primes und Abos dagelassen haben. Weil mich das Thema brennend interessiert. Am Anfang war die Rede von alle. Ja, nicht alle. Hättest du Nils mit dem Eingeborenen reden lassen, wenn er Sprachen 100 gehabt hätte? Ja, wenn er gesagt Sprachwissenschaften, er würde das quasi studieren, würde ich sagen, okay, es könnte sein, dass er sich erschließen kann. Warte, was dann ändere ich Englisch und Französisch. Und ey, weißt du, die unterstellen mir, dass ich mir Vorteile erschleichen würde, indem ich irgendwelche komischen Skills verteile und benutzen dieses hypothetische Gebilde, um mit diesem substanzlosen Etwas bei Hauke für sich selbst zu argumentieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja so perfide. Ich bin nicht da. Sie sagen, Nils würde das so machen. Ganz anders als wir. Wir sind die Guten. Wir würden nie auf die Idee kommen. Aber Nils würde das so machen. Und wenn Nils das so macht und du lässt ihm das durchgehen, dann kann das ja nicht sein, dass wir benachteiligt werden. Also, Hauke, musst du uns bitte auch in diese Situation bringen, in die du Nils bringen würdest, wenn Nils da wäre und das machen würde. Das ist ja so perfide. Das habe ich ja noch nie erlebt. Die missbrauchen mich für ihre Argumentation. Das ist unglaublich. Obwohl ich das gar nicht gemacht habe. Ich bin erschüttert, ja. Ich bin auch unfassbar erschüttert. Wir sind alle sehr enttäuscht, ja. Das zu Sprachwissenschaften 120. Das ist so dumm, ne? Hättest du dir einfach mal... Stimmt. Zu spät. Ach, das große Ganze wär in dem Fall besser gewesen. Ja, du sprichst halt dann, ja. Wobei es ist schon, also wenn du jetzt Sprachwissenschaften nimmst... Hast du schon mal einen Student getroffen, der Sprachwissenschaft studiert? Ich hätte zu dir dann gesagt, dann mindestens zwei Sprachen auf 100 und eine dritte Sprache auf 50. Also hätte ich gesagt, Minimum vier Sprachen musst du sprechen. Also, aber hast du schon mal, ich habe schon mal Sprachwissenschaftler getroffen. Die können, ohne Scheiß, studiert? Die können nicht mal fehlerfrei eine Clubmate bestellen. Also, ich würde da nicht zu viel auf die Sprachwissenschaften gehen. So. Generell alle wissenschaftlichen aus. Weg von den Sprachwissenschaften hin zu unserem Abenteuer, denn wir können jetzt meiner Meinung nach da einsteigen, wo wir das letzte Mal ausgestiegen sind. Denn Jutta ist dann aus irgendeinem Grunde wieder in den Wald gegangen, als ihr Schreie gehört habt. Ihr wart währenddessen in einer... Ja, mummelig würde ich die Hütte nicht nennen, aber sie war. Aber waren wir schon zusammen in der Hütte? Ja, ihr wart zusammen in der Hütte und habt das Feuer gerade angemacht. Habt ihr auch? Ihr habt so eine Art Fackel, also ihr habt ein Stück aus dem Feuer genommen, mit dem ihr leuchten könnt, einigermaßen. Ohne Licht. Das war's, glaube ich. Genau, dann den konntet ihr nehmen, damit könnt ihr einigermaßen zumindest leuchten. Ist jetzt nicht. Ne? Keine große Leuchte. Ja, ist keine große Leuchte, genau. Genau, und dann kam plötzlich eine Gestalt aus dem Wald. Ihr konntet erst nicht erkennen, wer es ist, aber es handelt sich scheinbar um Helga. Die Dame, die ihr im Flugzeug schon kennengelernt habt. Und sie weinte. Eine alte Frau. Blut. Ganz genau. Und auf wen hat sie sich nochmal genau gestürzt? Auf euch, sagen wir noch. Denn da steigen wir jetzt wieder ins Abenteuer ein. Wir gucken jetzt mal, auf wen sie sich stürzt und wie es jetzt so langsam losgeht. Liebe Regie, ihr dürft ein bisschen spannende Musik machen. Wir befinden uns im Dschungel. Ihr habt wahrscheinlich noch ein Bild davon, wie die Insel ungefähr aussieht. Ne? Also sie ist abgespeichert. Da, ja. Also da, wo ihr euch befindet, ist es relativ dicht bewachsen. So, es sind viele Palmen. Also ihr könnt natürlich im Dunkeln auch nicht mehr viel erkennen. Aber du kanntest den Weg ja auch noch aus dem Hellen. Also du bist ja schon mal diesen Weg lang gelaufen. Nicht komplett, aber du bist den Weg schon mal lang gegangen. Ihr steht also jetzt in diesem Wald und die Gestalt, die ihr als Helga identifiziert habt, stürzt sich schreiend und wimmernd auf euch. Ich roll jetzt also mal kurz mit einem Würfel, wen von euch beiden... Darf ich da mal zu eine Frage zu stellen? Du, das ist ein sechsseitiger Würfel. Ich gebe euch beiden jetzt drei Zahlen auf diesem Würfel. Und also einer 1 bis 3, andere 4 bis 6. Genau, ja. Eine Frage vorher, nur damit nachher nicht diskutiert wird, wer hält die Fackel?
Ist nämlich eine sehr gute Waffe. Du hast gesagt, du nimmst die Fackel. Er wollte eine Fackel bauen. Ja, ich will nur wissen, dass, wenn dich angreift... Du, er hat ein Speer, das weiß er noch, oder? Du hast das war die Nummer, als sie keine Fackeln bauen durften. Und dann haben die einfach aus dem Ofen ein Stück Holz gezogen. Aus dem lodernden Feuer heraus. Und haben festgestellt, ja, das funktioniert als Fackel, weil dieses Stück Holz zufälligerweise nur oben an der Spitze brannte und der Rest des Holzes einfach komplett unberührt war von den Flammen. Aber ich hätte natürlich 100 auf Holzbenutzung gehabt und daher wäre das, ich hätte das auch erlaubt bekommen. Deswegen ist es nur fair, wenn die das auch dürfen. Ein Speer, natürlich weiß ich das noch. Speer und Fackel, so nennen sie sich so eine Art. Da sind sie wieder, Speer und Fackel. Speer und Fackel. Unzertrennlich. Die Macker. Ah, okay. So, Helga, was macht Helga? Ich roll jetzt mal eben, wer von euch angegriffen ist. Ist egal bei dem Wurf, das sieht man ja gleich selbst. So. Die Gestalt stürzt sich auf dich, Cedric. Da wird nicht lange fackelt. Na, hast du jetzt mal. Den hat er sich aber warm gehalten. Den Spruch mit der Fackel. Ich würfel mal für unsere. Aber du weißt, Martial Arts kombiniert mit jemandem, der einen Speer in der Hand hat, bin ich wahrscheinlich. Der ist tot. Helga ist tot, bevor sie. Also, die wird gleich noch mehr als Blut heulen. Tränen. Also, echte Tränen. Tränen des Schmerzes. Helga stürzt sich auf dich, kommt aber leicht ins Wanken. Also die Gestalt, du merkst schon, so gut auf den Beinen ist sie nicht. Ist eben eine alte Dame. Also eine sehr alte Dame. So, du hast die Möglichkeit, sie anzugreifen. Möchtest du die Gestalt angreifen? Ich weiß, jetzt kommt Martial Arts 100. Und ich weiß auch, er hat sich da schon drauf gefreut, wenn er zum ersten Mal Martial Arts 100 machen kann. Und wisst ihr was, ich freue mich auch drauf. Also ich nehme auf jeden Fall meinen Speer schon mal so in Anschlag, dass wenn sie weiter laufen sollte, würde sie in den Speer laufen. Sie ist schon so dicht an dir. Wie dicht? Also ich würde sagen ungefähr einen halben Meter. Einen halben Meter? Die ist direkt vor dir. Okay, wirklich. Dann punche ich ihr direkt in die Fresse. Ist das okay. So klar? Ja, sorry. Ja, das ist okay. Mein Gott, es gibt einen Notwehrbereich. Der Notwehrbereich ist der Bereich, in dem mir eine offensichtlich aggressive Person ihr nehmt sie schon Schaden, als aggressiv Schaden zufügen kann. Ist sie außerhalb dieses Bereiches, kann ich immer noch... Es ist so süß, weil sie auch dieses Selbstverständnis, wie er auch seine eigenen Martial-Arts-Künste einschätzt. Er sagt, also das Erste, was er sagt, ist, ich strecke den Speer in ihre Richtung und sie läuft dann davon alleine in diesen Speer rein und spießt sich selber auf. Das funktioniert nicht, weil sie... Also das wäre völlig okay gewesen. Das funktioniert nicht, sie ist zu nah dran. Das heißt, er weicht aus und macht seine Martial Arts 100. Aber er rechtfertigt sich dafür, dass er ihr eine gibt, weil sie ist ja in seinen Bereich eingedrungen. Aber wenn sie in den Speer gelaufen wäre, hätte er sich nicht gerechtfertigt. Das heißt, in seiner Selbstwahrnehmung sind diese Martial Arts 100 auf jeden Fall sehr viel tödlicher als dieser Speer, an den sie gelaufen wäre. Zurückgehen und reden, aber das ist ein Bereich, wo ich mich darauf verlassen muss, dass sie sozusagen friedlich ist. Den nimmt ihr das alles für den Anwalt auf. Und das ist eine Rede, die ich werde dich nicht verpfeifen. Ich wollte gerade sagen, die Geschworenen wird das mehr interessieren. Ich mache einen One-Inch-Punch. Guck zu, wenn ich gerade weg. Mit der flachen Hand. Ja. Moment. Ich bin Martial Arts und ich möchte an der Stelle kurz erklären, warum. Ja. Mir geht es um innere Blutung. Nicht um äußere Schäden oder so. Ja, die hat sie ja schon, oder? Ein Schlag, ein flacher Handkantenschlag. Patzau! Helga ist so 60, ne? Ja, aber sie um. Nein. Sie um. Warte mal, ganz kurz. Von einem Karatemeister zu den anderen Karatemeistern. Handkante ist doch das hier, oder? Das heißt, das wäre ein Handkantenschlag. Das hier ist die Handfläche. Das heißt, das kann doch kein Handkantenschlag sein. Aber das lässt Hauke durchgehen, ja? Nein, umbringen würde ich sie, wenn ich... Ich gehe nicht auf tödliche Stellen, ich gehe nicht auf den Kehlkopf, sondern tschapau, so in die Backenrichtung. Also mit der Hand, nicht mit deinem Speer. Flache Hand. Patzau! So auf so? Die Backe. Naja, wenn sie vor mir steht, okay. Patzau. Ey, ist legitim. ins Gesicht. Du hast auf Martial Arts was? 100. Das er fragt doch. Ja, er hat es 100 Mal gesagt. 15 erschwert. Das ist jetzt nicht schwer, jemanden auf die Backe zu treffen. Nee, das ist Bewegung. Relativ also, einfach. Nur bei den Oscars gesehen. Überhaupt erschwert. Naja, es ist halt dunkel. Die Fackel trägt halt er,
was gut ist für dich. Du versuchst halt auf eine dunkle Gestalt ein Gesicht zu treffen, das du nicht so richtig erkennen kannst. Das muss schon ein bisschen erschwert sein. Okay. Außerdem ist immer noch eine solide Chance. Und die 65er kritisch. Einmal für alle, die nicht verstehen, was ich gerade sage. Es greift einmal, wie Würfeln überhaupt geht. Oh, guck mal, da sind schon Zeichnungen, wie ihr beiden. Oh, vielen Dank dafür. Sehr schön, sehr schön. Ah, diese Bilder sind immer das Beste, diese ganzen Artworks, die immer kommen werden. Einmal für alle, die nicht verstehen, was jetzt passiert. Etienne hat einen Wert, der ist 100. Er wirft jetzt mit zwei Würfeln einen Würfel mit 10er-Stellen und einer mit den 1er-Stellen. Und der wird uns gleich eine Chance, also er hat jetzt quasi eine 100%. Oh, ich war's, Regie, ich war's. Ich hab das Kabel raus. Halb so wild. Er würfelt jetzt, hat 15 erschwert, das heißt, alle Werte bis 85, die du würfelst, würden zu einem Erfolg führen. In unserem Regelsystem ist es so, wenn du 65 entfernt liegst von dem Ergebnis, ist das ein kritischer Treffer. Mhm. 65 okay. entfernt von dem, was du gewürfelt hast, also von der Grenze, 20. die ich erreichen muss. Okay. Bis 20 also, du hast ist um 15 kritisch. Erschwert, das heißt, ich habe 85. Ja, wenn du 20 oder weniger, dann hast du einen kritischen Erfolg. Dann ist sie. Okay. Dann hoffen wir mal nicht auf kritischen Erfolg. Ja. Doch. Ich will sie ja nur wachschlagen. Ja. Du willst sie töten. Sie ist, ja, eine, sie ist doch eine Infizierte, sie kann doch gar nicht wachgeschlagen werden. Okay. Das ist eine 67. Es ist ein Treffer in jedem Fall. Du darfst also Schaden auswürfeln. In diesem Falle würfelst du den Schaden. Ich kann dir auch mal mehr W6 geben. Das ist ein bisschen einfacher. Ich mach mal kurz Pause. Einige von euch sagen, es ist asynchron. Also bei mir ist es nicht asynchron. Aber ich lade das Video gerne einmal kurz nochmal neu. Gucken, ob sich irgendwas verändert. Schauen wir mal, ob da irgendwas verändert ist jetzt. Okay, dann hoffen wir mal nicht auf kritischen Erfolg. Ja, ich will sie ja nur wachschlagen. Ja. Du willst sie töten. Ja, alle wissen es. Wir warten nur drauf. Ah, okay. Die Musik. Okay, bei euch ist alles super. Okay. Okay. Das dann ist war 67. Das nur das ist bei ein Einzelnen in jedem von Fall. Euch. Du darfst also Schaden vielleicht lag es dann auch gar nicht an mir, sondern an euch. In diesem Falle würfelst du den Schaden. Ich kann dir auch mal mehr W6 geben. Das ist ein bisschen einfacher. Ja, ein solider Faustschlag. Deine Handkantenschlag. Handkantenschlag, ja. Ich dachte, also eigentlich so. Auch nicht Handkantenschlag, ja, sondern flache Handfläche. Flache Handfläche, genau. Wenn ich sie hätte töten wollen, du hast ja auch noch unter die Nase oder so gemacht. Ja, wirf mal 2 W6. Die Frau ist 60. Plus. Aber sie ist doch eine Trauernde, sie ist doch infiziert. Aus, ist sie überhaupt lebendig im eigentlichen Schnur? Plus 10. 2 W6 plus 10, darfst du. Die sind nicht morsch, nur weil sie. Ich glaube, die Regie hat ein gutes Geräusch für den Schlag. 7. 3 und 4. Also 17. Ja. 17 Schaden. Nur? Hast du halt mit der Hand so, ne? Du hast ja gesagt, mit der flachen Hand. Es ist Martial Arts, hast du schon mal. Aber ihr habt recht, die Charaktere wissen das ja gar nicht, ne? Dass es Trauernde sind, das stimmt schon, ihr habt ihr recht. Okay, verbau. Zerbau. Das muss man doch noch. Das ist schon nicht so schlecht. Wir reden hier auch davon, dass man jemanden totschlägt quasi. Zerbau. Jetzt auch, ja. Also, wenn sie 16 ist, dann kann sie maximal 20 Energie haben. Ja, war der Schlag. Ich habe nur 20 Energie, also im echten Leben. So, ja, du hast die Gestalt relativ gut getroffen. Sie taumelt zurück und geht zu Boden. Okay. Ist aber offensichtlich noch am Leben, bewegt sich noch. Was möchtest du tun? Achso, ja. Er verbrennt sie. Ich traue mich nicht, mit der Fackel zuzuschlagen, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich sie umbringe. Aber wenn deswegen du sie ein bisschen anzündelst. Also... Nicht so, dass sie verbrennt, aber sie so, weißt du, so, wie so Exorzismus. Ich habe wenig Zeit, das ist unser Zeitpunkt. Ich schlage einfach auch, weil ich sie. Ist das eine legitime Art des Exorzismus, dass man Leute ein bisschen ankokelt? Funktioniert das? Ich bin mir nicht sicher. Anzünden will, weil ich echt Angst habe, dass die Frau jetzt hier verbrennt. Mhm. Aber ich hau so von oben, dass sie so in den Boden reingeht, wie so ein Bud Spencer Schlag. Auch auf ihren dass Kopf? Dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Okay. Dass die beiden Füße bis zu den Knien. Aber sie liegt oder steht sie? Sie liegt. Sie liegt. Sie ist, jetzt liegt sie. Sie liegt schon. Sie ist gestolpert. Ja, dann setze ich mich auf sie drauf. Okay. Jetzt. Okay. Ja, also. Wo setzt du dich auf sie drauf? Auf alle legalen Stellen, okay. Die ich später nicht blankt werden kann. Okay. Ich bin der einzige also Zeuge. Die linke und die rechte Hand. Was hast du für Kampfwerte? Ich weiß nicht, wo du dich da. Er hat Hauen. Ich ja, hauen das würde 80. ich jetzt aber eher so unter Ringen oder Handeln. Klettern habe ich 60. Ich finde, das ist durchaus wie so ein waagerechter ja, Berg. Ja, klettern geht. Also es geht schon. Klettern würde ich gelten lassen. Ich weiß, wo ich greifen soll. Ich hab die Kraft in den Fingern von dem Freeclimbing, was ich mache. Du machst Freeclimbing? Okay, pass auf, wir machen es so. Du kannst dich auf sie draufsetzen. Allerdings würfelt sie dann quasi eine Attacke. Und wenn du die parierst... Ach. Du würfelst eine Attacke und wenn sie die pariert, dann schaffst du es, sich auf sie draufzusetzen. Pariert, kapiert. Hm. So, was... Dann schaffst du es nicht, sich auf sie draufzusetzen. Du würfelst...
Erschwert nichts. Alter, auf deinen Hauenwert kannst du würfeln. Das lassen wir mal gelten. Weil es jetzt Quatsch wäre, auf den allgemeinen Wert zu würfeln. Ja, würfel mal auf deinen Wert ganz normal, ohne Erschwernis. 80? Ich suche, sind da noch zwei normale Würfel? Ja, nehme ich die. Oder? Ja, du kannst doch die, solche brauchst du ja nur. Du hast auch die richtigen. Okay. Aber du kannst auch gerne das Würfelbrett nehmen. Den, nein, nein, aber kannst du mir nochmal sagen, welche Würfel? Du brauchst Würfel, den mit den Zehnerstellen. Würfeln. Die Zehner. Ja, und den so mit den 0 bis 9. Also ein 20 oder was? Nee, den 20er nicht. Ich glaube, ich habe den. Habe ich den doch hier 0 bis 9? Der ist auch bis 12. Ist der ist es. Der ist es. Da ist den richtigen. Und den. Die 10er ja, und die beiden brauchst du. Die anderen kannst du alle beiseite packen, die brauchst du gar nicht. Gut, dann würfel ich jetzt. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Eine 66 ist das, stimmt. 80 war mein Wert. Du hast es geschafft, also. Sie versucht das aber natürlich zu parieren. Mit 66 Jahren, da hört das Leben auf für Helga. Mal wieder GEMA-Gebühr. Wir würfeln eine 63 und das ist kein Erfolg. Und die okay, du schaffst es nicht auf sie drauf. Zum ersten Mal, dass Hauke preisgegeben hat, was er gewürfelt hat. Normalerweise würfelt er immer und sagt dann, ah ja gut, sie schafft es nicht. Oder, sie haut dir richtig eine rein. Du fällst nach hinten um, verlierst alle deine Zähne, deine Ohren fallen ab, deine Augen werden in dein Gehirn reingedrückt und du bist tot. Sowas sagt er dann. Er behauptet es einfach immer. Kein Mensch kann das nachvollziehen. Das ist zum ersten Mal, dass er gesagt hat, was er gewürfelt hat. Draufzusetzen, sie ist wieder am Zug. Die ist ganz schön häufig am Zug dafür, dass ich eigentlich am Zug bin. Die war nicht am Zug, die hat pariert. Sie beißt nach dir. Komm, aber sie schafft es nicht. Oh. Aber so, du siehst, dass sie versucht, nach dir zu beißen. Wirklich so. Also wirklich werte Dame. Panisch. Sie bewegt sich auch wirklich wie eine Irre. Ja, ich drück einfach. Ich drücke auf sie drauf. So, ich kann doch jetzt wieder was machen. Ich guck Eda an. Ich nehme den. Ich renne dahin, während er sie versucht runterzuhalten. Ja. Renne ich so mit meinem Speer, den halte ich quasi so. Mhm. Und versuche so, da, wenn sie schnappt wahrscheinlich nach mir, versuche ich den so quasi in ihren Mund so. Weißt du, so, tschack, und ich, und dann so, so. Und so, sie so runterzudrücken, dass sie sich so ein bisschen halt, ja, da abbeißen kann, so. Ede, abbeißen. Und was jetzt? Ja. Helga! Ede, ich lass einfach los und du kümmerst dich drum. Okay. Nein. Helga antwortet dir nicht. Helga! Also sie schreit, jaucht, schreit und ich gebe ihr eine Ohrfeige. Helga! Okay, würfel mal die Ohrfeige aus. Also das ist jetzt kein macht Schaden. Ich will sie doch nur wachrütteln. Du hast Martial Arts sonst ich was. Ich sehe es kommen, er tötet sie aus Versehen. Ja, er hat zu viel Martial Arts. Zu viel. Doch hoch, eben ist es gleich eine Martial Arts Handlung. Und wenn du ihr nur einen kleinen Klaps gibst, macht ein bisschen Schaden. Es könnte auch nur ein Schaden sein. Okay. Es macht Schaden. Okay. Kann ich was mache ich? Ja, auswürfeln. Was? Ja, musst du nicht. Das 100 ist nicht erschwert. Du schaffst es. Ja doch, du kannst einen kritischen Misserfolg haben und ihr die Hand in den Maul stecken. Oh, das willst du nicht. Kann man überhaupt. Achso, mit. Ist eine 33, du hast es geschafft. Ist das überhaupt ein kritischer Treffer? Nein, aber eine kritische Ohrfeige. Ist es überhaupt ein kritischer Misserfolg, mal, wenn man 100 hat? Wenn man dann eine 1 in 100 würfelt, schafft man es doch trotzdem. Es sei denn, es ist erschwert oder so. Allerdings verdoppelt der Wert. Oder ist das immer kritisch bei 100? Ich will sie ja nur. Dann reicht es ja auch, wenn man sich 99 Punkte. Irgendwann muss ich doch zur Vernunft kommen. Okay, 5, das macht 10 Schaden. Das ist so lächer. Diese kleine Backpfeife macht fast so viel Power. War halt eine kritische Backpfeife. 100 ist immer Misserfolg. Das war schon, ja, du triffst sie, sie, aber es scheint sie auch nicht weiter zu interessieren. Du merkst schon, dass die Backpfeife saß, dass da ordentlich Power hinter war. Aber okay. Sie schnappt noch und voller Energie weiter. Oder was? Ja. Oh, shit. Und Scheiß. Also sie hat schon, man merkt, sie wird schwächer auf jeden Fall. Deswegen fällt ihr Wurf jetzt tatsächlich auch aus. Also du bist dran. Also wäre jetzt noch nicht, wäre gleich dran. Ja, aber also ich würde gerne wirklich 10 Sekunden mal dich einfach fragen, Alter, was sollen wir jetzt machen? Wollen wir gleichzeitig loslaufen? Oder wollen wir sie so lange umhauen, bis sie weg ist? Naja, also ich habe das Gefühl, entweder wir bringen sie jetzt um oder schlagen sie bewusstlos. Das haben wir schon diverse Male versucht. Ja, aber das ist gar nicht so einfach. Wie wär's, wenn du kurz. Ah nein. Aber was kann man hier sehen? Hol doch mal irgendwie einen dickeren Ast oder so und hau die mal K.O. Seil! Haben wir irgendwas zum Hauen? Naja, ich hab doch ein Seil. Jeder nächste Schlag könnte tödlich sein. Dann hau ich mach's jetzt, Ede. Ich hau noch mal. Ich hau sie noch mal voll. Volle Klatsche. 80 auf den Kopf. Okay. Ja. Nee, ist okay. Ist um 10 erleichtert. Sie will nicht reden. Was sollen wir denn machen, Ede? Sie will nicht reden. Ja klar, dann wird zugeschlagen. Diese Frau. Hey, sie wollte nicht reden. Hast du schon mal von. War bei dir eine Helga am Flügel? Helga, da klingelt nichts. Helga, warte mal. Da war eine Tanja. Da war eine Ulla. Claudia. Martina, Sabrina, Mathilda, Schlawinzlerin, Heidi, das war der Nachname. Helga, Heidi. So, ich hau sie jetzt. Ja, ist um 10 erleichtert. Du musst also, du hast glaube ich 80 auf Hauen, ne? Ja. 90 oder weniger, es ist gelungen.
Okay. Oder hier, dieses Kabel. Und ich suche die Würfel gerade wieder. Das Kabel rutscht immer. Ist der Kabel, wo ist der Zähler? Stell das nicht mal hier hin. Ich nehme das Brot weg, das ist viel einfacher. Das ist gut. Das Broten ist mir nicht so oft dran. Okay, ich würfel. Geht die Kamera? Ja, ich habe auch wieder das Kabel rausgezogen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich geht sie gerade nicht. Wir sagen es euch einfach. Das sind alles Kameras, aber nicht die eine. Naja, das liegt da hauptsächlich an mir. Ja, ich bestreite niemals. Ah, da bist du wieder, da bist du, es geht. Wie so eine künstliche Intelligenz, das Erste, was sie sieht, direkt wieder ausschalten. Ja, ob sich das lohnt. 00101, einschalten. Ausschalten. Ausschalten. Töte mich. Okay. Kabau. Du würfelst eine falsch. Du hast die beiden falschen Würfel genommen. Ich wollte gerade sagen, hey, was der das für Würfel? Nee, der ist richtig und du brauchst den mit den Zehner stellen. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Hier. Okay, das ist halt lange her, da wusste Simon noch nicht so richtig, wie das geht. Heute weiß er das besser. Es ist eine 41. Das ist in deinem Fall kein kritischer Erfolg. Es ist aber ein guter Schlag. Mehr so ein 2W6 plus 6. Jetzt hören Sie doch mal auf. Ja, das musst du noch mal würfeln. Den Schaden noch. 2W6 plus 6 brauchst du. Hier ist ein W6 und hast du 2W6 schon? Ich habe 3 aktuell. Also nimm einen weg. So. Ich habe 2. Okay, der Schlag. Eine 9 plus 6 sind 15. 15 Schaden. Ah, den weißen Würfel, den kann man nicht so gut erkennen. Solide. Hauen kann er. Hauen kann er, ja. Wo waren wir? Gut, Helga wird immer... bewegt sich immer weniger, aber sie ist immer noch aktiv und versucht euch zu beißen. Helga, Helga ist immer noch aktiv. Aus, weil sie zu Boden gerungen ist und ihr die ganze Zeit ziemlich einen einsteckt. Also sie ist eigentlich nur damit beschäftigt. Wollen wir sie finishen? Ich halte ja immer noch den Stab so in ihre Fresse. Ja. Wollen wir sie finishen? Okay. Gib mir volle Breitseite. Ich heb den Stab hoch und ich drehe ihn. Oh, jetzt ist... Verzanger! Ah, wie bei einem Vampir. Ich ihn ihr ins Gesicht. Würfel einmal aus. Ins Gesicht direkt. Es könnte ein kritischer Misserfolg sein. Was passiert bei einem kritischen Misserfolg? Der Stab bricht und du rutscht ab und fällst auf sie drauf, zum Beispiel. In ihren Mund rein. Jetzt will ich auch wissen, was passiert. Na gut, also wenn das passiert. Ich will jetzt eine 100 sehen. Das wäre ja sehr einfach. Bitte lass es eine 100 sein, ich will es einfach nur mal sehen. Die Chance ist also 1%. Also was ist, das gehört ja noch zu Martial Arts, nehme ich an, ne? Ja, ich würde dich, ja, würde ich unter Martial Arts, weil es... So, 15, bam. Kritischer Erfolg. Sogar ein kritischer Erfolg. Ich habe hier original noch eine Plombe rausgezogen. Ich sag mal so, den Schaden brauchst du gar nicht groß auswürfeln. Ja. Du rammst ihr den Speer voll durch die Fontanelle und Helga gibt keinen Ton mehr von sich. Also es ist wirklich mit einem... Und sie ist scheinbar tot. You see what you get when you mess with the warrior! Ich bin der Sound. Zutiefst beeindruckt von allem. Wir haben das gelöst eben. Ja, der Körper unter euch, der eben noch Helga gehörte, bewegt sich nicht mehr. Es liegt jetzt einfach da mit einem Speer in der Stirn und du sitzt noch auf ihr. Dein Gesicht sagt mir irgendwie, dass es noch eine harmonischere Herangehensweise gegeben hätte. Aber ehrlich gesagt, weil wüsste ich... Ich weiß genau, was er meint. Ich kenne diesen Hauke-Blick. Dieses, ja, das habt ihr jetzt halt so ausgespielt. Dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas... Wir haben uns keinen Vorwurf zu machen. Oder? Das sage ich alles, während ich auf unserer Leiche liege. Wir haben uns keinen Vorwurf zu machen. Wir haben versucht, mit dir zu reden. Wir haben ihm mehrfache Begrüßungsschläge verabreicht. Ja. Wir haben Behandlungsschläge verabreicht. Wir haben sogar Finisher-Schläge verabreicht. Es war alle Sorten von Schlägen waren dabei. Behandlung, hier ist ein schönes Gift. Bam, 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 bam. Ja, aber sie wollte doch nicht. Ich glaube, da war nichts mehr zu retten. Sie hatte scheinbar Tollwut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Meinst du, es ist Tollwut? Diagnose Tollwut. Was gibt's denn noch, was einen so... Hast du schon mal gehört, dass jemand aus den Augen Blut heult? Ich kenne jemanden mit Tollwut. Vielleicht hatte sie was Ernsthaftes, Schwieriges zu verkraften. Sie hat ihren Mann verloren. Vielleicht war es das und sie ist verrückt geworden. Aber auch dann heult sie doch nicht Wahnsinn. Blut aus dem Auge. Ja, vielleicht hat sie da vorher... Ich weiß es doch auch nicht, aber das war doch nicht normal. Nein, das stimmt. Wir haben das einzige Richtige getan. Wir haben sie umgebracht. Sollen wir sie verbuddeln oder anzünden oder so? Always double check. Moment, Moment. Das ist wirklich jetzt ein sehr anspruchsvolles Rollenspiel, weil zu dem Zeitpunkt wissen die ja die Privatmenschen, Eddie und Simon, die wissen ja, dass es sich da jetzt um diese Trauernden handelt und durch Tiers und so, was das für Leute sind. Aber ihre Charaktere, die sie da spielen, die wissen das natürlich nicht. Von daher spielen sie das gerade sehr gut, dieses Ahnungslose.
Wird jetzt zu schnell, viel zu düster. Wir lassen sie einfach hier liegen, damit die Natur findet einen Weg. Hey, trau mir, die Natur findet Du willst aber nicht, dass sie ein fucking White Walker wird, oder? Nein, aber ich will, dass sie von irgendeinem Elefanten gegessen wird oder von einem Tiger oder so. Oder wenn von ihr einem Elefanten. So umgeht, seht ihr zwar keine Elefanten, aber ihr seht auf jeden Fall einen Weg, so eine Richtung, aus der sie kam, wo der Weg zahlt. Und erinnert euch, aus der Richtung habt ihr auch die Schreie von Jutta gehört. Komm, jetzt lass uns mal gucken, wo die herkam. Also sie nicht anzünden? Ah, jetzt, wo du sagst, okay, lass sie uns anzünden. Ich finde auch, lieber einmal zu viel angezündet. Ich will ja, nicht am absolut. Ende derjenige sein, der von Helga, von Undead Helga in den Rücken abbissen wird. Nur eine Kleinigkeit, liebe Regie, wir können schon mal die erste Umfrage einblenden an die Zuschauer. Ihr könnt gleich weiterspielen, die ist noch nicht relevant, aber ihr könnt schon mal abstimmen. Unsere Jungs werden gleich ein Geräusch hören, aus welcher Himmelsrichtung kommt dieses Geräusch? Moos. Da dürft ihr jetzt entscheiden. Eure Optionen Nord, Süden, Osten, Moos. Sind Norden oder Osten. Wer das noch nie gemacht hat, Ausrufezeichen, okay. Ich glaube GTI ist es diesmal, ne? Ausrufezeichen, GTI, Leerzeichen und Norden oder die Osten. Richtung als Wort, die ihr möchtet. Das war's und schon in dem Detail. Eddie ist in den Westen gegangen. Wir gehen aufs Ganze, ne? So Tor 1 oder Tor 2, weiß bei beiden nicht, was hinter ist. Das ist und Simon in den Osten oder wie war das? Ich gebe dir 5000, wenn du Tor 2 nimmst und plötzlich hast du gedacht, du weißt es. Manchmal ist es auch schön, wenn man nicht so richtig weiß, was man nimmt. Aber ja, es ist ein sehr simpler Vote in diesem Fall. Ihr dürft weiterspielen. Ja, ihr wollt sie anzünden. Hör ich mich richtig Das gehört. Ist korrekt. Ja. Gut. Ich nehme die Fackel und stopfe sie in den Kopf hinein, so in das Loch, in das entstanden. Ja, weil wir alle wissen, Gehirnmasse ist der beste Brennstoff, den es überhaupt nur geben kann. Das wurde ja auch früher oft so in so Katapulte gelegt. Einfach eine Gehirnmasse angezündet und über die Stadtmauern rübergeschossen, um da einen Brand zu legen. Von daher völlig legitim. Und hoffe einfach, dass es brennt, die Haare brennen, Klamotten brennen. Ich gehe auch dann runter und leg die Fackel dann da einfach drauf. Auf sie oder in ihren Mund? Ich halte sie. Ich nehme sie als sie in ihren Mund jetzt zischt es eher so. Na, es ist mehr so ein. Es ist alles in die generelle Klamottenkehlengegend. Vielleicht war das mit dem Loch ein bisschen too much. Aber auf jeden Fall brenne ich sie an. Nee? Na doch. Ja, also wir sind uns beide einig, sie brennt. Du hast die Fackel. Also. Du schaffst es, ihre Klamotten anzustecken. Die fangen schon mal an zu kokeln auf jeden Fall. Wenn du jetzt länger dran hältst, könnte es brennen. Ich mach das eine Weile und dann sag ich zu Ede, das dauert deutlich länger, als ich angenommen habe. Wollen wir sie immer noch verbrennen? Naja, wenn die Klamotten brennen, dann würden sie auch bald irgendwie brennen. Ich glaube, die gehen eher direkt wieder aus. Ich glaube, am Ende wird sie einfach nur halb nackt und halb verbrannt liegen. Dann sollten wir vielleicht ihren Kopf abtrennen. Okay, sie fängt jetzt an, ein bisschen zu brennen, ihre Klamotten. Zumindest. Okay, Hauke also, so hat ein Einsehen. Sie brennt! Ich habe Feuer gemacht! Hauke hatte einfach überhaupt gar keine Lust, dass da noch Köpfe abgetrennt werden. Success! Ja, sie brennt jetzt. Okay, ihr könnt dadurch ein bisschen mehr sehen. Und ihr seht auf jeden Fall, dass da wirklich da ist so ein Stück Unterholz richtig platt getrampelt. Also Helga war jetzt auch nicht die schlankeste und hat sich da so ein bisschen durchgekämpft. Simon, du weißt, in jedem Horrorfilm muss man es machen, der Gefahr entgegenlaufen. Lass uns dahin gehen, wo Helga herkam. Vielleicht finden wir da Hilfe. Ja, genau. Da wird es bestimmt leichter. Hallo. Außerdem kam von dort auch die Schreie von Jutta. Da ist bestimmt nichts Gefährliches. Die ist sicher noch am Leben. Die wollte uns nur zu sich locken, damit sie uns helfen kann. Ja. Ach, Jutta ist die. Ach, was ist der Einhorn, ne? Das ist der. Ja. Ist der, achso, da hieß Jutta, der Typ. Okay. Insel, ich langsam, wenn du ihn den Namen hatte ich schon wieder fast vergessen. Darauf bestehe, fast meine ich komplett. Er trägt sehr kurze Hosen. Okay. Gut, ihr macht euch also auf den Weg. Ihr kommt durch es ist so klassisches Unterholz, wobei es schon so eine Art Trampelfahrt ist. Also es ist jetzt nicht super anstrengend hier zu gehen. Ihr nach rechts und links könnt ihr nicht allzu viel sehen, weil es halt wirklich ein dichter Dschungel ist. Geradeaus ist aber möglich, relativ gut zu gucken. Eure Fackel ist jetzt nicht begnadet, aber das Licht der brennenden Helga hält euch auch von hinten noch so ein bisschen. Vielleicht sollten wir die brennende Helga hinter uns herziehen. Die brennende Helga. Helga brennt auf jeden Fall besser als diese Fackel. Das auf jeden Fall. Also Fackel ist schon übertrieben. Es ist ein leicht glimmendes Stück Holz. Das Gute ist, durch Helga wissen wir immer, zwar nicht mehr Helga, aber hell. Was auch diese Richtung ist. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir herkamen. Ja, das ist sehr gut. Und spätestens auch, wenn sie aus ist, sehen wir es am aufsteigenden Rauch. Und am Leichengeruch. Ja, wir sind super gute Survival. Typen. Sag mal, was? Ich habe Angst, dass du gleich reinbeißt. Die Fackel. Ach, das ist die Fackel. Und gar, sie ist hell und gar. Meinst du, ist die Fackel? Okay, alles klar. So. Das ist der Speer und die Fackel. Es muss aber nicht sein. Doch, ist gut. Ihr kommt nun also den Weg ein ganzes Stück entlang. Ihr geht tatsächlich eine ganze Weile. Also ihr seid gefühlt schon so 15, 20 Minuten unterwegs, als ihr an eine Weggabelung kommt. Und an dieser Weggabelung hört ihr plötzlich aus einer Richtung Musik. Hm. Und welche Richtung das ist, das verrät uns die Regie jetzt, denn wir beenden die Umfrage. Was ist das Ergebnis, liebe Regie? Habt ihr es schon?
Na, was ist es? Norden oder was war das? Osten. Norden, verdammt! Norden. Ich hab's nicht gehört, hier wurde gerade geschrien. Ah, 57% sagen, das Geräusch kommt aus Norden. Scheiße. Ich sage mit 57%iger Wahrscheinlichkeit kam das Geräusch gerade aus Norden, Ede. Ihr hört also. Sicher. 57% sicher. 57%, okay. Ihr hört also aus Norden Musik. Und Gelächter. Also so ausgelassene Stimmung. Oh, das kenne ich Ede, doch. Ede, wir haben's geschafft. Times Island. Das ist einmal im Jahr, Simon. Helga musste sterben, aber das ist so eine Party. Wir lassen uns doch die Party nicht von so einer Zombie-Leiche. Ja, was tut ihr? Tanzen. Siehst du doch. Okay. Eine kurze Minute. Man muss, auch mal, man muss sich auch die Angst einfach mal rausschütteln. Ah, mit der Fackel angebrannt. Ah, den Move besser nicht. Ede, Alter, das wird so geil. Ohne Scheiß, die haben sicher alles. Alkohol, okay, sollen wir da hingehen? Scheiß mal auf Utah jetzt gerade. Okay, komm. Wir können uns später noch retten. Die Folge der Musik. Auf zur Musik! Party! Good Times Island! Party! Good Times Island! Party, Party! Ihr geht Party. Also in Richtung Norden in dieser Kreuzung. Und was ihr da vorfindet, erfahren wir nach einer kurzen Unterbrechung. Also so herrlich, dass wir keine Werbung eine kurze Werbepause und dann sehen müssen. Wir uns wieder hier also auf der Insel in dem auf Good Times Island. Video meine ich natürlich nur. So, was passiert jetzt? Und was wäre passiert, wenn es aus dem Osten gekommen wäre? Hätte das überhaupt einen Unterschied gemacht? Einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns scheinbar auf Good Times Island. Unsere Jungs haben gerade offensichtlich das gelobte Land entdeckt, denn sie hören Musik, die ganz ausgelassen wirkt. Oh, 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 nicht schlecht. Wir springen sofort weiter. Ja. Ich schau mal, ich muss eben an den Ort gehen, wo wir gerade sind. So, ihr kommt an einen Pool. Was war das? Oh, passiert da was? Yeah. Überall sind Leute und feiern. Alle haben richtig gute Laune. Ey, also, Leute, es geht. Super cool. Ich bin Simon, der CEO von Rocket Beans. Das ist mein Mitarbeiter. Eddie. Hey, Leute, was geht ab? Nein, wir haben die Helga nicht umgebracht. Ja, Gott, wer ist das überhaupt? Ey, wir sind hier abgestürzt. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Was? Ey, wir sind alle abgestürzt, glaube ich. Oder werden noch abstürzen. Selber geht. Absturz kommt noch. Während ihr so feiert und euch versucht, in die Gruppe zu fügen, kommt ein Mann auf euch zu. Sekunde. Warum denn ein Mann? Ich will kein Mann jetzt. Ein großer, dunkelhäutiger, also wirklich groß gewachsen, kräftig, mit Glatze, trägt bis oben hin zugeknüpftes hellblaues Polohemd. Also so ein bisschen, sieht aus wie jemand Angestellter oder so, diese Anlage. Mhm. Hat eine Menge Gadgets am Gürtel, so Taschenlampe, Schlüssel, Pfefferspray, solche Sachen. Handy. Er kommt auf euch zu. Da hast du kein Handy. Es geht so ein bisschen durch die Mann. Hey, bist du der Gadget-Inspektor oder was? Mein Name ist Samuel Irons. Wie kann ich den Herrn helfen? Ich habe sie hier noch nie gesehen in der Anlage. Wir sind hier doch schon seit Wochen, Samuel. Wir haben schon zusammen gepokert, weißt du nicht mehr? Warum lügen sie eigentlich? Sie haben doch nichts falsch gemacht, außer Helga zu ermorden. Sind die beiden denn? Sammy, was geht ab? High five! Willkommen auf die alten Tage! Nicht, also Samuel wirkt jetzt, ja doch, wirkt schon freundlich. Entschuldigung, wir sind... Sammy los! Hallo, ich bin Cedric, das ist... Simon? Bimon? Aber wenn ich das richtig gesehen habe, sind sie ja eben aus dem Wald gekommen. Ja, aber... Ja, wir mussten, er hat nur ein kleines Geschäft zu erledigen. Ja, und ich habe ihn dabei beschützt, wegen den Tieren. Nun gut, ich möchte Sie darum bitten, in Zukunft die Toiletten für solche Angelegenheiten zu nutzen. Alles klar, viel Spaß. Die ganz kurz, Samuel, darf ich kurz was fragen? Ja, natürlich. Darf ich dich Sam nennen? Nein. Sammy, ganz kurz, was geht hier so ab? Was ist heute der Plan? Ist noch Bingo-Abend oder? Naja, jetzt gleich wird hier eine Runde Mai Tai Pong gespielt. Mhm. Mai Tai Pong. Ich habe das mal in Thailand gesehen. Ich will, dass du das auch mal siehst, Eddie. Das klingt ganz gut. Wie sind die Regeln? Relativ einfach. Sie spielen gegen irgendjemanden hier, der Lust hat. Und wenn sie gewinnen, gibt es einen tollen Preis. Und wenn ich verliere? Dann gibt es keinen Preis. Ich finde ja, also auf psychologischer Ebene, das ist höchst interessant, dass die beiden mit einem Flugzeug abstürzen, bevor sie, da können sie ja überhaupt nichts für. Dann kommt diese Helga und greift sie an. Da können sie auch überhaupt nichts für. Gut, das mit dem Speer ins Gehirn, da können sie was für, aber es war Notwehr. Und dann treffen sie auf Zivilisation. Aber sie haben so ein tief in sich verankertes, schlechtes Gewissen, dass sie diesen Typ anlügen und ihm irgendeinen Quatsch erzählen,
anstatt ihm einfach zu sagen, ey, fuck, wir sind mit einem Flugzeug abgestürzt, könnt ihr uns irgendwie helfen, wo sind wir hier? Die Frage ist, ist es vorsichtiges Misstrauen oder ist es tief, ganz tief verwurzeltes oder kriminelle, ist es kriminelle Energie? Es ist irgendwas in der Form. Also, da kannst du ja nichts verlieren. Ja, da gibt es ja nichts zu verlieren, dann spiele ich mit. Gut, dann müssen wir einmal den Tisch ein bisschen umbauen. Das müssen wir jetzt live on the fly machen. Wir spielen eine Runde Mai Tai Pong. Ach, tatsächlich? Ja, du musst gegen mich Mai Tai Pong spielen. Ich sag dir schon, wir spielen wirklich Pong. Ich hab gedacht, jetzt was anderes. Im Grunde ist das wie Bierpong, nur man spielt es halt mit Mai Tais. Okay. Du und ich spielen gleich gegeneinander. Auge verliert doch extra, oder? Welche Person das ist, entscheiden wir gleich noch. Wer zuerst vier Becher beim anderen trifft, der gewinnt. Hier, auf den Tisch. Wir müssen alles einmal beiseite nehmen. Es geht nicht anders. Ah, ihr habt doch da was aufgebaut, hab ich doch gerade gesehen. Ja, da war doch was aufgebaut. Da kommt gleich Mai Tai rein in diese Becher. Mai Tai? Wir spielen es im Sitzen in einer Mikrovariante. Muss man das so aus dem Mund vier Becher, ich bekomme vier Becher. Muss das mit dem Mund spucken? Wir machen mal, wer als erstes drei Becher trifft. Das hier einfacher. Nee, du musst so einen Ping-Pong-Ball. Bleib ich hier sitzen oder gehe ich auf die andere Seite? Du kannst auf die andere Seite, ist noch besser. Wenn die Kameras das gut einfangen können, dann. Wahrscheinlich nicht, aber. Sonst müssen wir uns ein bisschen drehen. Good Time Island ist nur einmal im Jahr. Zweimal. Dann bring doch mal den Tai, Mai Tai. Du brauchst noch einen Becher. Vier Becher, wer drei Becher trifft, gewinnt. Oder wenn wir das kann lange dauern. Warum sind die denn da ohne Alkohol? Das kann eine Weile dauern. Wie ohne Alkohol? Na gut, für Eddie mit Alkohol. Ja, für beide, wenn. Ich muss noch fahren. Außerdem wissen wir alle, was passiert, wenn ich Alkohol trinke. Ja, eben. Wir wissen nur, was passiert, wenn du fünf Stunden vor dem Pen and Paper die Insel hat einen Strand trinken. Und währenddessen. Okay. Also ich muss jetzt erklären, Simon wieder rein da. Die Regeln sind relativ einfach. Wir werfen jetzt abwechselnd so einen Pingpongball immer einmal mindestens auf den Tisch, auch mehrmals ist erlaubt. Er muss aber einmal den Tisch berühren und dann in einen der Becher. Der Becher, der getroffen wird, den muss dein Gegenüber austrinken. Okay, dann doch ohne Alkohol. Wer zuerst drei Becher beim anderen trifft, gewinnt. Ah, das kann dauern, oder? Deswegen ist das Video so lang. Ich habe mich schon gefragt, warum das 2 Stunden 40 ist. Du kannst schon mal üben. Nee, aber wenn ich treffe, kann man ja anschließend einfüllen. Naja, die bringen uns ja. Da kommen auch gleich unsere Cocktails und so. Wir sind hier immer ein Party machen. Du brauchst auch Bälle, oder? Ja. Wie viele? Gib mir erstmal 3, 4. Ich werde nicht mit den ersten drei treffen, glaube ich. Ich habe auch noch nicht geübt, damit es fair bleibt. Ich habe das noch nie gespielt. Ah, das ist nett. Bierpong auch noch nie. Nein. Aber das mit Bierpappbechern, das ist so eine ganze... Ja, ich kenne das aus irgendwelchen Filmen. Ja, so die jungen Leute trinken das alle, ne? So. Komm die. Ich hatte irgendwann mal die brillante Idee. Wir können auch schon mal anfangen. So irgendwo in Amerika so 1 Million von diesen roten College-Sauforgienbecher zu bestellen, um die auf Amazon zu verticken und sowas raufzuschreiben wie: Hey, original amerikanische Bierpong-Becher. Weil das fürs Lebensgefühl einfach, ne? Wenn die jungen Leute eine Party machen und die haben nur dieses. Es gibt ja in Deutschland immer nur diese weißen, die haben am oberen Drittel des Bechers sind so Rillen, die sind so ganz dünn und klein, so 0,2. Das sind ja die deutschen Partybecher. Und die amerikanischen Partybecher sind diese großen, dicken, roten. Und dann habe ich die Idee vergessen und dann habe ich aber irgendwann mal gesehen, das haben schon 1000 andere Leute gemacht, wie bei jeder Idee. Okay, Simon, willst du auch? Willst du mitspielen, Simon? Ja, ich spiele. Ja, ich kann nicht dagegen, aber ihr seid ihr ja. Ihr könnt auch euch abwechseln. Ich gucke mir das erstmal an. Ja, gut, erstmal müssen wir gucken, gegen wen ihr spielt. Okay. Dabei. Ihr dürft euch euren Gegner nämlich aussuchen. Wollt ihr einen Mann oder eine Frau? Eine Frau. Okay. Priscilla. Priscilla ist da nicht. Jacqueline. Da ist auch keine Jacqueline. Jeronima. Ihr kennt die Namen Simon nicht. Ist einfach, okay. Simon ist durchgehend am Essen. Das ist so krass. Eine blonde Frau, Mitte 30, schlank, relativ attraktiv. Eher sportlich gekleidet, aber teuer. Also man sieht schon, eine Frau mit Niveau wäre eher auf Elite-Partner als auf Hauptsache-Bumsen.de angemeldet. Nobody's perfect. Ja. Dann steht dort... Da haben sie... eine Frau auch so, ja, so um die 40, schlank, leicht ergraute Haare, relativ strengen Zopf gebunden. Auch relativ nobel angezogen. Sie spricht sehr viel, die ganze Zeit mit Leuten so um sich rum. Was es ist, könnt ihr noch nicht so richtig hören. Aber sie sieht schon, also unterhält sich mit einem Mann gerade. Und es wirkt zumindest auf den ersten Blick, als würde sie flirten. Ja, das sind die Frauen, die gerade anwesend sind und zur Verfügung stehen, die Interesse haben zu spielen. Das sind die zur Verfügung stehen. Für das Spiel. Also kann ich mir noch eine mehr aussuchen oder anwesend. Was? Du kannst ja einen der beiden herausfordern. Dann nehme ich die attraktive 35-Jährige. Von Elite-Partner. Die attraktive 30, Mitte 30. Mitte 30-Jährige. Ja, okay, du gehst auf sie zu. Hey,
Hast du Lust mit mir Mai Tai Pong zu spielen? Der Gewinner kriegt einen Preis. Guck dich ein bisschen irritiert an. Ja, wieso nicht? Okay. Okay. Also ist nicht so euphorisch wie du. Elite-Partner, ne? Das ist auch so ein Ding. Ist das nicht eigentlich das Konzept von Elite-Partner? Ist das nicht eigentlich mega sexistisch? Dass da, also es ist, hat diverse Fragezeichen. Aber ist es nicht so, dass es immer irgendwelche attraktiven Frauen sind und Männer mit Geld? Ist es nicht im Grunde das? Elite-Partner? Auf diesen ganzen Plakaten sind auch immer, ich habe das mal analysiert, auf diesen ganzen Plakaten von Elite-Partner sind immer Frauen, die haben immer offene Haare, die haben immer so einen Ausschnitt, aber nicht zu tief, sondern einen Ausschnitt, der auf der einen Seite ein bisschen die Fantasie anregt, was auch immer, aber nicht, er geht nicht zu tief. Also er bleibt schon irgendwie so in einem seriösen Bereich. Und dann haben die oft noch irgendwie so eine Kette oder so, um sowas wie irgendein Schmuckstück. Oft eine Kette irgendwie, was so zeigen soll, okay, ich bin ein bisschen, also ich bin schon seriös und so, bin aber auch attraktiv und verspielt und interessiert. Also es ist so eine ganz, als wenn die irgendwie so eine Marketingabteilung hätten, die genau definiert hätte, welches Bild eine Frau auf diesen Elite-Partner-Postern darstellen soll. Ist das noch zeitgemäß? Und ein offenes Buch im Hintergrund. Ja, exakt sowas, genau. Guckt euch mal jetzt parallel die Werbebilder von denen an. Aber sie hat zumindest Lust. Gut. Go, Annie! Du darfst anfangen. Ladies first. Go, Lady! Danke, okay. Okay. Das war richtig schlecht. Okay, du bist dran. Mach. Ja, das dauert doch jetzt ewig. Oh! 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 Jetzt wird noch jeder Ball wird jetzt noch kommentiert. Und gleich in 20 Minuten noch. Oh Gott. Das war eine dumme Idee. Du hast das wohl schon mal gemacht, was? Ich habe alles schon mal gemacht. Oh, Entschuldigung. Schnack, schnack. Nur noch niemanden umgebracht. Okay. Oh Gott, wie viele von euch sind denn bei Elite-Partner? Habe ich jetzt jemanden gekränkt? Ich sehe gerade im Chat. Okay, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So war es nicht gemeint. Ich möchte euch das nicht madig machen. Oh, ich muss mal ein bisschen besser. Oh! 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 Was? Ich hab's geahnt. Das dauert ewig. Macht voll Bock. Das ist mega. Simon muss sich langweilen. Oh, Mann! Oh, yes! War der drin? Ja. Oh, herrlich. Geil. Das Mieses. Ist... Ja? Ja? Macht Bock. Je weniger ja, Becher, desto schwieriger wird es. Fuck. Oh, gut, gut, gut. Okay, 2-1. Oh, du gewinnst. Erstaunlich. Erstaunlich gut. Mai Tai. Ja, du darfst dich wieder auf deinen Platz setzen. Du gewinnst also die Runde Mai Tai Pong. Um dich herum toben die Leute. Also es ist wirklich gute Stimmung. Also yeah! Das ist mein Mann! Ich kenne den Typen, der arbeitet für mich! Du bist gerade der King am Pool auf jeden Fall. Yeah! So. Das ist einfach so wie jeder Sommerurlaub immer. Ja, so muss es sein. So, es kommt jemand von der Seite auf dich zu. Ich muss mal eben, damit ich ihn dir beschreiben kann. Ich habe einen Preis. Ey, das war so gut, da. Mann. Junger, gut aussehender, eher orientalischer Typ. Hast du gehört? Ja, was? Ein junger, gut aussehender, eher orientalischer Typ kommt auf dich zu. Mit so schwarze, mittellange Haare, gepflegten Ziegenbart, ist so angezogen wie ein Barkeeper. Also sieht auch für dich jetzt aus. Rechts von euch ist auch die Bar. Der Manolo. Kommt auf euch zu. Hey Mann, geile Aktion! Ey. Geile Aktion! Ey, wenn ihr Bock habt, das ist euer Preis! Wenn ihr irgendwann mal Stoff braucht, ne? Also ich meine, was zu trinken? Definiere Stoff.
Ich habe den Schlüssel zum Versorgungsraum. Ich besorg euch, was immer ihr wollt. Okay. Meldet euch einfach bei mir, okay? Wie wär's denn mit jetzt? Die nächste Stunde geht alles hier an der Bar aufs Haus. Wie ist dein Name? Man muss einfach nur einen Bierpong gewinnen und hat sofort einen Popularitätsschub. Fatih Düman. Du bist der Mann. So, einmal die Cocktails bitte. Cocktails? Hast du doch da vorne. Ich sehe sie von hier. Warum ist das hier leer? Besser vorbereitet, als er dachte. Ja, nee, die trinken wir gleich. Schlecht sogar hier. Mit Salzrand. Skull. Für dich, Skull. Das hast du sehr gut gemacht. Die haben immer so leckere Getränke. Das war die beste Idee, abzustürzen. Auch ich bin ausnahmsweise. War das der beste Flugzeugabsturz, den du jemals erlebt hast? Nicht? Auf jeden Fall. Habe ich dir nicht gesagt? Hey, habe ich dir nicht gesagt? Wir haben alles richtig gemacht. Endlich. Aber jetzt mal ganz dumm gefragt, Ede, warum. Wo sind die jetzt alle eigentlich her? Und so, was ist mit uns eigentlich? Wollen wir uns darum kümmern oder wollen wir warten? Weißt du, das ist die gleiche Frage, die Morpheus Neo gestellt hat. Und du kennst den Film. Willst du wirklich alles wissen? Nein. Siehst du, willst du nicht wirklich das Fleisch schmecken? Wenn ich diesen Cocktail trinke, dann schmeckt das gut. Bis du den Cock drinkst. So, einmal für euch. Niveau! Und ihr befindet euch jetzt in der Anlage von Good Times Island. Hier ist eure Karte. Wir können sie auch einmal einblenden, liebe Regie. Denn dort hängen überall, die stehen euch zur Verfügung. Das ist dann wieso, okay. Haben wir die gerade schon da? Sonst zeigen wir sie. Guck mal, hier haben alles. Hier haben einen Pool. Es sieht noch besser aus als im Katalog. Die haben hier den Typen mit der Mütze. Und hier ein Turban. Da haben wir sie. Da, your Resort. Du kannst offensichtlich jede Art von Kopfbedeckung haben. Rechts. Aber ist das Resort, wo sie gebucht hatten ursprünglich? Ihr befindet euch unten rechts am Pool. Oben rechts haben wir den Spa-Bereich, da wo wir hier das Handtuch um den Kopf sehen. Darüber ist das Versorgungsgebäude. In der Mitte, das ohne Beschriftung, ist das Hauptgebäude. Da befinden sich die Zimmer der Gäste und so weiter. Und das kleine Rote oben rechts ist Klo, oder was? Das ist das Versorgungsgebäude. Ja, aber dann haben die da ja alles. Dann haben die ein gebuchtes Zimmer und so. Dann müssen die ja gar nicht sich da als Eindringlinge fühlen. Unten dann haben links wir das alles. Restaurant. Es sieht auch schon aus, aber kackt. Im linken Bereich befindet sich der Versorgungstrakt. Da ist oben einmal. Da ist oben einmal der Polizist. Hört ihr noch zu? Ja, da ist oben der Polizist. Das ist essentiell dafür, wie ihr euch hier bewegt gleich. Oben das blaue Symbol auf der Karte, das steht für einen, dieser kleine Polizist, das ist der Raum der Wachen, also des Wachpersonals, die Sicherheit quasi. Dann links diese beiden Schuhe, das sind die Umkleiden des Personals. Und oben links geht es zum Hafen. Denn auf Good Times Island kommt man nur über einen Hafen. Der Flughafen befindet sich auf einer anderen Insel. Und oben links sind auch die Rezeption und andere Verwaltungsabteilungen. Also das Büro, die Bürotrakts und so weiter. Ja, ihr seid also unten rechts am Pool. Ihr habt bis jetzt noch niemandem von eurem Absturz oder ähnlichem erzählt. Was möchtet ihr tun? Ich würde mal gerne jemanden suchen, der so aussieht, als würde er hier arbeiten. Das ist eine total absurde Situation. Stellt euch das mal vor, ein Flugzeug stürzt ab und das kommt irgendwie raus. Ja, hier, Flugzeugabsturz, war auf dem Weg von Hamburg nach Good Time Island, Flughafeninsel, abgestürzt, alle irgendwie tot. Und auf einmal entdecken die zwei der Passagiere, die an Bord waren, in diesem Resort. Und die machen da einfach Urlaub und tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Als wenn das Flugzeug ganz normal gelandet wäre, die wären mit dem Schiff rüber auf die Partyinsel, würden da ihren Urlaub antreten. Wie absurd es wäre. Oder? Arbeiten und dann dance ich mich zu ihm und versuche Geheimnisse zu entlocken. Zu all dem, was wir schon erlebt haben. Okay, ja, da steht jemand am Pool. Okay. Ich geh so hin. Sekunde, hey. Ich beschreibe ihn dir eben. Ist egal, Mann. Ich bin da nicht, I don't judge. Ist mir egal, wie der aussieht. Gelb, grün, rot, groß, klein. Ich rede ja, es ist ein Mann Mitte 50. Hi, Mann Mitte 50. Du siehst aus wie ein Mann Mitte 50. Fit, intelligent, Rezitum. Ja. Hi, werter Herr. Haben Sie auch so viel Spaß wie wir? Aber wir beide? Natürlich. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt. Ja, selbstverständlich. Wir haben eine kleine Frage. Warte kurz, damit du weißt, wie der Typ aussieht. Der trägt ein sehr geschmackvolles Hemd, hat so ein Bändchen um den Hals, auf dem eine Karte ist. Auf dem steht der Name Franklin Greed. Mr. Greed. Franklin CEO. Greed. Oh, der CEO. Trägt sehr wichtig. Feine Hosen, gute Lederschuhe. Also ist schon leger, aber schick. Mr. Greed. Ich habe eine Frage. Ihr Ressort ist herausragend. So von CEO zu CEO. So von CEO ist mein Kollege, ist mein Mitarbeiter, macht bei uns unter anderem. Freut mich, dass Ihnen hier gefällt. Also der Name Greed ist natürlich Programm. Also der ist irgendwie gierig, der denkt nur an Geld. Ich habe eine andere Person gesehen, die hatte Augenkrankheiten. Der ist mir direkt suspekt. Das ist zu viel Chlor im Wasser oder so. Rote, dicke Tränen aus den Augen. Ist das, muss ich mir darüber Sorgen machen oder ist das Dings, das hört sich für mich jetzt sehr beängstigend an. Wo genau haben Sie das denn gesehen?
Ach, das hat mir jemand erzählt. Irgendwo im Norden, glaube ich. Im Norden war es. Aber ganz sicher im Norden irgendwo, als wir im Dschungel waren. Ganz weit weg. Bloß auf gar keinen Fall im Süden. Das wüsste ich. Dabei wir da noch nie waren. Da war ich. Was ist das? Wissen Sie was? Es tut mir sehr leid, dass Sie hier solche Umstände haben und sowas erleben müssen. Dank. Hier haben Sie zunächst mal einen Gutschein. Du bekommst von ihm einen Gutschein für ein Essen. Gut. Was scheint mir ein Gutschein zu sein. Es sind zwei Gutscheine für zwei Personen. Da hast du einen. Ja, ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt. Ich werde sofort jemanden von der Sicherheit schicken. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Ja, natürlich. Der Name ist John Smith. Die haben doch da ein Hotel gebucht. Die dürfen dort regulär sich aufhalten. Er kann seinen richtigen Namen sagen. Warum denkt er sich denn jetzt einen John Smith aus, der dort gar kein Zimmer gebucht hat? Und Jack Smilzer. Jack Smilzer. John Smith und Jack Smilzer. Ich nehme an, Sie haben getrunken. Es geht mir nicht darum, Ihre Identität zu erfahren. Ich wollte Sie nur auf dem Laufenden halten über die Vorgänge. Aber seitdem so, also er merkt offensichtlich, dass ihr euch die Namen ausgedacht habt. John Smith und James Smilzer. Jack Smilzer. Bruder von Hans, Bruder von Hans Smilzer. ja. Das ist alles so dumm. Nun gut, die Herren, einen wunderbaren Abend, ich gehe dem sofort nach. Gehen Sie. Ja, mach mal. Er geht wirklich, er geht in Richtung Versorgungstrakt. Scheiße. Mr. Green, eine Frage noch. Ja. Sagen Sie, klingt vielleicht wie eine blöde Frage, aber. Ist Ihnen in irgendwie in letzter Zeit, ist hier irgendwas, haben Sie einen Flugzeugabsturz oder so gesehen? Ein Flugzeugabsturz? Ein Flugzeugabsturz. Ja, in der Tat, wir warten etwas länger als gewöhnlich auf die Ankunft unserer nächsten Gäste. Oh. Allerdings sind einige von Ihnen schon eingetroffen. Was? Aber nicht alle. Genau genommen nur einer. Einer? Ah. Wer würden Sie uns vielleicht, wer denn? Die Güte haben uns zu sagen, wer das ist. Ich weiß nicht, ob das klingt wie eine sehr interessante Geschichte. Naja, ein gewisser Eddin. Eddin? Ach, Eddin! Ja, den haben wir am Flughafen kennengelernt. Das ist dein Nachname übrigens. Mr. Eddin. Mr. Eddin haben wir am Flughafen kennengelernt. Jetzt verrät er sich. Das ist ja schön, dass er auch hier ist, weil wir haben uns auch schon gefragt, wo die ganzen anderen Leute sind aus dem Flugzeug. Freut mich. Ja. Sollten Sie nachher Probleme haben, Ihr Zimmer zu finden, ich stehe oder meine Kollegen an der Rezeption immer gerne bereit. Sollten Sie Herrn Eddin suchen, auch da kann ich Ihnen weiterhelfen an der Rezeption. Ansonsten einen wunderschönen Abend. Eine Frage noch, Herr Creed. Ja. Mr. Creed, letzte Frage. Ja. Hör ich auf. Ich bin wo ist Herr Eddin? Also du merkst auch, es brennt ihm jetzt schon, dieses Thema ist ihm schon, er möchte wirklich gerne nachfragen. Sie wollen ich wollte nur, dass ihr einen Eindruck habt. Ich verstehe also, das sofort. Bringt. Sie müssen sich um dieses Problem kümmern, verstehe ich sofort. Ich bin übrigens der Muay Thai Champion hier. Just saying. Ich sah es. Können Sie mir das WLAN-Passwort geben? Aber natürlich. Das finden Sie auf Ihrem Zimmer. Überhaupt kein Problem. Jeder hat hier einen eigenen Zugang. Das erleichtert uns am Ende Abrechnung, denn wir müssen natürlich leider eine kleine Pauschale für kein kostenloses WLAN. Also ich nehme mal an, dass es in Ihrem, wenn Sie CEOs sind, Paket mit eingebucht ist. Ja, aber natürlich. Ich freue mich drauf. Stehen Sie einfach in Ihrem Zimmer nach, da finden Sie das WLAN-Passwort. Ich schreibe dazu was auf TripAdvisor. Tschüss. Eine letzte kleine Frage. Und zwar, wissen Sie zufälligerweise unsere Zimmernummer? Wie können wir die, bin mit Zahlen ganz schlecht. Wie kann ich die nochmal heraus? Ey, TripAdvisor wäre auch ein guter Name für so einen Drogenkurier, oder? Es tut mir leid, aber wir haben wirklich viele Gäste. Ich habe nicht zu allen Gästen sofort John das Zimmer Smith parat. Smilzer. Jack Smilzer. Smilzer. Ja. Jack Smilzer. Und dann alles klar. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Tschüss, Mr. Creed. Mr. Creed, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Er ist sehr freundlich. Und er nimmt schon Tempo auf. Also Mr. Creed. Ist schon komisch. Tschüss. Ja. Es scheint ihn schon zu beschäftigen, dass ihr Blut aus den Augen und ein Flugzeugabsturz erwähnt. Es war ja auch nur. Es war dunkel. Ist ja okay. Ich habe das gar nicht gesagt. Es ist jetzt nichts, dass er sofort wegsteckt und sagt, kein Problem. So, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Alles klar. Ja, ihr steht weiterhin am Pool. Ihr habt zwei Gutscheine für ein Essen bekommen. Geil, Mann. Das läuft doch super. Es ist echt super. Aber weißt du was? Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Sollen wir nicht mal gucken, was hier noch so geht? Du verstehst? du meinst ein bisschen was. Ey, komm, lass uns mal ein bisschen unter die Leute mischen, ne? Ich scanne. Vielleicht den Ring noch abziehen, vielleicht. Ach ja, Rainer. Zu Hause kriegt deine Frau jetzt gerade so Ohren. Ach, den Ring die Alarmanlage, wenn ich den das heißt übrigens auf Twitter @Eddies Frau. Okay, warte, pass auf.
Das wäre aber auch, das ist auch eine gute Idee, die die beiden im Prinzip ja gerade entwickelt haben, ohne es zu Ende zu denken. Eheringe, die wirklich so einen Sensor haben, dass wenn man sie abnimmt, die dann halt übers Internet irgendeinen Alarm triggern, irgendeine Push-Nachricht aufs Handy senden. So dass, wenn dein Partner, Partnerin irgendwie auf einem Arbeitstrip ist und dann wird der Ehering abgenommen und man kriegt eine Push-Nachricht, dann kann man direkt, oh, 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 was ist da los? Ich glaube, das ist, da steckt Geld drin, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen kann man das ja auch heimlich machen. Wenn man die Eheringe aussucht und sich darum kümmert, kann man ja einfach das heimlich damit einbauen und der andere weiß das oder gar nicht dann. Ich glaube, da ist ein bisschen. Ich scanne mal so den Pool und gucke mich so um. Was, mhm. was sehe ich denn da so für Leute? U30. U30 bemerkst du tatsächlich nur ein einziges Pärchen, wo du sofort sagen würdest, die sind um die 20, Mitte 20. Okay. Der Rest ist, würde ich sagen, so 30 aufwärts. Unter anderem merkst du auch, dass die Dame von eben Blickkontakt sucht. Ja, ich weiß, es bräuchte einen etwas größeren Ring. Aber man könnte ja auch sagen, man macht da so einen riesigen Diamanten rein. Das ist ein Diamantenring. Also so ein ganz normaler Ring, so ein kreisförmiges Ding um den Finger. Und dann aber so einen riesigen Diamanten, so völlig pompös und riesig, 10 Zentimeter oder so. So ein Diamant und alles. Oh, das ist aber, oh, der ist ja aber toll. Das hat dein Mann und so. Ja, richtig teuer gewesen. Nein, in diesem, der Diamant ist fake und in dem Diamanten sind natürlich die nötigen technologischen Bauteile, um das zu gewährleisten. So eine Art Super Bowl Ring, ja, Kraffi, genau. Also es ist so eine Mischung aus Interesse. Es wirkt jetzt nicht. Wie hieß sie nochmal? Habt ihr nicht gefragt? Dann bin ich gefragt. Ah, dann gehe ich jetzt mal hin. Ja, okay. Hi, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Cedric. Hi, Vivian. Vivian, das ist ja lustig. Warum? Oh, deine Tochter heißt genau so. Das ist ein schöner Name. Wirklich? Ich hoffe. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich gerade gewonnen habe gegen dich. Du, überhaupt kein Problem, aber sag mal, hast du vielleicht Lust, was essen zu gehen oder ihr beide, dass man sich mal ein bisschen unterhalten kann? Bitte! Was denkst du, was auf der Insel passiert? Bleibt auf der Insel. Bleibt auf der Insel. Ich danke dir vielmals für dieses Angebot. Wie heißt du denn? Achso, Vivian. Ja. Alter Eddie, ey! Ach Mensch! Das Gehirn. Hi! Hi! Darf ich vorstellen, das ist Bimon. Das ist Bimon. Aha, eine große Freude. Wir sind hier, weil er hat eine Genitalkrankheit. Und das ist die habe ich überstanden und als Belohnung. Er hat die Genitalkrankheit. Da ist nichts mehr. Da ist wirklich nichts mehr. Deshalb haben wir ihm diese Reise geschenkt, als Erholungsurlaub sozusagen. Stört dich nicht, wenn er mitkommt zum Essen, oder? Gar nicht. Die Schwellung ist nie zurückgegangen. Die Schwellung ist nie. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich wollte das nur. Ja, lass uns doch essen gehen. Weißt du was? Wir haben sogar Gutscheine. Wir laden dich ein. Sagen wir nicht. Wir haben ja Gutscheine. Wir laden dich ein. Das toll, das freut mich. Okay, kommt. Sie geht in Richtung Restaurant. Edelmann, das ist es. Ja, ihr entfernt euch vom Pool. Leider wird damit auch die Partymusik ein wenig leiser. Oh. Das Restaurant ist ein sehr geschmackvoll eingerichteter Bereich. Alles ist weiterhin so ein bisschen tropisch angehaucht. Viel so Bambushölzer und solche Sachen, die verwendet werden. Strohmatten und so weiter. Aber schon ziemlich geschmackvoll. Es ist relativ wenig los. Als ihr auf die Uhr schaut, seht ihr auch, dass es tatsächlich schon kurz vor 9:30 ist. Was aber hier nichts Ungewöhnliches. Die Sachen sind länger geöffnet. Lieber ein bisschen entspanntere Musik fürs Restaurant. Da wird gerade nicht gefeiert. Genau, ihr setzt euch also ins Restaurant mit Vivian. Toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, für dich doch. Also nachdem ihr bestellt habt, fängt ihr an zu reden. Klar. Trink ruhig schon. Ja. Hast du noch? Oh, was war das? Da ist gerade ein Baum umgefallen. Die Yucca-Palme ist umgefallen. Vor der Kamera lang, das war ganz gesagt. So einen Effekt haben wir auf Palmen.
Wir machen mal ganz kurz ein bisschen Pause, weil jetzt wieder einige Leute Werbung bekommen. Ey, wird's jetzt, kann das sein, dass es jetzt unangenehm wird? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir nähern uns hier einer Situation, und damit meine ich nicht die Werbung, wir nähern uns hier einem Moment in diesem Pen and Paper, der sehr unangenehm wird. Ich habe so ein bisschen so auf den Chat gelauscht. Und so ein, zwei Vorzeichen und auch diese Entwicklung jetzt mit diesen Sprüchen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das könnte jetzt ein bisschen... Ich bin jedenfalls darauf vorbereitet. Ich halte mich an irgendwas fest. So, ihr seid alle wieder da, das ist gut. Schnelle Werbung. Ich habe eben so, sorry, aber auf einem Ohr mitgehört, was ihr zu dem... Zu dem Dreier Greed, gesagt habt. Dem Leiter, der... Oh Gott. ...ganzen Sache hier. Was war das mit dem Blut aus den Augen? Nein, das WLAN-Passwort ist im Zimmer. Das macht die Abrechnung leichter. Und was, ach, da war nichts. Ich habe mich über Chlor im Schwimmbad... ging das. Da nichts Wichtiges. Und Flugzeug? Ja. Ah, die stürzen doch ständig ab. Man hört ja die wildesten Sachen. Wir haben uns nur gewundert, weil wir nicht so viele Leute bislang hier im Resort getroffen haben von unserem Flug. Aber Jungs, passt auf. Ihr müsst mir überhaupt nichts vormachen. Ich weiß genau, was hier vor sich geht. Was soll denn hier vor sich gehen? Ja, wir wissen gar nichts. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Ja, wir sind hier, wir haben das gebucht und dann sind wir ins Flugzeug gestiegen und dann irgendwann waren wir hier auf der Insel. Dann waren wir hier auf der Insel. Da haben wir schon die ersten Leute getroffen, haben die begrüßt und jetzt sind wir hier. Getötet. Also passt auf, erstmal vorweg, was ich euch jetzt erzähle, muss unter uns bleiben, ihr müsst mir helfen. Ja, wir wollen dir helfen. Wobei fast denn? Alle anderen, die hier rumlaufen, gehören zu, nennen wir es eine Bewegung. Swinger. Und vielleicht gehört nicht dazu, wir nennen uns die Puristen. Nudisten, hast du verstanden, ich Ede? Die sind die ganze Zeit nackt. Ich hab's gehört. Oh Gott, jetzt weiß ich, was ihr meinte. Aber die Puristen, ne? Waren das diese Leute da von Tears? Hießen die nicht, waren das die Puristen? Das kommt irgendwie bekannt vor. Ja, wir auch. Wir sind auch ganz große Nudisten. Leider sind's... Oh Gott, das ist schlimm. Leider sind's keine Nudisten, sondern im... Also passt auf. Im Grunde hat das mit dem Blut in den Augen mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil das was zu tun haben könnte mit der Idee, die wir von einer vielleicht besseren Welt haben. Hä? Eine Idee von einer besseren Welt, wo alle Leute aus den Augen bluten? Eher im Gegenteil, wo alle Leute, die wir für nicht so richtig gut halten, befunden aus, haben, den aus den Augen bluten. Das machen wir es ganz kurz. Das macht Sinn. Helga war schon über 60. Ich will aus der Nummer raus und so, aber alle Leute, die hier auf der, also alle von uns, die hier auf der Insel sind, sollen so eine Art Grundstock für eine bessere Zukunft werden. Und ich weiß nicht, wie ihr da jetzt reingeschlittert seid und wo ihr jemanden mit blutenden Augen gesehen habt, aber das hat vielleicht was mit einem Virus zu tun, das einer unserer Anführer entworfen hat. Vielleicht habt ihr von Theodor Eden gehört. Theodor Eden, das ist doch der Typ, ja, der mit unserem Flugzeug war. Exakt, der hat leider, gab es mit dem Gepäck und so, vertauschtes Gepäck und ich habe so einen Aktenordner von ihm. Du hast seine Akten. Ja. Nee, ich hab... Akten, also Akten, auf meinem steht irgendwas Tee. Jetzt? Fuck, das ist gar nicht seiner. Wie komme ich denn aus der Nummer raus? Wieso, das könnte Theo oder ist der aus der Höhle. Ja, okay. Ja, ich hab hier diesen... Das muss wohl seiner sein. Okay, ich das schon mal vor euch. Drauf. Passt auf, ich sag euch jetzt, was ich vorhab. Das Virus. Und ja, es gibt ein Virus. Das, wen wir auch sind, immer ihr mit blutenden Augen gesehen habt. Dann nehmen wir halt Kondome. Es ist doch alles kein Problem jetzt. Wir müssen doch nicht... Also, man muss auch sagen, man kann HIV quasi stoppen. Ja, einfach nur mal kurz eine symbolhafte Geste. Ich pack wieder diesen Gummi mit den ganzen Fingern und klapp wieder aus. Jungs, jetzt mal im Ernst. Ich habe eine Familie da draußen und die will ich retten. Darf ich mal ganz kurz Ich fragen? Will nicht auf dieser Insel gefangen sein. Vivi, darf ich Vivi sagen? Vivi. Ja. Vivian, ja. Warum bist du überhaupt hier und wie bist du überhaupt hierher gekommen, wenn das alles für dich so schlimm ist? Ich meine, lass die Leute doch Spaß haben. Am Anfang ging es eigentlich nur darum, dass intelligente Menschen einander kennenlernen und versuchen, sowas wie... Elitepartner. In sehr simpel ausgedrückt, ja. Ein Netzwerk von intelligenten Menschen, die versuchen wollten,
durch Wissen und Intelligenz der Menschheit vielleicht auf sowas wie eine bessere Ebene zu verhelfen. Aber wie da war aber keine Rede von Leute aussortieren oder so. Das müsst ihr mir glauben. Aber wie sind wir dann hier hingekommen? Naja, irgendwann wurden wir aufgerufen auf diese Insel. Das ist doch echt gut. Wie Hauke, also im Charakter von Vivian, diese berechtigte Frage von Eddie einfach als Selbstverständlichkeit ansieht, dass sie nicht dazugehören können. Zu kommen. Und zwar alle zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind nicht allzu viele, vielleicht so 50 bis 100 Leute. Ich weiß nicht mal, wer alles dazugehört. Jedenfalls wurde uns gesagt, wir sollen hierher kommen unter einem fadenscheinigen Vorwand. Urlaub, in jedem Fall aber alleine. Wir durften niemanden mitnehmen. Nicht meine Kinder, nicht meinen Mann. Nicht, also Moment, der Mann ist nicht, na ganz kurz, den muss ich nochmal, der ist also nicht auf dieser Insel. Nein, mein Mann ist nicht aber auf dieser Insel. Aber du hast schon Kinder. Schon Kinder, ja. Aber der, und die Kinder und der Mann sind beide nicht, also im Grunde existieren sie aktuell. Leider nicht, nein, passt auf, Jungs. Theodore Eden sollte eigentlich als einer. Reden wir denn dann noch immer? Theodore Eden sollte eigentlich als einer der Ersten hier ankommen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist er noch gar nicht hier. Aber er war in eurem Flugzeug. Jedenfalls, vielleicht habt ihr vorher mitbekommen, Theodore Eden hat was erfunden, das Leuten helfen sollte, die unter Strahlung leiden. Unter Strahlung? Ausstrahlung, ja. Du leidest unter Ausstrahlung. Es sollte radioaktive Strahlung über die Tränendrüsen ausgeschieden werden. Irgendwas in der Richtung. Völlig fadenscheinig. Im Grunde ging es nur darum, das Virus zu einem bestimmten Zeitpunkt unter die Leute zu bringen und einen Großteil der Menschheit quasi auszulöschen. Das wurde uns aber leider erst hier. Und ihr wolltet dann die Menschheit von dieser Insel aus neu das wurde uns quasi erst hier offenbar. Das ist ja das Wichtige. Jetzt kommt ja das Wichtigste. Es gibt ein Gegenmittel. Und Theodore Eden, der in eurem Flugzeug war, von dem du angeblich die Tasche hast, der hat das Gegenmittel. Aber und ich brauche das, Jungs. Also ist in der Tasche das Gegenmittel und wenn wir das haben, dann wird nicht mehr gevögelt, weil wir nicht mehr die Welt retten müssen. Pass auf, Jungs, hier wird nicht nur nicht gevögelt, wenn die rausfinden, dass ich mit euch rede, dann seid ihr tot. Das ist nicht Teil des Plans, dass ihr hier am Leben bleibt. Diese Insel, ihr sollt nicht von dieser Insel. Ja, aber was unterscheidet uns denn jetzt von den anderen Leuten, die hier rumlaufen? Naja, von manchen gar nichts. Von einigen anderen, dass ihr eben keine Puristen seid. Ja, das wissen die doch. Wir sind doch Puristen. Sonst wären wir doch nicht hier. Natürlich puristisch. Da haben wir uns vielleicht falsch verstanden. In was habt ihr denn euren Doktor gemacht? In Purismus. Doktor der Puristität. Also, ich spreche fast fließendes Englisch. Also, Jungs, jetzt mal im Ernst. Wollt ihr mir helfen oder nicht? Ich will von der Insel runter. Ich will. Das Flehen von Hauke ist nicht in Charakter gerade, glaube ich. Zu meiner Familie. Woher wissen wir, dass wir dir trauen können? Und was kriegen wir dafür? Dafür bräuchten wir erstmal einen Vertrauensbeweis. Und etwas, der halte ich ein paar Ideen. Wo ich sagen kann, bei der lasse ich mich fallen. Bei der lasse ich mich gehen. Die weiß alles über uns. Die weiß, ja, in die Außen haben wir uns gesehen. Von meiner intimsten Seite. Ja, eine die Art Bindung. Niemals. Und dafür kriege ich das Gegenmittel. Natürlich kriegst du kriegst ein Mittel. Du kriegst, nein, also natürlich. Ach, das oh Gegenmittel. Das Gegenmittel, die Tasche. Unlust. Gib mir doch einfach nur die Tasche. Du wirst, Mann, in wenigstens in einer halben Stunde wirst du über all diesen Kram hier, Ende der Welt und Viren gar nicht mehr nachdenken. Ganz ehrlich, die Idee ist doch gar nicht so schlecht, die der wer auch immer hatte. Gut, wir sind doch jetzt alle hier. Ja, jetzt erklär du mir doch mal, warum das so schlecht ist, wenn wir doch hier alle überleben. Alle Menschen, die ihr kennt, liebt und vielleicht irgendwann mal kanntet, werden sterben. Wer sagt denn, und dass ich will nicht, dass meine dass Familie jemals stirbt. Geliebt. Ja, aber wenn es doch nochmal so ist jetzt. Wir müssen uns ja abfinden. Sterben wir nicht alle irgendwann? Ja. Und mit dieser Gewissheit verabschieden wir euch in eine kurze Pause und sehen dann... Okay, in der Werbung wird den beiden sowas von der Marsch geblasen. Wie sie einfach null auf Hauke eingehen. Ich meine, ich find's lustig, aber an Haukes Stelle... wäre ich innerlich gestorben. Nach, ob Vivian auf die dezenten Flirtversuche eingeht oder ob die beiden sich entscheiden, die Welt zu retten. Also, bis gleich. Eine harte Nuss. So, was passiert in der Pausenansprache? Wie kommen sie zurück? Good Times Island. Da-da-da-da-da. Bam, badam, bam. Oh, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück auf Good Times Island. Wir sitzen gerade im Restaurant und unterhalten uns mit Dr. Vivian Sauer. Ja, nach diesem Pen & Paper ist Hauke nach Tokio gezogen. Ganz genau, Guan Yu. Mhm. Ja, sie hat euch gerade offenbart, dass es sich scheinbar um eine Art riesige Verschwörung handelt, von der sie ein Teil ist, aber es nicht mehr sein möchte. Sie möchte von der Insel und ihre Familie retten. Denn, und jetzt kommt eine ganz wesentliche Information,
Das weiß nicht, ob ihr es rausgehört habt. Diese Seuche wurde schon freigelassen. Also es scheint so, als ob diese Seuche schon im Gange ist. Mhm. Okay. Ich habe eine kurze Frage. Auch, wenn, angenommen, das hier ist eine Skala von 1 bis 100, was es ja auch tatsächlich ist. Das ist dein Leben übrigens, ne? Also, ja, ja. Ich will nur, ich benutze es jetzt mal gerade. Wenn man mal überlegen würde, 0 wäre gar kein Sex. Keine Chance auf Sex. Mhm. 100 wäre der Dreier. Wo würdest du sagen, befinden wir uns in diesem Gespräch? Also mal ganz kurz, ne? Hundert ist der Dreier. Das heißt, für Eddie ist es das ultimative Erlebnis, wenn Simon dabei ist. Wenn Simon dabei ist, ist es für Eddie die 100. Ohne Simon ist es nicht die 100. Das ist interessant. Weil ich dachte eigentlich immer, dass es mit mir die 100 wäre. Aber offensichtlich ist er dann nicht wählerisch. Das ist der Dreier. Also in diesem Das Endziel. In diesem Gespräch. Ich schiebe mal und du sagst Stopp. Stopp. Was? Ach, komm. In diesem Gespräch, allgemein würde ich die Chance höher einschätzen. In diesem Gespräch seid ihr nicht gerade. Ich sag mal, ich habe schon smoothere Typen erlebt. Erfolg durch Penetranz und danach Erfolg nach Penetration. Ich habe auch so einen Kumpel, wo ich jetzt nicht sagen, wer es ist. Den ganzen Abend dranbleiben an alle Typen da draußen, die nie jemanden abkriegen, auch an alle Frauen. Einfach den ganzen Abend in der Nähe bleiben und alle anderen vertreiben. Und irgendwann gewinnt die Verzweiflung für euch. Einfach mit nach Hause gehen, immer so 2 Meter hinter der Person und so häkeln. Nee, das nicht. Das nicht. Okay, da okay, endet also, Knast. Die Chance auf Sex ist schlecht. Wie ist die Chance auf Weltrettung, wenn wir dieser Frau glauben? Das ich schiebe ich den nicht. Ball. Ach so. Also hast du, Vivian? Ja. Vivian. Habe ich das richtig verstanden? Der Virus wurde schon freigesetzt. Ja, ich glaube ja, wenn ihr... Jungs, erzählt mir doch mal die Wahrheit. Wo habt ihr jemanden mit blutenden Augen gesehen? Hier, sagen wir einfach mal in der näheren Umgebung. Ist doch auch wurscht, wo, Norden, Süden? Ist nicht wurscht. War die Person mit euch im Flugzeug? Möglich. Eventuell ist möglich, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Dann seid ihr wahrscheinlich der letzte Flieger gewesen, der überhaupt noch rausgekommen ist. Ja, das Virus ist im Umlauf. Was heißt rausgekommen? Das ist schon... Theodor Eden hat das Virus losgelassen, bevor er herkommen wollte. So wurde es uns zumindest gesagt. Da, wo wir herkommen? Ja! Ja, aber dann ist die Scheiße doch mit hier auf der Insel. Ja, jetzt. Das war nicht so geplant. Ah, ja, ach nee. Deswegen brauchen wir das Gegenmittel. Das heißt, die Reiserücktritt nicht. Hasse, hey, Bimon. Ganz kurz. Ich habe gerade eine Rechnung ich habe etwas gerechnet. Es hat Folgendes ergeben. Wenn alle sterben, haben wir weniger Sex. Aber wenn alle Männer sterben, steigt die Wahrscheinlichkeit von Sex immer mehr auf 100. Naja, aber mit allen Frauen fällt sie wieder. Ach. Ja, dann müssen wir wohl oder übel... Hast du diesen Aktenkoffer noch? Ja klar, ich habe den die ganze Zeit bei mir. Siehst du das denn nicht? Ich trage ihn ja die ganze Zeit bei sich. Okay, was... Würdest du sagen, wenn wir dir sagen, dass wir den Aktenkoffer mit den Initialen TE, wo kein Mensch genau weiß, wofür es steht. Haben Sie ihr das nicht schon gesagt? Hier haben. Was würdest du dann? Dann würde ich euch fragen, was drin ist. Was ich brauche, ist einmal die Unterlagen von Eddin und eine Ampulle. Das Gegenmittel. Ich brauche eine Probe des Gegenmittels. Wollen wir jetzt vertrauen? Dann gibt vielleicht später noch was. Okay, alles für... Nur einmal im Jahr. Okay, ich nehme den Koffer. Boah! Klatsch ihn irgendwo hin. Knall den auf dein Entrecours. Knall ihn aufs Entrecours. Scheiß auf das Ding. Mit der empfindlichen Gegengift-Fiole drin. Das ja. Warum haben wir das vorher noch nie gemacht? Habt ihr gemacht. Haben wir? Oh. Ja. Es sind Unterlagen drin, die unter anderem das Zeichen Radioaktivität. Und dann drehen wir den so hin. Das ist der Koffer. Wir konnten damit nichts anfangen. Okay. Kannst du damit irgendwas? Sie stürzt sich so, fängt an drin rumzuwühlen. Das sind die Unterlagen, aber die Ampulle fehlt. Die Ampulle, da war keine Ampulle. Keine Ahnung, die ist wahrscheinlich einer rausgenommen. Kann man nicht irgendeine Ampulle nehmen? Ja, ist irgendeine. Pass auf, wie seid ihr auf die Insel gekommen? Könnte es sein, dass Eddin auch auf der Insel ist? Ja, theoretisch wäre es möglich. Franklin, der Greed, wie heißt der nochmal? Franklin Greed, der CEO, mit dem haben wir gesprochen. Der hat gesagt, nur ein einziger hat überlebt. Aus dem Flugzeug ist auch da. Ist aufgetaucht. Und das sei Theodor Eddin. Wirklich? Ja. Ja, der ist also schon hier. Ja, dann müssen wir das Gegenmittel von ihm holen. Und ihm den Koffer zurückbringen. Ihr bemerkt übrigens, dass an den Tischen um euch rum Leute auf ihren Handys rumtippen und ein bisschen irritiert gucken. Oh shit, Alter. So. Ich glaube, es hat angefangen. Ich glaube, das fängt wirklich jetzt gerade alles überall an. Lass uns einfach schnell zu diesem Theater kommen. Aber jetzt mal im Ernst, das ist doch... Jetzt ist doch Wahnsinn. Es ist doch eh schon vorbei.
Warum wollen wir uns denn jetzt mit den Leuten anlegen, die einzigen, die uns hier eventuell versorgen können? Ich meine, es ist doch jetzt schon zu spät. Also der Gedanke, dass diese beiden in der Lage wären, die Apokalypse zu verhindern und eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf haben, sondern sich denken so, ey, jetzt sind wir hier, ist doch egal, ist eh zu spät. Aber ich hoffe so sehr, dass die beiden niemals in die Situation kommen werden, die einzigen zu sein, die eine Apokalypse zu verhindern haben. Ich glaube, vielleicht ist das ja schon passiert. Vielleicht ist das ja passiert vor 2 Jahren. Was genau wollen wir hier retten? Willst du der Chef vom Friedhof? Wenn wir das Gegenmittel haben, können wir von der Insel und nicht nur meine Familie, sondern alle, die ihr kennt, retten. Pass auf, es gibt 2 Boote. Es gibt einmal die Fähre und die wird von den Puristen kontrolliert. Wir haben keine Chance, mit dieser Fähre hier wegzukommen. Aber ich... Kommt jetzt irgendwas mit Affäre? 100 pro. Ich hab mir schon gedacht, dass irgendwie sowas passiert und ein Fischer bestochen. Es gibt ein 2. Boot, ein kleiner Kutter. Und ich kenne die Kombination zu dem Bootsschuppen. Darf ich fragen, wie du ihn bestochen hast? Das war so klar. Ich hab eine ähnliche Frage hier. Das zeige ich euch, wenn ihr mich aufs Boot bringt. Deal. Endlich. Vergesst das hätten nicht, wir auch viel leichter haben vergesst können. Vergesst nicht, dass Vivian eine sehr intelligente Frau ist. Das hätten wir viel leichter haben können, Vivian. Doktor Vivian. Okay. Dann. Das ist doch schon mal ein guter Exit-Plan. Ja. Jetzt müssen wir nur diese Ampulle finden. Wie könnten wir die finden? Wo finden wir die? Dann wird sie bei sich haben. Wir gehen zur Rezeption, wir fragen, wir sagen, wir sind Buddies, Arbeitskollegen, wir haben seinen Koffer, TE, wir wollen ihm geben, Unterlagen. Bam. Wir machen das. Du kommst jetzt mit. Wir übernehmen jetzt die Führung, so wie es sein sollte. Warte. Ja, nein. Okay. Ja, nein, tu es nicht. Setz dich noch Plan an. Alles klar. Okay. Dann gehen wir, wir befinden uns gerade hier, da und gehen zur... In die Mitte ist das Hauptgebäude und oben links ist die Rezeption. Ah ja, dann gehen wir oben links zur Rezeption. Okay. Alles klar, ihr macht euch auf den Weg zur Rezeption. Geht ihr, ihr müsst noch mal entweder durch das Hauptgebäude oder am Pool vorbei, wie ihr möchtet. Ich weiß es nicht. Also ich würde offen gesagt, nachdem ich gerade gehört habe, vielen Leuten fernbleiben, oder? Wir sollten uns einfach schnell versuchen, den Kram hier den zu lösen und abzuhauen. Okay. Der kürzeste Weg ist durchs Hauptgebäude. Können wir währenddessen mit ihr reden? Ihr könnt euch mit ihr unterhalten. Ja. Also ihr seid jetzt im Freien, liebe Sie nutze die Zeit, Edel. Also während wir da hinlaufen, reden wir, ne? Es ist jetzt übrigens auch schon so 22 Uhr. Beef. Beef? Beef. Ach so, ich dachte, Beef, ist das ein Wort? Beef. Vivian? Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht aufgefallen ist, aber ich hatte auch eine OP. Nee. Ich habe mein ganzes Leben. Was denn? Ich will, dass du das über mich weißt, weil wir wissen nicht, wie das hier ausgeht. Mein ganzes Leben habe ich leiden müssen. Weil ich weiß sowas von, was jetzt kommt. Ich weiß exakt, was jetzt kommt. Und Haukes Blick sagt, er weiß auch, was jetzt kommt. Wir wissen alle, was jetzt kommt. Dann Schaden. Ich hab's mir schon gedacht. In Wirklichkeit bist du eine Frau. Das ist lustig, Viv. Das ist wirklich lustig. Ich mag Frauen mit Humor. Ich habe anderen immer Schaden zugefügt und irgendwann hat dann mein Urologe gesagt, dagegen kann man was machen. Wir können. Das ist ja noch billiger. Wir haben die Technologie, wir können ihn kleiner machen, verträglicher. Wir können ihn etwas kleiner machen, damit du nicht mehr darunter leiden musst, anderen ständig Schaden zuzufügen. Ich glaube, Vivian ist uns weggegangen schon. Ich erzähle die Story einfach später auf dem Kutter weiter. Ja, Vivian lauscht ganz gespannt deine Erzählung, während ihr zur Rezeption geht. Ihr kommt am Verwaltungsgebäude an. Also ihr geht so durchs Hauptgebäude, als ihr dann wieder rauskommt, ist rechts von euch Spa und so. Es laufen schon noch vereinzelt Leute rum. Also es sind schon ein paar Leute unterwegs. Auch so ein paar wache Leute, also Leute mit diesen blauen Hemden, die aber alle so in Richtung Pool gehen. Ihr seid in der Rezeption, an der Rezeption. Hinterm Tresen, also geht ihr rein in das Gebäude? Ja, okay. Wir wollen ja zur Rezeption. Ja, wir müssen uns vor allem beeilen. Wenn ihr euch nicht quasi zwingen auf einmal, jetzt seid jetzt da. Wartet. Lass mir eben richtige Person raussuchen.
Ede, geh du doch zur Rezeption und ich warte mit Vivian hier. Hinterm Empfangstresen sitzt eine Frau, indischstämmig scheint sie zu sein, sieht zumindest indisch aus. Relativ klein, schwarze Haare, trägt ein bisschen eine etwas zu strenge Brille und hat ein sehr breites, aber ein bisschen gezwungenes Lächeln auf, als sie euch sieht. So. Hi. Hallo. Hi. Mein Name ist Jack Smizer. Und das ist John Smith. Vivian stößt dich an. John Smith. Dein echten Namen, du Trottel. Was ticken? Dein echten Namen, du Idiot. Ah, nee, wir haben den falschen Pässe leider in der Hand. Ach, ich meine Cedric. Und Beamon. Cedric und Beamon. Mr. Betschmer? Es wäre eigentlich viel lustiger gewesen, wenn Vivian zu denen gesagt hätte, hey, nicht eure echten Namen. Weil Vivian denkt, er heißt John Smeissler. Und dann denkt er sich noch einen dritten Namen aus. Und irgendwann haben sie eh vergessen, wie sie heißen. Ja, Mr. Gade. Genau, ja, das sind wir. Schön, dass Sie endlich angekommen sind. Das freut mich aber. Es ist so schön. Darf ich fragen, hier, wie Sie heißen? Mein Name ist Kumari. Hallo Kumari. Uma Kumari. Sie können mich gerne Mrs. Kumari nennen, wann immer Sie wollen. Mrs. Kumari. Mrs. Kumari. Wir haben auf dem Flug hierhin am Gepäckband 4 haben wir ist ein Koffer übrig geblieben. Mhm. Und wir haben den Mann auf dem Flug mit dem Koffer, das ist der Koffer, gesehen. Dann war er irgendwie weg. Deshalb haben wir den Koffer an uns genommen. Es ist unser guter Kollege Theodore Eddin. Ah, Mr. Eddin, der ist auch schon eingeschickt. Ja, genau. Ja. Können Sie uns vielleicht sagen, die Zimmernummer geben, dann können wir ihm den vorbeibringen? Er hat da sehr wichtige Unterlagen, die braucht er natürlich. Eigentlich würde ich jetzt natürlich sagen, ich nehme Ihnen den Koffer ab, aber Mr. Eddin hat sein Zimmer glücklicherweise genau gegenüber Ihrer beiden Zimmer. Na, fantastisch. Dann wissen Sie was? Wir bringen den selber hoch. Ja. Welche Zimmernummer in wäre das Zimmer? Dann? Hier haben Sie Ihre Zimmerkarten. Du hast die 8, du hast die 9. Ah. Was? Du hast die 10, Entschuldigung. 10. Herr Eddin ist gegenüber von. Dann die 10. Herr Eddin ist direkt in der 9. Ich denke, ich bin in der 9. Du bist der 8, er ist in der 10 und Eddin ist in der 9. Okay. Ah ja. Okay. Hier sind Ihre Roomcards. Ich gebe Ihnen kurz ein Anmeldeformular mit. Das müssen Sie jetzt nicht zur späten Stunde hier bei mir ausfüllen. Ruhen Sie sich erstmal aus, gehen Sie auf Ihre Zimmer. Schön, dass Sie angekommen sind. Gleich als erstes morgen früh. Ja. Vielen Dank. Ach so, Entschuldigung. Haben Sie vielleicht noch eine Zahnbürste? Ja, und tatsächlich habe ich hier auch noch eine Notiz für Sie. Sie gibt euch einen kleinen Zettel. Wollt ihr ihn jetzt schon lesen? Wollt ihr ihn mitnehmen? Naja, lass ihn doch jetzt gleich lesen. Ich würde da schon wahrscheinlich direkt reingucken. Ja, Sekunde, ich muss mal eben die Stelle rausnehmen. Wenn er jetzt steht, bitte zahlen Sie noch 5 Euro an der Rezeption und ich hätte ihn gerade oben geöffnet, dann hätte ich mich geärgert. Oder bitte gehen Sie nicht in die Hotelzimmer. Ja, oder gehen Sie nicht in die Hotelzimmer, das ist eine Todesfalle. Gehen Sie auf keinen Fall in die Hotelzimmer. Gehen Sie auf keinen Fall in Zimmer 9. Die Nachricht lautet: Liebe Neuankömmlinge, mein Sicherheitsmann reagierte milde ausgedrückt verdächtig auf die Informationen, welche ich von Ihnen erhielt. Ich fürchte, dass hier etwas vor sich geht, das ich noch nicht in Gänze zu verstehen vermag. Bitte setzen Sie sich schleunigst mit mir in Verbindung. Hochachtungsvoll, Franklin Greed. Franklin Greed. Ja, Entschuldigung. Liebe Neuankömmlinge, mein Sicherheitsmann reagierte milde ausgedrückt verdächtig auf die Informationen, welche ich von Ihnen erhielt. Ich fürchte, dass hier etwas vor sich geht, das ich noch nicht in Gänze zu verstehen vermag. Bitte setzen Sie sich schleunigst mit mir in Verbindung. Hochachtungsvoll, Franklin Greed. Franklin Greed. Weiß Franklin Greed das? Jack Smizer vorgestellt. Ich glaube, unsere Täuschung war nicht ganz erfolgreich. Aber jetzt mal eine Frage. Wollen wir nicht vorher mit Theodore reden und den Koffer abgeben und gucken, wie wir hier wegkommen, bevor wir uns mit dem Oberteufel Luis persönlich auseinandersetzen? Ja, aber man weiß hier wirklich nicht mehr, wem man trauen kann. Wir könnten uns aufteilen, das hat aber letztes Mal nicht gut funktioniert. Also würde ich davon absehen. Außerdem... Mich irritiert dieses... Ihr seht das gar nicht, ne? Mich irritiert... Warte, das hat nicht geklappt. Ah. Seht ihr das Bild da? Über Simons Arm? Das jemand von Eddie gemalt hat? Es ist verstörend, also es ist richtig gut, aber auch verstörend. Es ist. Wir müssen beide bei Vivian bleiben. Aber was ist, wenn Vivian uns mit ihrer Schönheit um ihren Finger gewickelt hat und in Wahrheit ist Frank.
Franklin Greed, der Gute. Aber Franklin wusste von den Tränen und war enorm alarmiert. Das heißt, er ist eingeweiht in den Plan und sie hat uns wenigstens alles erzählt und uns gewarnt. Ich sag dir, lass uns erst zu Theodore gehen. Lass uns nicht direkt... Was ist denn, wenn der Typ uns einsperrt? Oder wenn der uns einfach rauswirft? Ein oder, altes Sprichwort besagt, wenn dein Feind hungrig ist, füttere ihn. Hat er dann Durst, ertränke ihn im Wasser. Okay, wir brauchen also Wasser. Ist das aus Sun Tzu? Ja. Die Frage ist... Wir könnten ihn anrufen und ihn wohin locken. Vielleicht hat uns Vivian einfach nur gefüttert. Ja, aber jetzt wird's kompliziert. Also wen wollen wir jetzt reinlegen? Wir können Vivian reinlegen oder Vivian steht übrigens so da. Das wäre dann alles. Wir gehen dann mal zu Raum 10 und 9 und 8. Also wir müssen jetzt echt überlegen, was wir machen. Ich weiß, wie können wir rausfinden, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht? Können wir denn nicht beide in eine Falle locken? Können wir nicht bei beiden die Extrastunde rausholen, in der wir das Problem lösen? Wir gehen alleine zu dem fucking Theodore. Wir schicken sie weg, wir rufen ihn an, schicken ihn. Hat sie das alles gehört, was die Rezeptionsdame uns gesagt hat? Aber sie hat den Zettel. Euch lasse ich jetzt flüstern, das ist jetzt erlaubt, aber. Vivian, ich würde mich gerne noch. Sowas macht mich immer. Ich schwitze immer so viel bei so viel Aufregung. Kann ich vielleicht kurz noch mal in mein Zimmerchen ganz kurz duschen? 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht. Vielleicht ganz kurz noch. Natürlich, einfach, aber wir können damit ja hier die Spannung aus dem Raum raus ist. Okay, ne? Dann mal wir duschen, sein, aber dann gehen wir schnell schon mal hin. Okay. Ich muss auch duschen. Willst du mitkommen? Ich warte vorm Zimmer. Oh, dann warte doch hier, wir kommen gleich wieder runter. Na gut. Bis gleich, Vivian. Bis gleich, beeilt euch. Das war einfach. Okay, wir gehen hoch. Okay. Zu unseren Räumen. Ihr müsst gar nicht, das ist also, das Erdgeschoss. Das ist im Erdgeschoss. Okay, dann gehen wir zu unseren Zimmern. Zimmer, du hattest Zimmer 8, ich hatte Zimmer 10 oder umgekehrt? Umgekehrt, egal. Wir wollen eh 9. Und in 9 ist Eden. Wir gehen zu Tür Nummer 9. Übrigens 0, 8 und 0 und die 10 quasi. Es sind immer dreistellig, nur dass ihr es wisst. Es gibt 3 Stockwerke. Okay. Wollen wir erstmal lauschen? Erstmal lauschen? Ja, lauschen. Ihr hört erstmal gar nichts. Noch mehr lauschen? Bisschen länger noch lauschen. Was haben Sie denn auf Lauschen? Ihr hört nichts. Ja, komm, jetzt das Klopfen. Das habe ich auch gehört. Licht ist auch aus. Okay, dann klopfen wir. Okay. Ihr hört drin sich irgendwas bewegen, aber es macht niemand auf. Zimmerservice, Sie hatten Ruhe bestellt. Wollen wir nicht. Wir bringen Ihnen Ihre Ruhe. Naja. Was wollen Sie? Mein Essen ist bereits gekommen. Thomas Eden? Franklin! Wie heißt er denn nochmal jetzt? Theodore Eden? Sind Sie das? Er antwortet nicht mehr. Wir haben hier Ihren Koffer. Wir haben hier seltsame Symbole auf Zetteln, die Ihnen gehören. Ihr hört wieder irgendwas poltern und dann nichts. Na gut, wenn Sie den Koffer mit dem Gegenvirus nicht brauchen wollen, dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn wir den Vivian geben. Keine Antwort. Oder okay. Franklin Greed! Der wird doch gerade ermordet. Keine Antwort. Das war ein guter Versuch, aber er will offensichtlich oder? Nicht hören. Wir haben diesen Typ klein ein. Wir haben gemurkst? Da ist vielleicht jemand in Gefahr. Kannst du nicht so einen One-Inch-Punch Natürlich machen? Kann ich. Was für eine Frage. Okay, du möchtest die Tür einschlagen, eintreten? Ich würde jetzt noch mal vehement dagegen hämmern und sagen... Okay. Mr. Okay. Eden. Wenn Sie jetzt nicht aufmachen... Wenden wir Gewalt gegen die Tür an! Und Sie zahlen die Rechnung! Keine Antwort. Geil. Komm, jetzt können wir endlich mal was kaputt machen. Einfach was eintreten. Du kennst Hauke, danach haben wir alle gebrochene Arme und Hände. Ja, und die Polizei hängt in unserem Arsch. Kannst du nicht hier öffnen? Den Zettel schieben wir unter der Tür durch. Das ist eine sehr gute Idee. Schauen Sie mal, klopf, klopf, klopf. Und dann schieben wir sie runter durch. Schauen Sie mal. Das könnte Sie sehr interessieren. Mensch, wenn Sie diesen Zettel aber nicht lesen. Wir schieben den Zettel von der Rezeption unten durch. Mhm. Hören Sie doch mal zu. Lesen Sie den Zettel. Ja, der ist doch abgehauen. Zu nehmen. Oder tot. Gleich, wir sollten
Nicht, dass der hinten irgendwie durchs Fenster rausgeklettert ist. Ja. Geh du mal hinten rum gucken. Das ist es, ich bleib hier vor der Tür. Ja, wir sind im Erdgeschoss. Okay, ich laufe. Ich versuche natürlich meinen Weg zu finden. Lauf zum Notausgang. Es gibt den nur Gang zwei runter, Ausgänge quasi zu beiden Seiten und dann zu ich so. Hab die Karte. Ah ja, okay. Gut, ich versuche zum Fenster das zu gelangen. Das hätte man ja vielleicht zuerst machen sollen. Und sie hat eine Reihe von Fenstern und versuche rauszukriegen, welches 09 ist. Einer an die Tür, der andere ans Fenster. Moment, du läufst außen dran lang. Ja, genau, viele Fenster stehen auf Kipp. Ein Fenster steht sperrangelweit offen. Oh nein, shit. Und es steht in einen Stuhl davor. Er ist abgehauen! Okay. Die Sau ist abgehauen! Ich renne zu Simon. Ja. Ihr befindet euch übrigens quasi auf der linken Seite der Karte, nur dass ihr es. Also hier bei den Palmen. Nee, das Mitte, in der Mitte seid ihr beim Hauptgebäude. Ach so, ja, okay. Bei den Palmen. Da, genau, so, ja, knapp unter den Palmen. Ach, wie finden wir den jetzt? Wo könnte er denn sein? Der hat sich doch sicherlich. Glaubst du, der hat sich unter die Partygäste gemischt und ist zum Hafen? Kannst du uns sagen, was er noch gehört hat, bevor er geflüchtet ist oder nicht? Wie? Er hat ja noch einmal geantwortet. Mehr wisst ihr auch nicht. Naja, aber wir haben. Ja, dann noch kann den Koffer haben wir nicht als erstes erwähnt, glaube ich. Das Letzte, was ihr gehört habt, war ein Poltern. Und das war, nachdem ihr seinen Namen gerufen habt und gesagt habt, dass ihr irgendwas für ihn habt. Na, vielleicht nochmal im Zimmer nachgucken, nicht, vielleicht liegt seine Leiche da irgendwo. Ihr Koffer! Warum sollte es sonst poltern? Okay, ich habe Leute, die vorbeikommen, gucken dich irritiert an. Ich habe Auffassungsgabe 60. Fällt mir irgendwie, könnte ich theoretisch jetzt nicht Spuren lesen, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwie. Weiß ich nicht, sind abgebrochene Zweige oder Auffälligkeiten, die einen Hinweis geben, in welche Richtung er abgetürmt ist. Der Boden hier halt nicht richtig her, ne? Also, auch sonst wenn das jetzt irgendwie Unterholz wäre, okay, aber es ist halt einfach ein gemähter Rasen, so. Mhm. Also, ihr könnt euch natürlich sagen, wo ihr euch umgucken wollt, ob ihr irgendwas findet, aber. Edi, ich sag's nicht gerne, aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal zu Franklin. Zu Franklin oder zu Vivian? Wem trauen wir? Oh, verdammt. Ich glaube, lass uns zu Vivian gehen. Oder erst alle. Also mal ganz ehrlich, Vivian war doch bislang sehr vertrauenswürdig, oder? Die hat doch die Jungs ins Vertrauen gezogen, hat ihnen die ganze Geschichte erzählt. Das hätte sie nicht machen müssen. Sie hätte sie auch anlügen können mit irgendwas anderem, was weniger dramatisch wäre. Also, ich bin Team Vivian bislang. Alleine noch mit Franklin reden und dann mit Vivian reden. Oder mit. Was, mit wem wollen wir zuerst reden? Franklin oder Vivian? Naja, also, wem traust du mehr? Ganz Vivian. Ich traue Vivian. Dann gehen wir zu Vivian. Okay. Ich auch. Ich auch. Okay, also wieder in die, zur Rezeption. Ja, da wurde gesagt, sie, da ja ist sie gerade. Ja. Darf ich noch kurz auf dem Weg vorher dir was, irgendwas zuflüstern? Und zwar, wir sollten ihr nicht sagen, dass wir versucht haben, hinter ihrem Rücken uns zu treffen. Wir sollten mit ihr nochmal dahin gehen und sie selbst rausfinden lassen, was wir gerade rausgefunden haben, dass er abgehauen ist. Also alles nochmal mit ihr durchspielen. Naja, sonst kommt sie ja, sonst traut sie uns nicht, weil wir ihr nicht getraut haben. Und dann gibt's nix fiki-fiki. Aber wir können doch einfach sagen, wir haben bei Eden an der Tür geklopft und warum? Also okay. So, oder? Ich würde es als Verrat sehen, aber vielleicht ist sie da ja anders. Probieren wir es aus. Sie ist eine Frau, wer weiß das schon. Dann würde sie es als Verrat sehen. Ach komm. Also ihr geht zu Vivian. Ja. Ja. Da seid ihr endlich wieder. Also ist es so, Vivian, wir haben versucht, wir haben an der Tür von Eden geklopft. Also wir waren ja eh da. Es ist ja direkt gegenüber. Es ist ja quasi um die Ecke. Und wir wollten mit ihm sprechen. Und? Wegen dem Koffer. Und er ist getürmt. Ja. Ja, jetzt, ich wusste, dass du so reagierst, aber wir haben Idioten mit dem von dem Koffer erzählt und. Tja. Ja, aber was hätten wir tun müssen? Natürlich ist der getürmt, ihr Deppen! Wieso denn? Aber wieso? Was ganz ehrlich, ich kann Vivian sehr, sehr gut verstehen. Also aus Vivians Sicht, die denkt sich jetzt auch, warum bin ich ausgerechnet an diese beiden lüsternen älteren Herren geraten, wenn es doch auch jemand anderes hätte sein können. Es gucken so ein paar Leute in eure Richtung, sie bezügelt sich wieder. Naja, die in seinem. Also, Vivian, ich will jetzt mal hier ein paar Antworten. Mir geht es auf die Eier. Jeder erzählt mir einen anderen Shit. Hey, sie hat dir voll viele Antworten gegeben. Ja, aber jetzt ist plötzlich. Warum denn nicht? Warum dürfen wir den jetzt nicht zu dem? Zu wem? Zu dem Typen mit dem Koffer. Du hast doch gesagt, wir sollen den zurückgeben. Ich bin nur wütend, weil ihr ihn verscheucht habt und ihr solltet den Koffer nicht zurückgeben, ihr Vollidioten! Wir haben ihn ja auch noch! Das Gegenteil habe ich gesagt. Wir haben doch alles gemacht. Ihr solltet von ihm das Gegenmittel noch holen! Ja. Aber wir dachten, er ist vielleicht interessiert an den Unterlagen. Ich habe euch doch erzählt, dass das der Typ ist, der die Menschheit vernichten will. Ich dachte, das. Halt echt? Das frage ich mich auch gerade. Sie erzählt denen, der Typ will die komplette Menschheit vernichten. Sie klopfen an die Tür. Entschuldigen Sie, wir haben ja noch irgendwie ihren Koffer. Das ist der Typ, der die Ampulle hat mit dem Gegenteil. Das wurde mir auch so gesagt.
Weil er dies für sich will. Vivian, du musst in Zukunft wenn die Dinge klarer beim Namen nennen. Wenn ihr mir mehr zuhören und weniger auf die Möpse starren würdet, dann sind wir jetzt ja, genau. Los. Go Vivian! Team Vivian! Was hast du eben gesagt? Ich hab nur Mops verstanden. Okay, das dann ist es jetzt gesagt hat, wenn ihr mir mehr zuhört und weniger auf die Möpse starren würdet. Was hast du gesagt? Das ist jetzt nicht optimal Möpse? Gelaufen, das wissen wir alle. Aber okay. Ich finde, da haben wir alle auch Schuld okay. dran. Okay. Sagen okay, wir, die Schuld auf. Liegt zu 70% bei Simon und zu 30% bei dir. 60%. Vielleicht kann ich mit den Unterlagen irgendwas retten. Aber wir müssen jetzt von der Scheißinsel dann runter. Was ist mit der Ampulle? Irgendwie müssen wir den finden können. Hast du denn eine Ahnung, wo der Typ sein könnte? Ich meine, wie groß ist diese Anlage? Gibt es irgendwelche Geheimräume? War der Typ, hat der Schlüssel zu irgendwelchen... Das Büro der Sicherheit. Da gibt es Überwachungskameras. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist eine super Idee. Wie kommen wir da rein? Wir haben hier die Karte. Lass uns einfach von hinten einsteigen. Wo ist denn hier der? Da, oder? Beim Hafen, hafenseitig? Ja. Das Büro der Sicherheit. Wie ist einer lenkt sie ab. Die Frau lenkt die Sicherheit ab. Und wir steigen da ein. Okay. Lass uns mal gucken, die Lage checken. Wir gucken ja. uns das erstmal an, wie es okay. da überhaupt aussieht. Gut. Während die Frau die Lage checkt, steigen wir hinten ein. Gut, ich wollte nur den. Oh ja. Gott! Okay. Und die Idee mal in den Raum stellen. Ihr geht an einigen Türen vorbei, kommt durch ein paar Korridore und steht vor einer, also in einem breiten Flur vor einer Tür, die offensichtlich zur Sicherheit führt. Steht zumindest Security dran. Okay. Da ist noch eine Reinigungskraft, steht so ein Typ rum, der da putzt, aber sonst ist da erstmal niemand. Also man kann da ein, da ist kein also, Typ, der gerade da arbeitet. Also da ist eine verschlossene Tür, der arbeitet also. Nicht an der Tür. Also. Vivian, glaubst du, du kannst die Reinigungskraft ablenken? Warte, ich habe eine Idee. Dass wir, sag ich mal, 10 Minuten mit dieser Tür alleine sind. Ich habe eine Idee. Erinnerst du dich an Kumari? Nein. Warte. Erinnerst du dich an... An den Fati Sicherheitstypen? Nee, Samuel. Samuel Irons. Ist das der Typ, der Samuel. Gesagt hat, wenn wir irgendwas für uns tun kann? Nee, das ist Fatih Duman. Das ist der Barkeeper. Fatih Duman, der Barkeeper. Erinnerst du dich an Fatih Duman? Fatih Duman, Alter. Der hat doch gesagt, wenn wir irgendwas brauchen und so, er hat den Schlüssel für den Schrank. Vielleicht hat er auch den Versorgungstrakt. Für den Versorgungstrakt. Vielleicht hat er noch mehr Schlüssel, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Wir sagen ihm, dass wir hier hinterm Haus ein bisschen illegale Drogen konsumiert ich haben. Denke, wir wollen dann kiffen. Das ist auf Band und wir würden gerne das Band, damit, wenn das rauskommt, ja, verlieren wir unseren Job. Wegen der Presse. Du verlierst den Job du als CEO. Du würdest deinen Job als mein Mitarbeiter verlieren bei Kiffen. Ja, das wäre natürlich krass, wenn bei Cedric und Beamon rauskommen würde, dass sie kiffen, dann würden die natürlich sofort ihren Job verlieren. Deswegen ist die Dramatik hier absolut richtig und so wie Hauke gerade guckt, da oben, glaube ich, dass es funktionieren wird. Okay. Dann trägst du die Verantwortung. Ist nicht okay, Eddie. Ist okay. Wir würden dann Fadi aussuchen. Suche ich aus, finde ich. Fadi. Fadi. Fatih. Sagen wir Fadi. Fadi. Ja, könnt ihr machen. Ihr geht nach draußen zur Bar. Ja, wir gehen zur Bar. Teilt ihr den Plan mit Vivian? Ja. Okay. Ja. Nur weil sonst dackelt sie so hinterher und weiß ja gar nicht. Okay. Hey Jungs, na? Hey Fatih. Fadi, komm mal ganz kurz. Was ist los? Du hast doch gesagt, ey, du bist cool mit uns und so. Klaro, Mann, ihr seid die Gewinner des My Time Bomb. Ja, Mann, ja. Pass auf, Fadi, es ist folgendes, wir haben ein bisschen hinterm Haus, haben wir so ein paar Drogen konsumiert und so. Versteh schon. Weißt du, Spaß, Good Times Island und so, ist einmal im Jahr, ne? Ey, nobody is perfect, so, ne? Ist nur ey, einmal. Erzählt ihr mir sowas, ich muss sowas melden. Ja, hör mal zu, pass mal auf. Ganz ruhig. Und wir haben gesehen, da sind Videokameras und so. Und wenn das rauskommt, dann sind wir unsere Jobs los. Und dann müssen wir uns besser bezahlte Jobs suchen und da haben wir keine Lust drauf. Deshalb, kannst du uns diesen einen Gefallen tun und vielleicht mit uns da in dieses Sicherheitsding, dass wir dieses Band da rausholen, Mann. Du hast echt was gut und ey, ich sag euch was, wir sind noch so lange hier auf der Insel. Kann da nicht rein. Ich besorg dir 50 GB Cloud Space. 50 GB? 50 GB. Ich habe bis jetzt nur Google Drive. Ja, Mann. 50 GB Cloud Space. Jedes Jahr. Jetzt wissen wir zumindest, von was für einem Paper gesponsert ist. Okay. Ich kann euch nicht helfen, aber... Aber? Hier habt ihr den Schlüssel zum Versorgungstrakt. Er schiebt euch den Schlüssel rüber, vorsichtig. Nehmt ihr den? Ja, klar. Okay. Also ihr habt jetzt den Schlüssel zum Versorgungsraum. Ja. Und was sagt er noch? Da...
findet ihr vielleicht meinen Freund Don? Don. Don ist echt ein guter Typ. Ja, Mann. Und wenn ihr dem die Wahrheit sagt, dann hilft er euch bestimmt. So, Don erkennt ihr, bisschen pummeliger, immer freundlich, ganz netter Typ. Wird euch sofort auch ganz freudig begrüßen, selbst wenn er euch erstmal nicht erkennt. Und er müsste um die Zeit eigentlich in der Nähe des Versorgungsraums sein. Der kann euch weiterhelfen. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel zu jedem Bereich hier. Okay, Mann. Sollen wir dem sagen, dass wir von dir kommen? Oder müssen wir, wie kommen wir denn? Nee, erwähnt mich nicht. Ja, okay. Der gibt uns doch nicht einfach den Schlüssel. Ja, okay, aber nur Don sagen, dass ich euch geschickt habe. Und wenn euch einer erwischt, habt ihr den Schlüssel geklaut. Alles den klar? Den haben wir geklaut, Mann. Ja, Mann. Okay. Alles klar. Macht er sie weg, komm. Sagen nicht, wir sagen, er hat uns reingelassen und wir sind halt Freunde. Wen interessiert Fadi? Los, ist eh gleich tot. Wir müssen zum Versorgungstrakt. Okay. Das ist eh gleich tot. Der Versorgungstrakt ist auf dieser Karte. Ist das der mit den Badelatschen? Was denn? Der Versorgungstrakt. Das ist, der Versorgungstrakt ist oben rechts. Ach, diese Lagerhalle. Ja, dieses Lager. Da ist dann, okay, aber da treffen wir Don. Okay. Dann gehen wir da hin. Okay, also wir haben jetzt den Schlüssel schon. Natürlich in alles ein. Weil wir hundertprozentig der Meinung sind. Es ist jetzt übrigens so 22:30, dass sie gar nicht falsch sein kann, weil dafür hat sie zu viel Wahrheiten schon gesagt. Und es wäre total ein unglaubwürdiger Charakterzug, wenn diese Person am Ende nur für einen billigen Twist. Also schlechtes Writing. Das wäre ganz schlechtes Autorengehabe. Unter unserem Niveau. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Wir gehen zur Lagerhalle, das wollte ich eigentlich sagen. Und treffen dort Don. Pascal, ja. Davor ist ein Zaun und in dem, der ist so ein hoher, so ein fester Zaun quasi und da ist ein Schloss drin. Also eine Tür mit Schloss, verschlossen. Schließen wir auf. Können wir auf? Funktioniert? Ja. Okay. Ihr steht vor einem Gebäude. Ja. Naja, wir gehen da rein. Also wir machen die Tür leise und langsam auf und gucken schon mal rein. Und wichtig ist, ihr seid in einem Teil des Resorts, das auf jeden Fall nicht für Besucher ist. Selbst der Weg dahin führt schon so am Spa vorbei und ja, so. Ja, aber wir haben ja offensichtlich einen Schlüssel. Das ist ja alles okay. Ich will euch nur darauf hinweisen, das ist jetzt kein Bereich, in dem viele Leute rumlaufen. Okay, dann nehme ich vielleicht die Blumenkette ab, einfach nur, damit man nicht gesehen wird. Okay, ja, ihr geht rein. Aber ansonsten. Und steht erstmal in so einem Vorraum. Sieht jetzt aus wie so ein. Ja, es stehen so ein paar Spinde rum und so, eher so ein chaotischer Raum, von dem noch zwei Türen abgehen. So, mit nach. Don suchen. Da stehen Tische rum und hier. Don! Eine der Türen geht auf und Fatih schickt uns. Euch guckt ein rundliches. Direkt in der ersten Sekunde. Alles Vertrauen. Ja, kommt man mit so einem grünlichen Overall. Hallo Jungs! Hey, Don. Du kennst uns nicht, aber wir sind cool mit Fadi. Er hat uns auch den Schlüssel gegeben. Ach, cool. Und er hat uns gesagt, dass du uns vielleicht weiterhelfen kannst. Ja, wie kann ich helfen? Du bist ein cooler Typ, Don. Du bist ein cooler Typ, Don. Doch, das sehe ich doch, Mann. Wir haben ein Problem. Wir haben Scheiße gebaut und wir brauchen deine Hilfe. Helfen. Oh, Mann, was ist los, Junge? Ja, Mann, hilf uns einfach, Mann. Guck mal, wir haben hinter dem Haus wir haben illegale Drogen konsumiert. Sag doch einfach gekifft, so glaubt ihr das doch keiner. Ja, das war ja noch viel mehr. Oh nee. Das war ja noch viel mehr. Das waren die letzten. Das war doch Crack. Die letzten, die hatte ich doch, die werden ja, schlecht. Ja, wir fühlen uns, na okay, wir fühlen uns gut aufgrund der Drogen, aber wir fühlen uns schlecht aufgrund der moralischen Situation, in die wir uns gebracht danach haben. Danach werden wir uns schlecht fühlen. Wir werden uns sehr schlecht fühlen. Und vor allen Dingen, wenn das rauskommt, ich habe Frau und Kind. Ich bin gezwungen, ihn zu feuern. Oh, er müsste mich feuern, wenn mein Chef das rausfindet. Aber er hat doch mitgemacht. Ja, das ist aber der Chef. Aber das weiß er ja nicht mehr am nächsten Tag. Brillant. Hey Jungs, ja, aber jetzt, was soll ich jetzt für euch tun? Okay. Du musst uns nur kurz einmal helfen, in diesen Raum reinzukommen. Wir müssen an das Material ran, verstehst du? Wir haben gesehen, da sind Videokameras. In welchem Raum? Ja, wo die Bänder sind. Wir wollen einfach nur dieses Band finden. Ihr wollt ins Security Office. Ja, also Security-Office. Muss man ja nicht, wir wollen da nicht rein. Wir gehen da kurz dran vorbei und gucken mal rein. Du hast gesagt Security Office, wir nennen es Videoraum. Es ist ein Raum, wo halt Kameras sind. Ist jetzt auch nicht so wild. Monitore. Das sind DVDs. Ich meine, heutzutage gibt es HD. Und die haben meinen Namen von Fati. Na klar, wo sollen wir den Schlüssel sonst hin? Du kannst ihn auch fragen. Ja, du kannst ihn fragen. Er wird es vielleicht verneinen, aber dann lügt er. Okay, Jungs, passt auf. Ich gehe mit euch hin. Wir sehen direkt das verraten. Das ist sowieso. Mein Kollege putzt da gerade und dem wird das auffallen. Ich sage ihm, ich wechsle Schicht, bla bla bla. Mir fällt schon was ein. Ey, Don, du bist der Hammer, Alter. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Aber ich warte vor der Tür auf euch und wenn ihr zu lange braucht, dann verpfeife ich euch. Nein, ey, Ey, du rettest damit Familien. Ja. Du kannst Mehrzahl. Uns abtasten. Wir werden nichts klauen. Es gibt nichts zu tun für uns. Danke, Mann. Gut, danke, okay, dann aber schnell. Okay, geil. Lass uns keine Sekunde verlieren. Okay. Das ist übrigens Vivian. Vivian ist eine Freundin von uns, macht dir keine Gedanken, die kommt einfach mit. Okay. Ja, ihr geht am Pool lang. Diese Laufbewegung. Geht ihr am Pool lang oder kürzt ihr ab? Abkürzen.
Er will auch, vielleicht will er, dass wir am Pool entlang gehen. Also. Hm? Hat schon öfter mal gefragt. Ich will nur wissen, wo ihr lang geht. Das ist halt wichtig. Ja, das würde Hauke auch sagen. Ja. Es ist immer wichtig, wo ihr lang geht. Naja, den kürzesten Weg immer. Ja. Oder wir gehen durch also Spa. Einmal was? Nein, das ist voller Umweg. Oh, durch Spa könnt ihr nicht gehen. Dann gehen wir nicht durch Spa. Spa nur einen Eingang. Wir gehen nicht durch Spa. Das wäre ja Quatsch. Sondern ihr geht hier den Weg entlang, oder was? Exakt, okay, den Weg wohl. Entlang. Alles klar. Ja, okay. Ihr kommt ohne weitere Vorkommnisse am Sicherheitsbüro an. Geil. Okay, also Don läuft so ein bisschen mit Abstand. Man, das ist nicht so auffällig. Ja, Don Muller heißt er übrigens. Wie? Don. Muller. Muller. Ja. Moment, der ist auch Don? Der heißt der Putzmann, der heißt Don Muller. Aber der Typ, mit dem wir gerade reden... Das ist Don. Ja, aber die sind beide Don dann, oder was? Es gibt nur einen Typen. Wo ist denn ein zweiter Typ? Der Putzmann vor dem Büro. Vor dem Sicherheitsbüro. Achso, Entschuldigung. Nee, den haben wir noch gar nicht. Bei dem okay, ja, ich dachte, den der mit euch rumläuft. Der heißt Don. Don Muller, okay. Don Muller. Der Dicke. Der andere heißt... Hört ihr jetzt eh. Ja. So, ihr wartet hier und ich hol Steven da weg. So heißt nämlich der andere Putzmann. Ja. Steven. Steven, alte Hecke, wolltest du, ihr merkt schon, Don ist nicht der beste Schauspieler und Lügner vom Herrn, wolltest du nicht heute Abend irgendwas Cooles machen? Sonst, ich kann deine Schicht auch nehmen. Steven ist so ein bisschen irritiert, aber scheint auch nicht unbedingt die hellste Kerze zu sein. Ja, können wir machen. Ja. Und geht dann so an ihm vorbei, also geht an ihm vorbei, geht an euch vorbei und ja. Ihr guckt euch so ein bisschen irritiert an. Tschüss, cool. Steven. Aber jetzt muss ja eigentlich Don auch dann die Schicht zu Ende machen, ne? Also der geht da rein. Und wer weiß, wie lange die Schicht noch geht von dem Steven. Wenn die noch 8 Stunden geht, muss Don jetzt ja eigentlich 8 Stunden. Also es ist schon ein Commitment. Tschüss. Und geht dann nach draußen. Okay, das heißt, wir könnten da jetzt rein. Jetzt aber schnell. Okay, komm. Jetzt die Chance. Wir gehen natürlich. Guckt sich ein paar Mal um. Große, schwillige Hand und schüttelt sie. Hoffen wir, dass da niemand drin ist. Vivian, du bleibst hier draußen. Falls jemand kommt, lass deinen Charme spielen. Das hat ja schon bei uns sehr gut geklappt. Und Don, du bleibst draußen, damit du nicht kompromittiert wirst mit dem ganzen Kram. Du sollst damit nichts tun. Ja, ist ja gut, alles gut. Okay, er schließt euch auf und macht euch die Tür auf. Okay, wir sind in dem Raum. Kannst du den beschreiben? Ja, warte. Eine Sekunde. Schreib den sofort. Ehrlich, ist alles dunkel. Kann nicht sehen. Ich kann auch noch nicht sehen. Achso, das habe ich gesondert, deswegen. Warte, ich mach das Licht an. Klick. Das dauert aber lang. Es ist ja, sorry, ich bin... Warte, die Stimme ist hoch. Da ist es, Entschuldigung. Es wird heller. Es ist ein viereckiger Raum, komplett ohne Fenster tatsächlich. An der rechten Seite steht ein großer Tisch mit mehreren Monitoren. Davor halt so ein klassischer Stuhl. Da ist niemand in dem Raum, komischerweise. Also niemand überwacht auch diese Kameras. Links ist ein Waffenschrank. Hä, war da nicht Steven steht drin? Und sonst sind so ein paar Regale mit allerlei Fundsachen, ein paar Spinde und ja, ein paar Taschen. Alles, was man so an Fundsachen haben könnte, liegt hier auch. Aber auch ein Videoraum. Da ist ein Videopult, ein großes, Okay, ich. Ede Vorschlag, ich schnapp mir ein paar Waffen. Ich gehe zum Videopult. Und du gehst zum Videopult. Und so teilen wir uns auf. Und sind sehr schnell. Gut. Ich nehme 3 Waffen. Kommst am. Alles, was gerade passiert in den letzten 20 Minuten, hätte verhindert werden können. Und. Wenn einer von den beiden sich quasi direkt an das Fenster von Apartment Nummer 9 gestellt hätte, dann wäre all das, was jetzt passiert, nicht passiert. Videopult an und als du drauf guckst, siehst du etwas. Und was das ist, sehen wir nach einer kurzen Werbepause. Also, wir sind ganz kurz weg, gleich wieder da. Bis gleich. Good times, Good Times Island. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Good Times Island. Danke ihr seid für die tollen Zeichnungen, die gerade stehen. Ja, aber ich kann sagen, wir haben gerade eine eingeblendet. Die fand ich auch ein wunderschöner Stil. Das ist auch immer mit das Schönste, ne? Dass an jedem Universum wieder sich neue Künstler und Künstlerinnen richtig versuchen. Gut. Da haben wir doch was. Und auch Leute mit lustigen GIFs und so. Weil heute musste ich sehr viel lachen, wenn ich so auf die Twitter-Wall geguckt habe. War heute so. Heute war sie sehr lustig. Ja, auch nochmal Hashtag Spitze Stifte, darüber könnt ihr hier direkt aus. Im Studio an dieser Show das teilnehmen. Das ist die tote Helga. Fragen. Davon kommt bestimmt auch noch eine. Also, ihr seid gerade ins Security Office gegangen. Du wolltest zum Waffenschrank und du wolltest auf die Kameras gucken. Sekunde. Ja, machen wir den Waffenschrank. Machen wir Kameras zuerst, hatte ich erst gesagt. Ja, du schaust über alle Kameras und auf einem der Monitore siehst du Franklin Greed in einem Raum. Und er hämmert an die Tür, so als ob er raus möchte. Also als ob er eingesperrt wäre. Ja.
Mm. Kannst du natürlich jetzt nicht ausmachen, welcher Raum das ist. Mhm. Franklin Creed. Ja. Okay, das heißt, die sehen jetzt noch was anderes. An, auch nicht, das gibt kein Sprechsignal, was in den Raum reingeht oder so. Ja, ein bisschen Schokolade. Quasi. Ich kann jetzt nicht den Knopf drücken. Nee. Ja gut, dann bringt mir das ja jetzt nicht viel. Ja, du siehst halt, er ist irgendwo eingesperrt und es ist kein schöner Raum. Also es ist ein bisschen chaotisch, steht ein bisschen Putzzeug rum und so. Putzzeug? Ja gut, aus dem Lager, wo wir gerade kommen. Okay. Info ist abgespeichert. Aber was ist jetzt, wir suchen ja nach Franklin Eden. Theodore Eden. Theodore Eden. Meine Fresse. Ja. Ja. Theodore Eden. Sehen wir den? Also kann ich aber wer hat den Frank eingesperrt? Läuft das? Nee, du kannst jetzt nur gucken. Du siehst jetzt nicht Theodore Eden, war du das? Siehst Franklin Greed. Simon! Ede, hast du die Sachen gelöscht, wo wir Drogen nehmen? Ja, die habe ich gelöscht. Hier, ich finde Theodore Eden nicht, aber... Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie es mittlerweile vergessen irgendwo. Haben. Warum denn jetzt der? Ich dachte, der ist der Gute. Der Böse, ich meine, ich dachte, der ist der Chef von dem ganzen Bösen. Wir wissen halt nicht, ob er böse ist. Der ist der CEO von dieser Todesinsel. Ja, aber okay, also... Er ist CEO von dem Resort. Warum ist der denn in seinem eigenen Resort eingesperrt? Das wäre der doch nur, wenn jemand ihn da einsperren würde, der gegen das Resort arbeitet. Ich habe keine Ahnung. Ja, oder jemand, der das Resort sich ausgesucht hat als Rückzugsort, um die Apokalypse zu überleben. Sie macht die Türen spalt auf. Ja, was ist vielleicht weiß der das alles nicht. Komm mal rein. Komm mal. Ah? Okay, sie macht die Türen hinter sich zu. Ihr seht auch Don durchgucken, der so ein bisschen hektisch schon guckt. Don, ja, wir sind sofort fertig. Danke. Mann, du bist cool. Ich spreche sie an. Ich sage was. Ich habe Lügen 50 wohlgemerkt. Sagst du das zu ihr? Nein. Ja, ich sag was zu ihr. Ich sage das. Ich habe Lügen 50 wohlgemerkt. Ich habe Lügen 50. Nur, dass du das weißt, um jetzt, weil jetzt eine Lüge kommt. Mhm. Vivian. Es kommt eine Frage, es kommt gar keine Lüge. Okay. Wann hast du das letzte Mal. Scheiße. Franklin heißt das. Franklin Greed gesehen. Franklin Greed? Ja, den CEO dieses ganzen Ressorts hier. Als er mit euch gesprochen hat. Welche Rolle hat Franklin Greed hier? Also ich habe ihn auf keiner unserer Veranstaltungen gesehen. Also er ist gar keiner von denen. Mag sein, wir haben auf gleich, warte, ich habe eine Lüge. Wir können nicht einfach jedem vertrauen, aber ich habe ihn auf jeden Fall nirgendwo gesehen. Ist das die Wahrheit, die du uns gerade sagst? Ich habe eben auf einem Video gesehen, wie du Franklin Greed eingesperrt hast. Okay, ich würfel für dich auf Lügen. Also wir haben kein Menschenkenntnis, deswegen... Ah, okay, er spekuliert, ne? Du eine Lüge erkennen kannst. Du darfst das Ergebnis nicht sehen, weil du sonst natürlich wüsstest. Ich hab Lügen 50, ne? Ob sie lügt. Ich kann die Kamera, geht die Kamera gerade? Sehr gute Lüge. Wenn ich lügen kann, dann kann ich doch auch Lügen erkennen, oder nicht? Okay. Sollte man annehmen. Ja, ich würfel jetzt auf deinen Lügen 50. Alles drunter ist ein Erfolg, alles drüber ist ein Fehlschlag. Also geht nicht, okay. So, USB connected, Camera, falls egal. So, ich würfel. Okay. Du hast das Gefühl, sie lügt. Naja, aber... Gar nichts gesagt. Jetzt geht sie. Die lügt schon, bevor sie den Mund aufmacht. Dann zeige ich euch nochmal. Ich drehe es nochmal auf das, was ich gewürfelt habe. Dürfen wir das aufsehen? Ja, er weiß so, ja nicht, also man weiß ja nicht, was weggucken. Hauke gewürfelt hat. Und wenn jetzt Eddies Wurf... Das ist mein Würfelergebnis. Misslungen war... Das ist mein Würfelergebnis. 55, okay. Ja, alles unter einer 50 wäre ein Erfolg, alles über einer 50 wäre ein Fehlschlag. Für wen jetzt? Und welche Ziffern waren auf den Würfeln? Also war Eddies Wurf ein Misserfolg? Ich glaube, sie lügt. Das heißt, aber sie er glaubt, sie lügt, obwohl sie die Wahrheit sagt. Sie hat gesagt, der weil sein Wurf fehlgeschlagen war. Nein, oder ich habe gesagt, ich habe gesehen, wie sie ihn eingesperrt hat. Ach so, ja. Entschuldigung. Ja, sie sagt nein, hat sie nicht gemacht. Hm? Mhm. Aber du hast ihm vorher gesagt, dass diese Antwort eine Lüge ist, laut deiner Empfindung. Nur damit ich es richtig verstehe. Er hat das Gefühl, sie lügt ihn an. Ja. Du hast das Gefühl, diese Antwort gerade... Aber was bringt mir denn jetzt mein Wert Lügen 50, wenn ich nicht weiß, ob er geklappt hat oder nicht? Ich muss doch wenigstens... Dann ist es ja gar nichts wert. Das ist ja egal. Naja, was du hast eigentlich den Skill auch nicht, den man braucht. Was hat Vivian denn für einen Lügenwert? Vivian ist eine sehr intelligente Person. Ja. Danke. Wir können jetzt auch umgekehrt. In Klammern, im Gegensatz zu anderen auf dieser Insel. Ja gut, aber ich raff jetzt nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ja, ich glaube, dass sie lügt, ist ja so... Das ist halt nur 50, ist halt ein sehr geringer Wert. Und das ist ein falscher Wurf, deswegen gebe ich dir nicht mehr. Normalerweise hätte ich sie jetzt würfeln lassen und sie hätte halt fehlschlagen können oder nicht, weil sie ja lügen soll. Ich habe auch Auffassungsvergabe 60, gepaart mit Lügen 50. Muss ich doch... Ja gut. Ede, was glaubst du denn? Was glaubst du?
Ich glaube, sie weit. Ich glaube, ich traue ihr nicht. Traust du ihr nicht? Aber es ist nur so ein Gefühl, ich kann es auch nicht beweisen. Nein, ich glaube, treu und Gefühl. Du hast fast immer recht. Zu 50% liegt dein Gefühl immer richtig. Ja, exakt. Was? Hat er gesagt, zu 5% liegt dein Gefühl immer richtig? Wir sollten uns gut überlegen, in was wir sie einweihen. Und wir sollten versuchen, mit Franklin zu reden. Bestenfalls nehmen wir sie mit. Denn wenn sie gelogen hat, wird Franklin uns das sagen. Zu 50%, deswegen sollte sie vor uns laufen und nicht hinter uns. Auch aus anderen Gründen noch. Alles klar. Also nur noch mal zum Verständnis. Auf diesem Video sehe ich die Live-Umgebung von wie viel Kameras? Mindestens 25 Stück. Oh. Mindestens 25? Ja. Kannst genau nachzählen, wenn du möchtest. Es gibt da Möglichkeiten. Ich möchte nachzählen. Gut, das dauert jetzt wirklich eine Weile. Bis 25 zählen dauert noch keine 10 Sekunden. Ist auch scheißegal. Sind gerade mehr geworden. Ungefähr 40 Kameras. Wenn du durchklickst und so, du setzt dich jetzt hin, nimmst dir Zeit, klickst ein bisschen durch die Kameras. Okay, ich hab's verstanden. Ich möchte wenigstens einmal durch jedes Bild geswitcht haben. Hast du vorher schon gemacht, machst du ein zweites Mal. Es sind 41 Kameras. Es sind 41 Kameras. Eine hat vielleicht 41. Eine 41 Kameras. Irgendwo Theo oder Alan zu sehen. So wie beim ersten Mal, nein. Das gibt's doch nicht. Ede, hör jetzt auf. Aber ihr seid doch eigentlich dahin gegangen, weil ihr die Kamera überprüfen wolltet, die auf die Fensterseite des Apartments Nummer 9, in dem Theodore Edison oder wie er heißt, war und dann da rausgeschlüpft ist. Das wolltet ihr doch sehen, oder nicht? Ursprünglich. Kameras anzugucken, Hilfe bei den Waffen. Welche Waffen siehst alle du denn? Allerdings alle ist auf einer dieser Kameras zu sehen, dass gerade die Fähre ablegt. Oh. Ede, siehst du das? Das ist doch die Rettungsfähre, die wir jetzt nicht mehr kriegen, weil du unbedingt alle 41 Bildschirme zählen musstest. Das ist nicht die Rettungsfähre. Das ist diese Fähre, von der alle reden. Naja, es wird schon noch einen anderen Weg von dieser Insel geben. So den sie euch beschrieben hat. Wir haben ja immer noch unser Rettungsboot. Nur damit ihr noch im Schirm habt. Aber sie hat gesagt, auf der Fähre waren die Puristen und sie hat ein anderes Boot. Timer. Warum auf der Fähre sind die Puristen? Ja, das hat sie zu euch und gesagt. Und wo wollen die denn hin? Ich dachte, auf dieser Insel ist das Habitat. Ich dachte, hier sind wir sicher. Offensichtlich fahren die weg. Ja, das ist doch scheiße. Von sicher, ihr wisst doch selber, dass jemand mit mir, egal. Ja, nein, aber das ist verwirrend. Also wissen die jetzt alle, die wissen scheinbar auch jetzt alle, dass hier Kacke am Dampfen ist. Wir sind die Einzigen, die nichts wissen. Das ist doch bescheuert. Lass uns jetzt bitte schnell abhauen. Vivian, die Fähre ist gerade weggefahren. Jetzt schon? Ja. Oh, was sagt uns das? Fuck. Erklär uns, was das zu bedeuten hat. Naja, die Puristen müssen wissen, was vor sich geht. Ein verfrühter Aufbruch. Ihr habt mir ja nicht gesagt, wo ihr die mit den tränenden Augen gesehen habt. Ich weiß ja nichts. Hier um die Ecke, Mann, die liegt da vorne und kugelt noch. Da, wo der Rauch aufsteigt. Auf der Insel. Ja, auf der Insel. Ja, dann wissen das die Puristen wahrscheinlich auch und sind jetzt abgehauen. Ja, und was das heißt, ist ja nicht unsere Schuld. Was, und jetzt? Das heißt, dass wir hier auch schnell weg sollten. Warum? Wenn doch alle weg sind, dann ist das doch unsere Insel. Wenn sie weg sind, dann, wenn die abhauen, dann ist wahrscheinlich nicht alles in Ordnung. Dann ist wahrscheinlich noch nicht unsere Insel. Mit wem rede ich denn hier? Ich glaube, Hauke hat recht. Ich bin John Jackson. Jack Smizel. Ich werde die scheiß Namen. Können wir uns behalten? Okay, Entschuldigung. Okay, dann bitte lass uns einfach schnell zu deinem Boot jetzt. Was willst du denn jetzt mit dem Koffer? Was willst du mit diesem Tadeus irgendwas? Edison, ist doch alles scheißegal. Bitte jetzt einfach mal zurück. Okay, zum Schiff und wir gehen jetzt zu Franklin. Wieso? Und du kommst mit. Aber was kann der uns denn sagen? Und warum wenn die Puristen geflohen sind und Franklin noch hier ist, dann heißt das ja wohl, dass er nicht zu den Puristen gehört. Verdammt, du hast recht. Und was wollen wir bei dem? Retten. Wissen, was er weiß. Dann lass beeilen! Okay, aber wo ist er eingesperrt? Oh shit, habt ihr doch eben gewusst. Nein, in einer Kammer. Voller Putzzeug. Okay, in einer Putzkammer. In der Putzkammer. Auf zur Putzkammer. Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Es kommt ihr müsst jetzt zuhören. Ja, wir hören zu. Putzkammer. Es sind sehr viele Informationen. Ja. Zum Glück habt ihr Stift und Papier. Und eventuell haben wir etwas getrunken. Putzkammer. So wie dieses Format heißt. Putzkammer. Gut. Don. Ist vor der Tür noch, ja. Don, wir sind hier fertig. Eine Frage, Don. Ja, was denn? Wo findest du hier Putz? Wo findet man hier Putzutensilien? Er guckt sich im Raum um. Naja, bei uns. Im Versorgungstrakt. Ja, habt ihr da Zellen? Habt ihr da Räume, die man abschließen kann? Da steckt jemand fest. Man kann jeden Raum abschließen. Okay, wir müssen ganz schnell wieder zurück. Ich war heute noch nicht im Lager. Lass uns ins Lager gehen, da ist jemand eingesperrt. Ich hab's auf den Videokameras gesehen. Jemand verhungert. Keine Widerrede. Los, Don. Schnell. Das Blut klebt sonst an deinen Händen. Gut, okay. Dann auch von Helga. Schließt euch die Tür wieder ab.
Hast du jetzt die Waffen mitgenommen? Ja. Mm-mm. Mann, ihr habt rechtzeitig dran gedacht, ihr könnt ja wieder reingehen. Ich sag ja nicht, Dom, ihr habt sie nicht. Eine Sekunde noch, es tut mir sehr leid, ich weiß, wir haben keine Zeit und du hast gerade abgeschlossen. Lass uns trotzdem noch mal ganz kurz rein. Was ist denn noch? Ja, die Waffen. Wir brauchen die Waffen. Don, ich erklär's dir auf dem Weg. Ich erklär's dir auf dem fucking Weg. Die Waffen? Mann, Alter. Don, du hast keine Ahnung, was hier abgeht. Deine ganzen Leute sind abgehauen. Du bist allein hier mit uns. Und Zombies oder wer auch immer oder irgendwas mit blutenden Augen. Auf jeden Fall gefährliche Viren sind unterwegs. Okay. Und er schließt die Tür auf. Das war gelogen. Gut, ich gehe rein und schnapp mir die erst. Nimm einfach drei Waffen, ne? Oder vier. Kann, Don, was soll das? Sag doch mal, was das für Waffen sind. Ja. Ich weiß es doch nicht. Ja, du musst sie fragen. Ja, okay. Gut, es gibt noch eine Pistole und eine Pumpgun. Ich nehme die Pumpgun. Oh, was? Shotgun. Shotgun. Okay, das war gut. Für beides ist noch ausreichend Munition. Von mir aus. Shotgun, Pumpgun. Ja, von mir aus. Pumpgun, Shotgun. Wir werden eh nicht dazu kommen, sie zu benutzen. Du hast 15 Schuss. Und du hast 1000. Nee, aber so 60. 60 Schuss. Pumpgun. Ich kann 60 Leute erledigen, Ede. Ich mach uns sicher. Naja. Also, aus einer Pumpgun kommen mindestens 11 Pellets. Das bedeutet, 15 mal 11 sind 100. Ja, aber die Feuer. Woher weiß er das? Du musst ja die 11 auf einmal. Du lass das mal den. Lass das mal ich den sage Elfchen. Nur, ja. Ich könnte mit einer Pumpgun mit Sicherheit 2-3 Leute gleichzeitig beschädigen. Ja, das könnte sein. Ja. Schädigen. Gut, wir haben also genug Waffen, um uns zu schützen. Vivian ist angewiesen auf uns, weil wir sie schützen. Und Don ist groß und schwer, der kann sich selbst schützen. Also dann lass uns doch jetzt zum. Okay, Vivian ist Franklin. Das findet die Idee gut. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, dass wir die Waffen. Während wir zum Lager gehen, würde ich gerne mal so einen Check wissen, wie sieht das Ressort gerade aus? Sieht es leerer aus als vorhin? Und es ist 23 Uhr. Das ist normalerweise Zapfenstreich im Resort. Das bedeutet, dass jetzt wenig Leute rumlaufen. Die meisten verziehen sich so auf ihre Zimmer. Es ist wirklich nur noch ganz wenig los. So, gib mir eine Sekunde. Ich muss mal irgendwas nachgucken. Wenn die wüssten. Okay, also geh nach da oben. Wo bin ich? Da. Wir können ja währenddessen Vivian jetzt mal annehmen. Nee. Geht ja auch nicht. Als ihr wieder nach draußen geht, nur eine KI, hört ihr allerdings etwas. Machst du eigentlich alle Kabel? Und was ihr hört, das entscheiden unsere Zuschauer. Per Voting. Wir blenden also die zweite Umfrage des Abends ein. Es handelt sich um die Umfrage, was hören Sie in der Nacht? Und zwar sind das A, ist das A ein Weinen oder ein Schrei? Oder ist B ein Schrei? Okay, also weinen sind die Trauernden. Schrei könnte alles sein. Schrei ist interessanter. Ausrufezeichen, GTI, Wein ist ja klar, was es ist, oder? Jetzt beantworte ich deine Frage. Naja, wie sieht denn das Ressort aus? Du hast nur gesagt, 23 Uhr ist Zapfenstreich. Genau. Aber was heißt das jetzt? Es ist dunkel draußen, ihr hört weiterhin Grillen zirpen und so, was ihr eben auch gehört habt. Und gleich eben noch was dazu, dass ich euch gleich sage, nachdem die Umfrage abgelaufen ist. Alle können jetzt also über den Chat abstimmen. Genau. Und es laufen halt noch Leute rum, auf jeden Fall. Es ist nur sehr wenig. Es laufen auch so ein paar Sicherheitsleute noch rum, die so Leute, ne, so freundlich darauf hinweisen, dass man es. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ausgestorben oder so? Nee, ausgestorben nicht, aber es ist schon wenig los. Weiß ich nicht, jetzt so in der Rezeption sind jetzt noch irgendwie ein, zwei Leute. Miss Kumari sitzt auch noch da. Und ansonsten ist aber schon wenig los. Also, die Musik hört ihr halt auch nicht mehr, die ist aus. Um 23 Uhr ist halt so Schluss. Ja gut, wir versuchen trotzdem einfach nur. Wir gehen weiter zum Lager. Genau, während wir zum Lager gehen, würde ich gerne Vivian was fragen. Okay, frag sie erst. Um nochmal auf die Krankheit zu sprechen zu kommen, die ich hatte, die Operation. Nein. ich wollte fragen. Und dafür dir Zeit genommen. Vivian, wie erklärst du, dass hier noch so viele Leute im Hotel sind? Was ist mit denen? Das sind alle. Nicht alle der Leute hier waren Puristen. Ihr hättet ja auch mit dem Flugzeug herkommen können. Wir konnten ja nicht die ganze Anlage mieten. Wie auffällig wäre das gewesen? Wir haben natürlich nur. Sind einfach nur hergereist. Ich wusste, als ich angereist bin, noch gar nicht, was hier vor sich geht. Vivian, jetzt war. Und wie hast du es rausgefunden? Jetzt hin? Naja, wir haben uns hier getroffen bei so einer Art Versammlung und da wurde uns erzählt, was der Plan ist. Ja, aber was ist denn der Plan? Wo fahren die denn jetzt hin? Wo wollen die von dieser Insel denn hinkommen? Das ist nicht Teil des Plans. Es war auch nicht Teil des Plans, dass das Virus auf die Insel kommt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Vivian, ich finde das alles sehr faszinierend. Lass uns zum Lager gehen. Okay. Wir beenden erst die Umfrage, denn es wäre jetzt wichtig zu wissen, was das Ergebnis ist. Liebe Regie, wie steht es in der Umfrage? Oh, was? Oh, guck mal, die Leute wollen die Zombies sehen. Ich hätte Schrei gewählt. Für das Schrei hat mehr Potenzial, kann alles sein. Weinen müssen ja jetzt, müssen die Trauernden sein. Ist das überhaupt vermerkt, Idiot? Ah, ich weiß, glaube ich.
Käse ist leider nicht so gut. Nee? Ist alles so kompliziert. Vielleicht, aber. Sekunde, ich muss mal nachgucken. Ich komme gerade, finde meine eigenen Unterlagen gerade nicht. Ach, ich weiß. Ich nehme an, wir hören ein Weinen. Ja, ihr hört auf jeden Fall schon mal ein Weinen. Siehst du, Vivian? Das könnte ja, ich jetzt doch sein, nachdem wir versucht haben, Sex zu haben. Gut, ihr hört, als ihr rausgeht, draußen vorm Fenster ein Weinen. Eine Frau. Na? Okay. Oh, das ist doch keine Trauer. Ja, doch, die erste Infizierte schon. In der Rezeption, also im Gebäude der Rezeption rum, mit eurer Pumpgun und eurer Pistole. Leute, das ist genau Virus das Geräusch, sich was aus wir nicht hören sollten, was wir auch beim letzten Mal gehört haben. Du erinnerst dich? Mann. Da war doch auch ein Weinen, bevor die Frau mit den roten Augen rauskam aus dem Dschungel, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe sowas in Erinnerung. Das war ein Wimmern und ein Weinen. Wimmern und Weinen bedeutet immer, gleich gibt's Ärger. Deswegen lass uns schnell weitergehen. Ich bin völlig bei dir. Lass uns das Weinen ignorieren und noch schneller zum Lager rennen. Wir laufen noch ein wenig schneller. Nur damit ihr wisst, wo ihr gerade, ihr seid hier quasi. Ja, geht hier so rum und hier hört ihr das Weinen. Ihr müsstet also was hier sehen wir nicht? Achso, da. Alter, was? Nein, sieht man nicht. Der Laptop ist im Weg. Naja, wenn ihr das Hauke, hör, Hauke, hier ist hör das Weinen, hier vom Fenster. Naja, wir können doch einfach vorbeilaufen. Achso, ihr wollt an dem Weinen einfach vorbeigehen draußen. Ist auch okay. Ja. Ich weiß, das frag was nicht. Also, ich will halt, ich denke halt immer, guck mal. Ich frag nicht schnippisch nach, ich will einfach nur wissen, was ihr tut. Ja, wir sind hier raus, ne? Ihr geht, würdet jetzt da rausgehen. Noch seid ihr da nicht raus. Und ihr wir müsst wollen erst hier noch mit eurer Pumpgun durch die Rezeption. Ja, aber wir wollen hier hin. Ja. Naja, also da gehen wir doch so. Könnt ihr auch, ihr könnt vorne rausgehen. Also, ja, aber warum sollten wir den Weg? Also, das macht ja für mich überhaupt keinen Sinn. Ihr könnt doch den Vorderausgang. Ich will natürlich, also angenommen, du bist Google Maps, dann würde ich jetzt sagen, schnellste Route. Naja, dann würde Google Maps dir die Wege zeigen und nicht das Dickicht. Ja, komm, da können wir jetzt durch. Aber wir sind ja nicht Google Maps, wir sind ja nicht doof. Naja, also das ist ja eine Hotelanlage, da ist ja nicht plötzlich ein Alligator. Ich möchte nur wissen, wo du lang gehst. Den schnellsten, passablen Weg. Eine lange Gerade von hier zum Ziel. Okay. An den Weinenden vorbei, wenn es denn sein muss. Das ist denn ein, wir haben Weinen. Geladene ein Weinen. Okay, Ede, ich frage jetzt was, das wird dir erst nicht gefallen, aber du wirst, je länger ich rede, erkennen, dass das sinnvoll ist. Wollen wir der weinenden Person direkt in den Kopf schießen, ohne überhaupt mit ihr zu reden, ohne irgendwas zu machen, weil wir haben echt keine Zeit. Ja, aber, also... Gut, dann ist ab jetzt alles, was passiert, auf deinem Mist. Ich habe ja noch nicht mal Nein gesagt. Ich weiß, ich kenne dich, lang genug. Aber lass uns das nicht tun. Aber warum denn nicht? Weil dann verdammt doch mal das Ressort und die ganzen Polizeikräfte und Sicherheitskräfte aufmerksam. Ich sie einfach nur schlecht nach. Wir haben keine Zeit jetzt gegen irgendwelche Heulenden zu kämpfen. Wir müssen, zum Lager und mit Franklin reden. Gut, was tut ihr jetzt? Jetzt müsst ihr was tun. Okay, wir versuchen uns leise wie in Left 4 Dead. Versuch einfach leise an ihr vorbeizugehen, wie an der Witch. Left 4 Dead, einfach leise. Okay. Was hast du bei Schleichen? Gut, ihr geht erstmal durch die Rezeption, wo Miss Kumari ungefähr so guckt. Ja, Miss Kumari ist nicht da. Okay. Ihr kommt durch die Rezeption und Miss Kumari ist halt nicht da. Das war auch schon mal ein wesentlicher Punkt. Ihr kommt raus und auf der linken Seite, wo das Weinen herkommt, sitzt einfach nur eine junge Frau und weint. Nicht hingehen, Ede. Okay, wir nicht ignorieren sie hingehen und gehen weiter. Alles klar. Ihr geht aber an vielleicht in Richtung Versorgungstraum. Ja. Ist es einfach nur eine Frau in Not, die einfach Kummer hat? Ich halte meine Waffe auf sie. Dann folgt der Vivian, folgt zum Glück. Sie sieht das nicht. Sie ist wirklich so. Sie weint wirklich so, ganz bitterlich. Gut für sie. Gut, ihr lasst die weinende Frau hinter euch und geht zum Versorgungstrakt. Don macht euch die Tür auf ohne Probleme. Es sind jetzt wirklich sehr wenig Leute nur noch in der Anlage. Also ihr könnt so ein bisschen schleichen. Das Licht ist auch so gedimmt. Man sieht euch kaum, weil es wäre jetzt auch so, würdet ihr jetzt rumlaufen, würde schon jemand, ein Angestellter, kommen und fragen, warum ihr noch unterwegs seid. So, ihr seid im Versorgungstrakt und hört sofort, dass an eine Tür innen gehämmert wird, als ihr drin seid. Okay, Don, nee, aufschließen. Kein Problem. Es ist einfach so ein Riegel. Er klickt einen Riegel um und ihr macht ich die Tür auf und da drin ist Frank. Waffe schon mal so. Ich halte sie zumindest nicht auf ihn, aber ich meine, er soll sehen, dass ich eine Waffe habe. Okay. Ich kenne den Typen nicht und ich traue ihn. Okay, Tür geht auf und Frank Reed kommt raus, sieht euch und das ist immer so. Oh, Frank. Meine Herren. Was soll die Scheiße hier? Was genau passiert hier? Samuel hat mich eingesperrt. Wer? Samuel? Der Chef meiner Sicherheit. Als ich ihm erzählt habe, was Sie mir erzählt haben, hat er mich unter irgendeinem Vorwand aus meinem Büro gelockt und mich dann hierher geschleppt. Samuel steckt in der Scheiße mit drin. Ich bin vielleicht seit 20 Minuten hier.
Was ist hier los auf der Insel? Was ist mit dem Schiff, was gerade abgefahren ist und den ganzen Leuten da drauf? Schiff? Der ist gerade ein Schiff abgefahren. Auf der Insel. Die Fähre. Sind Virus. Oh, sehr gutes Geräusch gerade von der Regie. Was ist ein Virus? Ich weiß überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Kennen Sie diese Frau? Ich zeig auf Vivian. Ein Gast? Das ist korrekt. Sie haben gewonnen. Warum haben Sie Waffen? Das ist wichtig. Vertrauen Sie mir doch einfach mal. Wir hätten die nicht, wenn die nicht wichtig wären. Kommen Sie jetzt einfach mit. Oder wollen Sie hier bleiben? Ich will wissen, was hier vor sich geht. Vivian, okay. Sag's ihm. Okay, Vivian bringt ihn ins Bild. Erzählt ihm die Wahrheit. Okay, das geht viel schneller, als wenn wir es sagen würden. Ja, zum Glück. Hätte ich bei euch jetzt auch gesagt. Okay, er schaut schockiert. Und klingt blöd, ist aber so. Und jetzt? Ja, genau. Und jetzt? Haben Sie irgendwelche Beweise für das, was vor sich geht? Passen Sie mal auf, da hinten heult eine Frau. Wollen Sie sich mal angucken, was passiert, wenn die sich transformieren? Wenn die sich verwandeln? Ja. Nee, wollen Sie nicht. Das ist die falsche Antwort. Okay, pass auf, damit er sonst glaubt, zeigen wir es ihm. Der arme Typ, ey. Der arme, wie heißt der, Frank oder was? Oh Mensch. Der tut mir wirklich ein bisschen leid. Lass uns zu der Heulung gehen. Wir haben echt nur um den Kind. Wollen das nicht schwer? Jetzt haben wir eine fucking Pumpgun. Jetzt hört ihr von draußen Schreie. Du willst einfach nur wieder jemanden erschießen. Wir hören Schreie. Das ist wie damals in Las Vegas. Du willst einfach nur jemanden erschießen. Du wolltest eben sie erschießen. Da habe ich dein gesagt. Jetzt sage ich ja. Jetzt willst du sie nicht mehr erschießen. Warum hast du deine Meinung geändert? Was geht warum hast du vor, deine Meinung geändert? Nein, lass mal jetzt hier. Wir überlegen, wen wir erschießen. Hallo, wir versuchen gerade, ihn wegzuretten. Ich stelle mir nur dort. Das ist übrigens nicht gespielt, ne? So sind sie wirklich. Und vor den Putzmann. Na gut, okay, dann erschießen wir einfach nur so da. Zwei Typen okay. Mit Knarren brüllen sich an. Warte, ich hab was gehört. Ja, es scheint irgendwas vor sich zu gehen. Mehrere Leute schreien, das ist wirklich... Ja, okay, die Trauernde infiziert die jetzt alle. Weil sie sie nicht ausgeschaltet haben. Außer Bimon, du bleibst vor mir. Okay, ich bleib vor dir, aber ich hab doch... Du hast eine große Waffe. Alles klar. Ja, und? Es darf ruhig ein bisschen Actionmusik geben. Gehen Vivian in den Arm und halte sie. Ja, ihr verlasst den Versorgungstrakt und ihr seht am Pool, dass Leute vom Wald wegrennen, scheinbar. Also es rennen da Personen. Also ihr seht es halt nur so im dämmernden Licht. Das ist immer die erste Reaktion, wenn sie Utah sehen. Ich habe nicht verstanden. Okay. Utah ist ja egal. Regie, Musik bitte. So, ja. Ah, okay. Ja, was tut ihr? Ihr seht die Leute darin. Ja, Vivian. Apropos, was ist denn mit diesem Typen, den sie da den Eddie in der Hütte getroffen hatte, der eine andere Sprache spricht? Mit dem, was hatte der nur einen Lendenschurz an oder was war das? Nee, gar nicht wahr. Der hatte. War normale Klamotten an. Ihr wisst, wen ich meine, mit dem er sich nicht verständigen konnte in Teil 1. Was ist mit dem denn jetzt eigentlich? Was ist hier los? Was ist hier los? In dem Moment kommen auch schon die ersten Gestalten, die wimmern und weinen mit Blut in den Augen aus dem Wald. Sehen Sie jetzt, Franklin! Sehen Sie jetzt! Glauben Sie es jetzt! Jetzt hat sie auch gerne Was gibt denn hier vor sich? Ist doch scheißegal, komm runter! Als ihr schreit, bemerken euch die... Guck mal, da wurde gerade jemand geblockt. Habt ihr das gesehen? Der wurde geblockt. Sie werden Zeuge, wie vor 4 Jahren jemand geblockt wurde. Glauben Sie es jetzt? Jetzt hat sie auch gerne Was gibt denn hier vor sich? Ist doch scheißegal, komm runter! Als ihr schreit, bemerken euch die Gestalten und kommen in die Richtung. Oh, Franklin! Wir beide zielen, nehme ich an, ich aber ganz schon mal sicher und ja. Schieße. Okay, so also deine Waffe entsichert. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst grundsätzlich aus allen Actionfilmen. Ja, hast du irgendwas, das dich... Das sind jetzt noch solide 50, 60 Meter, also... Ich bin sehr gut in Holzbearbeitung. Gut, hast du irgendwas, Nein, das Schuss... Gut, du schießt daneben. Wollte ich dich nicht mal würfeln lassen. Auf 50, 60 Meter triffst du nicht, als nicht erfahrener Schütze. Ey, die sind unverwundbar. Wir müssen zum Floß. Oder zum Floß? Bist du Huckleberry Finn oder was? Ich fahre hier nicht mit dem Floß. Ich schieße einmal in die Luft. Okay, noch mehr Viecher werden auf dich aufmerksam und laufen. Aufmerksam, die müssen doch Schiss haben. Okay, das ist nicht die Art, wie ich dachte, dass Zombies reagieren. Okay, Vivian, du hast gesagt, es gibt noch einen Fluchtweg von dieser Insel. Wir müssen zum Hafen! Ja, das ist einfach! Dann lass doch zum Hafen jetzt gehen! Auf zum Hafen! Alle Mann mit! Außer du, Don, du hältst uns so auf! Don, lass den auf und nicht für uns! Du arbeitest hier! Arschlöcher, ihr seid. Und Don! Nein, komm, wir können... Das schaffen wir zu Fuß nie, meine Herren! Ich weiß, wo ein Fahrzeug ist! Okay, Don, du bist wieder cool geworden! Wir müssen noch in die Umkleiden, das sagt Franklin Greed. Okay, zum Fahrzeug, Franklin, dem, was Franklin sagt. Ja, er weiß, wo der Schlüssel ist und er ist in den Umkleiden. Das habe ich vor 5 Sekunden gesagt. What are we yelling about? Entschuldigung, dass ich panisch reagiere. Ja, gut, das gebe ich dir. Alles speichere, gut, was gerade um mich rum passiert. Ihr seid hier. Oh.
immer noch. Und ihr wollt hier hin. Hier wäre der Schlüssel zum Fahrzeug, das hier auf dem Parkplatz steht. Ja, dann rennen wir da jetzt hin. Okay, ihr rennt. Euch kommt ein erster Trauernder entgegen. Bam, 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 bam. Was tut ihr? Nein, ich hab das nur so gut. Bam, okay. Bam, bam, bam. Der ist nah an euch. Also könnten wir an dem vorbeikommen, ohne dass er uns erwischt? Oder versuchen könnt ihr es, aber es ist nicht garantiert. So weit ist er nicht. Schieß ihm in den Kopf. Nein, ich schieß ihm ins Bein. Okay. Okay. Ja, bitte jetzt entscheiden, nicht so lange überlegen. Schieß. Was ist leichter, ins Bein schießen? Schieß einfach nur. Okay, ich schieße. Ja, es gibt zwei Beine. Unteren Hüftbereich. Chancen, Ball zu treffen, ist höher. Gut, das ist mit der Shotgun. Ja, es ist wirklich wenig Distanz. Ja, du drückst ab, schießt. Und du triffst ihn. Und der knallt nach hinten und geht zu Boden. Das ist immer der Moment, da hat Hauke keinen Bock mehr. Also, was heißt keinen Bock mehr? Aber da will Hauke das Spiel voranbringen. Weil wenn die exakt gleiche Szene zu Beginn von Teil 1 passiert wäre, hätte er gesagt, was hast du bei Schießen? Und dann hätte er dir gesagt, ja, hab ich nicht. Ja, dann kannst du eigentlich streng genommen laut Regelwerk mit dieser Waffe nicht mal umgehen. Wenn du Schießen nicht hast, kannst du das nicht. So. Und dann zum Ende hin, wenn er genug hat und genug irgendwie diskutiert wurde und derailed wurde und er einfach nur noch auf einen Punkt zusteuern will, lässt er das alles durchgehen. Er ist mir doch scheißegal. Was, du schießt mit der Pumpgun, ich würfel nicht mal, hast es geskillt, nee, egal. Ach, du triffst, er fällt um, alles gut, weiter geht's. Nein, er hat keinen, er hat, er fällt auseinander. Er hat untenrum nichts mehr. Ja, also du schießt nicht mit Sägeblättern, ist jetzt egal. Der geht zu Boden, reicht dir das nicht? Geiler Schuss, ey. Das meine ich, ne? Ist doch jetzt egal, komm, ich schenk's dir, komm jetzt. Ja, yeah, Mann. Vivian erschreckt sich furchtbar auf Frank and Greed. Okay, ihr könnt weiter rennen. Okay, wir rennen weiter. Notier bitte, dass du nur noch 14 Schuss hast. Ja. Ich will auch jemanden töten. Okay. Da ist doch sicher einer in der Nähe. Links von euch kommt tatsächlich einer, ja. So, willst du schießen? Natürlich. Der ist mir Ede. Das sind 4 Meter ungefähr. Würfel mal, du hast ungefähr einen Wert von 8. Kann ich nicht einfach noch ein bisschen warten, bis er 1 Meter entfernt ist? Oder so? Aber jetzt muss er würfeln. Bis der 1 Meter entfernt ist, aber ja. Dann lässt du mich in Weißen. Es gibt halt ein Risiko dann. Nee, okay, kein Risiko. 4 Meter ist okay. Okay, ich nehme das noch. Ein Wert von 70. Würfel mal alles unter 70 und du triffst. Du schießt einfach nur auf seinen Körper, richtig? Nur mal einmal wichtig, ich gehe jetzt mal schnelle Kampfregeln, das ist ganz simpel. Wenn ihr nichts sagt, schießt ihr einfach grob auf den Oberkörper. Okay, weil, also ihr wollt ihn einfach nur treffen. Ich möchte auf den Kopf schießen, weil ich okay, glaube, dann hast dass du ein bisschen 20. mehr vertraut. Was? 20 oder weniger, sonst schaffst du es nicht. Oh, das ist gefährlich. Im Laufen, bewegtes Ziel, au, ist keine Erfahrung. Nein, tu's nicht, Simon. Scheiße! Aha, das ja, konnte nicht funktionieren. Und daneben. 34. Die Gestalt läuft einfach weiter. Chance von 1 zu 5. Vorbeirennen oder ihn jetzt ausschalten. Vorbeirennen, komm. Scheiße, okay, komm. Es sind zu viele, wir schaffen sie nicht alle zu vernichten. Ich schaffe vielleicht 14 noch zu erschießen und 63 vielleicht mehr Handkantenschläge. Ihr merkt, dass Don sehr langsam ist. Also der Untote würde ihn jetzt einholen, wenn ihr ihm nicht helft. Ich renne hin. Wollt ihr ihm helfen oder nicht? Und da krall mich in seinen fettigen Riemen fest und trage ihn. Kann natürlich dann nicht mehr schießen. Gebe aber die Waffe Vivian und sag, Vivian, du als... Nein, NPC nein. Kannst du sicherlich viel besser schießen. Ich kann nicht sehr schießen. Guter Move. Sehr clever. Du hast schon eine Waffe in der Hand. Ich nehme sie trotzdem. Aber du sollst damit nicht. Diskutier doch jetzt nicht, gib mir die Waffe. Ich entscheide mich, Vivian. Hat die Waffe. Okay. Und ich helfe dem fetten Don. Okay. Ja, du ziehst ihn so vor. Okay, das reicht. Also du hilfst ihm so ein bisschen, indem du ihn ziehst. Okay, ihr kommt in die Rezeption. In der Rezeption kommt euch Mrs. Kumari entgegen. Allerdings mit Blut in den Augen. Oh, no. Jeder, dein Auftritt. Kommt auf euch zu. Okay, würfel auf, würfel mal, ja, wo das 100, ne, würfel trotzdem mal. Einfach nur sicherheitshalber aus. Würfel einfach mal, okay. Ne, ist eine Waffe, aber du könntest ja einen kritischen Misserfolg haben. Okay, und 80, du schaffst es. Ja. Du schlägst ihr der Waffe ins Gesicht, sie taumelt zur Seite, aber sie ist nicht tot. Oder ja, so. Wenn sie verlangsamt, wir wollen ja nur vorbei. Würfel mal Schaden aus. 2W6 plus 10 wieder. Diese dramatische Musik, diese pumpende, treibende Musik im Hintergrund. Die lässt das gar nicht zu, dass man langsam macht. Zackiger geht. 380. Alles klar. Gut, sie taumelt zur Seite. Soll ich der kleine Dicke sein oder was? Jetzt hör auf, dich aufzuregen! Nach 2 Wochen. Das ist jetzt schon die zweite Zeichnung innerhalb von 24 Stunden, die ich krieg, die mich empfindlich angreift. Der kann es wahrscheinlich aber nicht besser malen. So, ihr seid in der Lobby, sie taumelt nur zur Seite. Miss Kumari als Trauernde offensichtlich ist nicht ausgeschaltet. Sie ist einfach nur zur Seite getaumelt, könnt ihr euch wieder angreifen. Vivian, schieß! Okay, Vivian schießt. Okay. Oh Mann, Vivian, ey. Jetzt verkack's nicht. Vivian trifft, aber Deadeye voll ins Auge.
Also er schießt ihr wirklich ins Auge und das Kumari geht so, der Körper sackt sofort tot zu Boden und sie guckt wirklich so, oh Gott! Du behältst diese Waffe jetzt und du schießt auf jeden, der in die Nähe kommt. Oh Gott! Außer uns. Okay, ihr rennt weiter Richtung Umkleideraum, richtig? Ja, das ist korrekt. Gut, ihr kommt da an, euch kommen erstmal keine weiteren Untoten entgegen. Ja, ihr seid im Raum. Okay. Gut, ihr seht erstmal nichts. Ihr steht in Franklin! Wo ist dein Schlüssel zum Auto? Er geht sofort nach rechts an so einen Kasten und holt den Schlüssel daraus. Er hat ihn auch sofort. Wo ist das Auto? Auf Parkplatz! Das war's im Auto! Schreit sich nur noch an. Raus hier! Okay, ihr stoßt die Tür wieder auf und davor ist steht. Nur authentisch, genau davor so steht, wäre es. Davor steht ein Tauernder. Kommt direkt auf euch zu. Also okay. Vivian! Okay, würfel mal. Warte! Willst du nicht nur schießen, sonst lass ich dich würfeln. Ist nur ein gut gemeinter Tipp. Aber es ist schon ganz geil. Sonst lass ich dich eine Attacke. Hast du Blade gesehen? Es ist dieser Blade-Move, wo er würfel mal auf den Wert von 80. Ist ein bisschen erschwert. Das ist nämlich doch gut. Ja, ich hätte dich dann aber 2 oder 3 Was? 82, gut. Wie hast du das so schnell gesehen? weil ihr versucht, mich zu betrügen. Oh nein, er verkackt. Aber wie habt ihr das gesehen? Wie blitzartig in einer Bewegung er die Würfel wieder einkassiert, in der Hoffnung, dass Hauke das nicht sieht. Aber Hauke hat genau aufgepasst. Er kennt seine Pappenheimer. Den nur so am Arm und die Gestalt stürzt sich auf dich. Oh, komm. In jedem Abenteuer kriege ich eine Gelegenheit. Weil du aber auch immer noch einen Nahkampfangriff machen musst. Aber durch den Schuss taumelt sie seit und knallt gegen den Türrahmen. Okay, er ist immer noch da, ne? Also er ist noch am Leben. Jetzt halte ich aber, jetzt mach ich eher so ein. Aufgelegter Schuss, ja. Okay. Boah, da hat es ein Stück so Gehirn. Krass, dein Anzeiger ist weggeflogen. alles klar, ja, der Kopf platzt wirklich nach hinten und sprettert an die Wand. Don kotzt sofort. Ich muss sofort kotzen. Ich gucke, ich gucke kurz zu Vivian. Vivian guckt so. Ich gucke zu Vivian, das hätte ich auch gekonnt. Okay, ihr eilt weiter zum Eingang und da steht auch der Wagen. Es ist eher so ein Gepäckwagen. Und es kommen von hinten noch mehr Untoten. Ein Gepäckwagen. Ja, so ein ich kleines Elektro-Ding. So ein Caddy-Ding. Ja, nur in länger. Okay, ja, ey, ihr schafft also, das. Don ist voller Kotze ja. und eklig. Ja, da gibt es ja nur zwei Plätze, ne? Du wirfst ihn hinten drauf, passt. Und häng mich dran. Vivian steigt sofort ein, Franklin und Greed setzt sich sofort ans Steuer. Fahr los, einsteigen! Ja, wir steigen natürlich auch ein. Okay, er drückt an, es geht los und er fahrt los. Die Untoten kommen hinter euch her. Die rennen auch so ziemlich, ne? Die sind jetzt nicht super langsam. Das ist ultra spannend. Ich schieße mal so ein, zwei Mal in die Menge, weil es Spaß macht. Ja, okay, triffst du. Das sind so viele, du triffst auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Es gehen ein paar zu Boden so. Du kannst, wenn du willst, auch die ganze Zeit schießen. Bam, 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 bam. Okay. Ja, ihr kommt am Hafen an und rechts seht ihr schon den leeren Steg. Hinter euch kommen die Untoten angerannt. Bam. Vor euch ist die Tür. Vivian, wo ist das Schiff? Da vorne! Da ist so ein Terminal. Okay, sie fängt an, rennt da hin und gibt ein. Euch bam, greifen bam, bam. Untote an. Die kommen oh, an. Jetzt kommt die Kampfszene. Okay, der erste greift dich an. Bam, Mann! Ja, würfel mal auf 70, auf Schießen. Hier auch die ganze Zeit einfach nur pam, 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 pam. Kein Nachladen, keine Munition, nix. Die beiden, so. Eine 5 oder eine 40? 45, gut. Du triffst den, der geht sofort zu Boden. Würfel du bitte auch auf Schießen, 70. Ich werde angegriffen. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Kannst du die Waffe, die Shotgun beschreiben? Also, dass ich genau weiß... Unten pumpst du? Hier hältst du die fest, hier hat hinten hat sie einen Griff. Ja. Hat die ein Lederband Nein. dran oder sowas? Du kannst sie nicht einfach umwerfen, du musst sie schon halten. Okay. Ist schon so. Ist schon eine doppelläufige. Ja. Nee, keine doppelläufige. Aber es ist halt eine Pump-Action. Ja, also Pump-Action, okay. Ja, die ist ja nicht, die ist ja nicht so groß. Die ist ja so. Nicht abgesägt, nehme ich an. Nee, ist nicht abgesägt. Aber es sind halt 15 Schuss drin. Shotgun-Experte. Jetzt noch 14. Nee, aber deine große Passion. Das wusste ihr noch nicht, die Schrotflinte. Okay. Ich will nur überlegen wegen der. 15 hattest du. Beeil dich bitte. Okay, ist ja gut. Ich hab. Das ist keine Situation, der man überlegt. Man überlegt, ob ich ihm schieß! Eine. Okay. Puh. Würfeln. Auch mit diesen beiden Würfeln. Überlegt, ob ich 70 oder weniger Mann. Oder du verfehlst. Verärgert. Wir wollen die Munition noch sparen. Vielleicht hätte ich auch in der Hand. Ich hab noch ungefähr 60 Schuss. 53. Gut, du hast es geschafft. Nehmen wir die Würfel wieder, ich brauche die gleich. Ah, ich habe hier meine eigene. Geht schon. Ich nehme den und dieser. Das ist der richtige. Ja. Gut, du triffst ihn. Vivian hat die Tür auf. Ihr könnt reinrennen. Okay. Na. Ja.
Ja. Machen Sie es? Rein, rein, halt. Ja, ihr kommt rein, allerdings greift irgendwas Ron am Arm. Als er nein, nicht Ron. Ron. Don, Don. Don, Entschuldigung. Don, greift irgendwas Don am Arm. Oh, muss ich mich schon wieder um den kümmern. Ich nehme Don und zerre ihn mit. Und zerre damit auch das Ding, was an ihm zerrt. Was? Würfel mal auf körperlich, wenn du nicht irgendwas hast, was das Recht. Was hast du bei körperlichen Talenten? Mehr hauen, klettern, schwimmen, Meditation. Würfel mal allgemein auf Handeln. Allgemein hast du noch nicht eingetragen, ne? Nee, ich habe 80, 60, 60, also 200. Ja, alles zusammenzählen. Ja, 200. Genau, und dann hast du 20 da. Okay. Aber du hast zweimal über 80, gibt einen 10er Bonus. Oder einmal über okay, 80. 20, 30 also 22. Hast du. Okay, 30 oder weniger. 30 oder weniger. Okay. Ob wir das schaffen? Eine 0 und eine 9 oder ja, 6. Das war's. Ist eine 6. Geil. Du hast es geschafft. Oh, sehr gut. Du schaffst es tatsächlich, Don reinzuziehen. Die Tür knallt zu und ihr seid in diesem Raum. Aber die hämmern von außen dagegen. Da steht ein Schiff. Liegt da. Wie, da steht liegt was? Ein Schiff. Ihr seid in so einem Bootsschuppen. Da ach ist ein so kleines Boot. Auf das Schiff. Mach die Leinen los. Geht einer in die Kajüte. Ist das ein Schiff oder ist ein Boot? So ein Schiff fahren. Gibt's hier rum? Ich. Sagt Frank and Greed. Dann ab! Okay. Ja, er startet den Motor von dem Boot und er springt sofort an. Der Schlüssel steckt. Wow. Okay, lasst alle drauf. Okay, als ihr aus dem Ding rausfahrt, spricht die Tür ein. Es fallen Unmengen Trauernde. Du schießt auf das komplette alles klar, okay, Magazin. Du ballerst das ganze Magazin rein, was gut ist, denn einige versuchen auch aufs Boot zu klettern. Du wehrst aber viele davon ab. Okay, es fallen immer mehr Trauernde. Fallen würde ich ins Hafenbecken sozusagen in diesen Bootsschuppen. Das war meiner, der letzte war meiner. Zurückzusetzen. Und Schuss. Seid nun weit genug weg, dass euch keine Trauernden erreichen können. Ich werf die Waffe noch hinterher. Also das Schreien wird leiser, ihr seht aber immer noch, es gibt Feuer auf der Insel, es bricht absolutes Chaos aus. Das ihr war nehmt Urlaub. Allerdings immer mehr Abstand von Good Times Island und könnt die Insel mittlerweile kaum noch sehen. Ihr hört einfach nur noch in der Ferne die Schreie. Oh Mann, ey. Zum Glück habt ihr die Beschreibung des Gegenmittels, aber das Gegenmittel fehlt euch und ihr segelt ein wenig ins Ungewisse. Macht dir keine Sorgen wegen dem Gegenmittel. Und jetzt? Ich weiß, wie es aussieht. Um Vivians Familie zu retten, um eure Familie zu retten, wir wissen es nicht, aber ihr habt überlebt. Und damit endet das Abenteuer. Du bist so ein Pimmel, ne? Wie du überlebt? Jetzt nicht mehr. Wir haben doch die Essensgutscheibe noch gar nicht. Und wer kann denn jetzt Vivian? Also, und vielleicht ist Vivian ja besser eingestellt, wenn sie weiß, wie es mit ihrer Familie steht. Auf jeden Fall ist das euer Ende. Das wird nicht ihr helfen. Habt überlebt und ihr habt tatsächlich einen Großteil der Charaktere, die man retten kann, gerettet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber warte, Moment, wir haben das Gegengift nicht? Nee, ihr habt das Gegengift nicht. Ihr habt nur die Formel. Nicht ihr habt seine ja, was hätten wir denn machen sollen? Das erfahren wir im Was wäre, direkt wenn das im Anschluss geht. Kommt. Wir gehen jetzt gleich in eine kurze Pause. Vorher kommen noch die üblichen Hinweise, die ich jetzt gleich herunterrattere. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Im Was wäre, wenn werde ich euch gleich so zackig wie ich kann erzählen, was euch erwartet hätte, noch erwartet oder was euch in Zukunft erwarten könnte. Das war Good Time Island. Ihr habt es abgeschlossen. Ihr habt überlebt. Auch wenn ihr gerade nicht so zu viel sagt, das ist schon mal, es gab eine Menge mehr Varianten, in denen ihr das nicht überlebt. Ihr habt eine ganze Menge Leute gerettet tatsächlich. Ihr habt relativ viel verstanden, was euch so, was hätte man hätte irgendwie verstehen können. Aber was bringt uns das, dass wir die gerettet haben? Ja, vielleicht erfahren wir es im nächsten Abenteuer oder in anderen Abenteuern. Vielleicht erfährt man was der Charakter gebracht hätte oder was nicht gebracht hätte. Also muss man wirklich sagen, sie haben sehr viele gerettet tatsächlich. Dann guckst du auch, was wäre wenn. Ja, das kommt jetzt also direkt im Anschluss, jetzt am Ende oder? Können wir noch gucken. Wichtig, wenn ihr wärt nicht in diesen Bootsschuppen gekommen, wenn Vivian nicht überlebt hätte. Wenn ihr sie bis dahin nicht kommen, wärt ihr nicht auf dieses Boot gekommen, ihr wärt gestorben. Naja, oh Moment. Wir ihr wärt auf jeden Fall nicht von der Insel gekommen und irgendwann geht euch auch die Munition aus. Ja, ist ja auch und egal. Dann hab ich immer noch. Ist ja auch egal, ihr wärt nicht von der Insel gekommen. Und Smizer. Und ihr habt immerhin eine Wissenschaftlerin gerettet Smizer. Und eine Formel, die vielleicht zum Gegenmittel verhelfen kann. Vor vielleicht allem habt eine ihr die Welt, vielleicht habt ihr dabei geholfen, die Welt zu retten. Und vielleicht hat das, was ihr gerade getan habt, ja irgendeinen Einfluss auf die Geschichte eines anderen großen Abenteuers, das wir bereits erlebt haben. Und auf das, was es vielleicht in Zukunft mal wird. Moreton Manor? Also bedanke ich mich an dieser Stelle für alle Leute, die heute Kamera gemacht haben, für alle Leute, die diesen tollen Setbau gemacht haben, bei euch beiden als Spielern. Eine Frage noch. Ja. Wolltest du gerade so? Nicht mal, ist fertig. Bei euch beiden als Spielern, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt das sehr schön ausgespielt und ihr habt heute auf jeden Fall den spannenderen Teil des Abenteuers erlebt. Ich bedanke mich auch bei der Regie. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben und bei allen, die heute was eingesendet haben. Und jetzt eure Frage. Das ist dieselbe Frage, oder? Naja, nochmal, um auf die Skala zu kommen. Wir sind jetzt seid ihr auf drei Männer auf einer soliden 70. Ja, aber 70, ey, die nehmen wir. Nicht diskutieren. Die nehmen wir. Ja, für wen? 70 für wen? Für den Dreier. Ja, aber jetzt ist doch noch Dom dabei. Ja, zwei Männer sind noch dabei. 70%. Ihr fragt an, wen werden wir los? Ja, gut, das erfahren wir beim nächsten Abenteuer. Wie hoch die Chance auf einen soliden Fünfer mit Vivian, Dr. Vivian Sauer ist. Nee, da bin ich nicht dabei. Das ist mir zu viel.
Ich bin gleich für euch wieder da. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis gleich im Was wäre wenn. Für alle, die noch wissen wollen, was noch so hätte passieren können. Dankeschön und tschüss. Drei Herren tschüss. In einem Boot. So, dann machen wir mal ganz kurz Pause. Wow, wir gucken gleich noch zusammen das was wäre wenn, das geht ja nicht so lange, das sind irgendwie 20 Minuten oder so, das gucken wir uns noch genüsslich an. Aber jetzt reden wir mal ganz kurz drüber. Ich fand's super. Ich fand's echt lustig, fand's spannend und hab leider gar nicht mehr so richtig mich dran erinnert, ob jetzt die Vivian oder der Frank oder so, ob die irgendwie nochmal auftauchen bei Tears oder irgendwas, ob man die nochmal wieder sieht. Weiß ich nicht. Mich würde tatsächlich interessieren, wenn die diesen komischen Typen da, diesen Theodore Edison oder was, wenn die den gefangen hätten. Also wenn die meinetwegen, wie gesagt, das Fenster und die Tür gleichzeitig in Angriff genommen hätten, ob sie dann noch ein besseres Ende gehabt hätten. Prost. Aber das wird Hauke ja vielleicht gleich erzählen. Oder? Denke ich doch. Deswegen gucken wir uns gleich das Was wäre wenn nochmal genüsslich an. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, wann habt ihr zuletzt Werbung gehabt? Wir könnten die jetzt kurz machen und dann warten wir mit dem Starten des Was wäre wenn. Nicht, dass das gleich irgendwie losstartet. Wenn wir das anmachen. Ich kann das nämlich manuell, das passiert alles automatisch, aber ich kann es manuell quasi vorziehen. Okay, dann machen wir das so. Dann schmeiße ich mal ganz kurz die Werbung rein. Dann warten wir so lange und dann gucken wir uns gemeinsam das Was wäre wenn an. Alle, die ein Abo haben, für die ist das sowieso gar nicht relevant. Ich klicke jetzt mal erst auf Werbung, warten wir auf alle und in drei Minuten geht es dann weiter. So, ich habe keine Ahnung, ich habe geklickt. Ich hoffe, das funktioniert so wie geplant. Wir können auch vorweg ein bisschen weiterreden und alle, die auf Klo wollen, können auf Klo gehen. War auf jeden Fall echt cool. Ich weiß gar nicht, warum ich das nie angeguckt hatte. Wahrscheinlich, weil ich keine Lust hatte. Aber das war eine gut investierte Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde, die Jungs haben abgeliefert. War lustig, war spannend. Hauke war super. Und leider gibt es irgendwie keine weiteren Pen und Paper, bei denen ich nicht dabei war, oder? Warte mal. Also jetzt, klar, es gab von Funk 1, 2 oder so, wo ich nicht dabei war. Aber jetzt so keine größeren Abenteuer, wo irgendwie Buddy und Simon oder Eddie und Buddy oder whatever dabei sind. Deswegen gibt es, glaube ich, nur noch Pen und Paper, bei denen ich dabei wäre. Tabor, ja, genau, diese, ja, aber jetzt nicht diese Kurzabenteuer, in denen irgendwie einer von den Karpaiken halt dabei ist. Aber wir könnten natürlich sowas wie Tabor, 9-11, oder das ist aber 9-11 können wir nicht gucken. Das sind ja 200 Folgen, 12 Stunden, oder? Aber sowas wie Tabor oder Call of Cthulhu, solche Sachen, die könnte man tatsächlich nochmal gucken. Tabor sind auch, glaube ich, richtig viele Folgen, oder? Bist du bei GTA dabei, fragt ihr euch. Nee, ich bin leider nicht bei GTA dabei, ich habe da noch einen anderen Termin. Das ist leider kollidiert, sonst wäre ich natürlich sehr, sehr gern dabei gewesen. Aber genau, das ist kollidiert, deswegen kann ich nicht dabei sein. Tabor sind 4. Sind 4, okay, ja, 4 geht ja noch, ne? 4 Folgen geht. 4 Folgen geht. Ja, doch, es geht. 4 Tabor-Folgen, das kann man. Ich dachte, das wären mehr. Warst du bei Pangasius dabei? War Pangasius nicht das Sci-Fi-Ding? Ich glaube ja. Tabor 1. Ja, vielleicht machen wir das nochmal. Ich werde mir das später mal bei YouTube angucken, was es noch so alles gibt.
Aber auf jeden Fall war das eine... Ach, Pangasius war ohne mich. Gregor, Mara, Steffen und Denzel. Okay, das war Pangasius. Ja, okay, nee, da habe ich das gerade verwechselt mit... wie ist das? Pegasus-Projekt oder irgendwie sowas? Das mit diesem, genau, wo Simon hatte die KI gespielt und ich hatte Dr. Ernst. Projekt Pilos war das, genau. Projekt Pilos, mit dem habe ich es gerade verwechselt. Alles mit P, alles Ps. Nee, ihr habt recht, das war Dysnomia. Aber was war denn nochmal Projekt Pilos? Ich habe den Überblick verloren. Es gibt zu viele Pen and Paper. Das war mit Dysnomia, alter Schwede. Ich werde demnächst hier gleich mal auf YouTube googeln, was wir alles gemacht haben an Pen and Paper. Ich verliere langsam den Überblick. Das ist das, wo Ede das war die Geschichte mit dem Tyrannosaurus. Ah, okay, das war das. Ja, okay, Projekt Pilos war der T-Rex. Ah, okay, ich erinnere mich. Ja, das war das einzige Abenteuer, glaube ich, wo einer vom Tisch gehen musste tatsächlich. Vom Tisch gegessen wurde, aufgegessen wurde am Tisch. Ja, das waren diese ganzen weirden, verrückten Kammern mit den ganzen Geschichten drin und so. Ja, ich erinnere mich. Okay, ich glaube, jetzt müssten alle wieder da sein, die ein bisschen Werbung geschaut haben. Hoffe ich. Und dann können wir jetzt gemeinsam weiterschauen. Oder? Fehlt hier noch jemand? Nee, ne? Ich glaube, sind alle wieder da, ne? Okay, wenn ihr keine Werbung habt, ist ja super. Ich wollte nur sicher gehen, dass die Werbung nicht beginnt, jetzt, weil das jetzt nur noch 20 Minuten sind und wenn ihr da irgendwie rausgerissen werdet, das wäre ein bisschen blöd. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Was wäre wenn? Da bin ich auch sehr neugierig. Oh, da sind wir schon wieder. Da sind herzlich wir wieder, willkommen okay. Zum Was wäre wenn? Ich muss mich jetzt auch erstmal so ein bisschen wie immer dran gewöhnen, dass jetzt die Stimme runtergeht und die Hektik ein wenig rausgeht. Ein sehr schöner Abend. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das, glaube ich, auch immer so ein bisschen das Allerwichtigste. Das war zumindest bei Tiers immer so, dass ich für mich irgendwann gemerkt habe, eigentlich ist mir am allerwichtigsten, dass die Leute am Tisch Spaß haben und dass es mir selber auch Spaß macht. Und dann kam so die Freude beim Zusehen, glaube ich, von selbst. Und das hat man, glaube ich, bei vielen Abenteuern auch gemerkt, dass wenn es uns am meisten Spaß macht, dass es dann euch auch mehr Spaß macht. Das fand ich heute auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gucke immer nur so auf Twitter. Ich gucke gar nicht mehr in Chat und Co., weil mich das beim Abenteuer manchmal so ablenkt. Also manchmal macht es total Sinn, aber ich will auch bei den Umfragen lieber überrascht werden und so. Ja, also ich versuche mal zu erzählen, was alles hätte passieren können. Verzeiht mir auf jeden Fall, wenn, und das ist sehr wahrscheinlich, dass ich vom ersten Abend nicht mehr alles weiß, denn das ist jetzt eine ganze Weile her. Der erste Teil hat geheißen Good Time Island 1 hin und weg. So, gestartet ist das ganze Jahr am Flughafen. Die beiden haben den Check-in gemacht, haben sich am Flughafen kennengelernt und so weiter. Hier, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das haben sie nicht gesehen. Hier habe ich sie beiden für beide mal gewürfelt. Es ist ihnen nicht aufgefallen, dass sie in der Schreibunterlage, denn die Person, die vor ihnen am Schalter war beim Check-in, war schon Theodore Eden. Und sie hätten das auch sehen können, dass quasi das noch in der Schreibunterlage, dass da noch Theodore Eden als Unterschrift eingebucht ist. Hier war auch noch wichtig, wir haben hier die Boarding ist Gate Flug T511819. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Tiers. T511819 ist Tiers. Das haben wir damals quasi, habe ich dann buchstabiert. Das war schon der erste Hinweis, dass es in die Richtung geht. So, dann kam die erste Umfrage, dass einer von Ihnen noch einen Gegenstand in der Tasche hat. Was war denn das noch für ein Gegenstand? Das habe ich sogar vergessen. So lange ist es schon her. Ich hatte mir das extra mal aufgeschrieben. Weiß ich auch nicht mehr. Schreibt ihr bestimmt gleich und dann können wir noch mal drauf eingehen. Bräuchte Simon. Ihr habt relativ viel verstanden, was man hätte verstehen können. Da kommen wir gleich auch noch zu. So, Duty Free, hier durften sie einkaufen, das haben sie auch gemacht. Hier gab es auch, der ganze erste Teil ist auch wichtig, können wir relativ schnell machen, weil da gab es nicht viele Varianten. Am Anfang sollten sie halt einfach abheben, sie konnten so ein bisschen Hinweise sammeln. Das einzig Spannende in diesem Teil war eigentlich die junge Dame, die sie gesehen haben, denn, und jetzt erzähle ich euch mal das große Ganze.
diese Dame, die sie gesehen haben, war die Assistentin, beziehungsweise, das war die Kollegin, ich habe extra, das war die Kollegin von Theodor Eden. Ich sehe das nicht. Mit dem zusammen hat sie nämlich an dem Tiers-Virus gearbeitet, das sich später ja als was Böses herausstellte. Er hat das ja damals erfunden und hat es quasi in die Welt gebracht, um Strahlungsopfern, zum Beispiel in ehemaligen Tschernobyl, Geschädigten quasi dabei zu helfen, Strahlung aus dem Körper zu bekommen. Und das wurde so gemacht, dass es über die Tränendüsen raus, Tränendrüsen. Ausgeschieden wurde. Das war allerdings alles ein Vorwand. In Wirklichkeit, und das ist eine neue Erkenntnis, war dieses Virus kein Unfall. Es war die ganze Zeit Absicht, dass das Tiers-Virus etwas ist, das der Menschheit gefährlich werden kann. Das ist eigentlich das Wesentlichste, was sie am heutigen Abend erfahren haben, denn das ist eine neue Information. Tapp zu halb, ne? Ja. Das war ein großer, ein großer eiserner Dildo, wirklich, da bin ich mir nicht so richtig sicher. Aber ja, jedenfalls, das war eigentlich die wesentlichste Erkenntnis. Und diese Assistentin hat halt mitbekommen, dass Theodor Eden das Virus losgelassen hat. Denn Folgendes ist geschehen. Theodor Eden hat sich, als er das Virus quasi loslassen wollte oder die Umwandlung des Virus in etwas Böses einleiten wollte, selber infiziert. Das hat ihm natürlich nicht so gut gefallen, also hat er sich ein Gegenmittel injiziert. Er war zu dieser Zeit aber noch in Maßen ansteckend. Aber wenn jemand sich mit irgendwas ansteckt, was angeblich gar nicht gefährlich ist und dann vor den Augen seiner Kollegin in Panik gerät und sich sofort eine Gegendosis setzt, dann ist das schon relativ auffällig. Dann denkt man sich, könnte schon sein, dass das vielleicht gar nicht so ein nettes Virus ist. Er ist dann sofort aufgebrochen und deswegen hat seine Kollegin ihn auch zum Flughafen verfolgt, weil sie gemerkt hat, da stimmt was nicht. Theodor Eden war dadurch auch auf einem Flug, auf dem er eigentlich gar nicht sein wollte. Er ist quasi eher geflogen, er wollte eigentlich später kommen. Im Flugzeug ist er dann leider so ansteckend gewesen, dass er den Mann von Helga angesteckt hat. Und beim Absturz ist die Krankheit dann noch auf weitere übergegangen, weil er natürlich das überlebt hat. Also wichtig ist nochmal, Tiers, das sind keine Zombies bei uns. Das sind noch lebende Menschen. Wenn die sterben, sterben die. Und man kann die auch noch töten. So. Und so ist das Virus auf die Insel gekommen. Jutta, der Erste, den sie getroffen haben, ist leider tatsächlich tot. Und wichtig ist ja noch, als sie auf der Insel ankommen. Sie hatten den Absturz. Aber das wie ist er? Wie? Das war für mich fester Teil des Abenteuers. Wieso ist der tot? Eigentlich sollten sie viel eher im Resort ankommen, schon im ersten Teil. Sie haben aber einfach relativ lange gebraucht. Und dann wären auch noch mehr Spiele drin gewesen. Dazu kommen wir gleich auch noch mal, was heute noch so an Spielen gegangen wäre. Ich guck schon mal, das kann ich mal eben machen. Die Zeit muss Helga sein. Hat Helga den getötet? Auf, weil dann kann ich hierbei immer schön. So. Oh Mann, da glaubt mir der Hauke nicht. Ach, war das wirklich ein riesiger Dildo? Warum ist das Flugzeug abgestürzt? Das waren tatsächlich einfach Turbulenzen. Das war wirklich so blöd, das klingt ein ernsthaft Zufall. Ich habe damals gedacht, bringe ich das irgendwie ins Writing rein und so, aber habe dann gedacht, nö, das ist einfach blöd gelaufen, in Anführungszeichen. Ja, das ist echt blöd gelaufen. Es haben noch weitere überlebt. Es sind tatsächlich noch weitere Überlebende auf dieser Insel gewesen. Aber die wesentlichsten waren halt die beiden. Das war quasi so eine Art Plot-Twist, der angetäuscht ist, weil ich danach halt trotzdem wieder zu diesem schönen Setting zurückkehren wollte. Das heißt, alle denken, oh, nee, das ist aber blöd, dass jetzt die ganze Insel doch nicht cool ist. Und dann kommen sie auf einmal bei diesem Resort an, ist doch alles wieder entspannt und cool. So. Warum hast du sie für die Unaufmerksamkeit nicht härter bestraft? Ich fand sie gar nicht so unaufmerksam. Ich meine, sie haben halt auch Spaß gespielt, aber das war auch Teil des Ganzen. Es sollte halt so ein Konflikt, es sollte so ein bisschen Dead Island sein. So ein bisschen Konflikt zwischen, es ist eine Zombie-Insel und alles ist schlimm, aber irgendwie ist es halt auch Spaß. So. Und die haben halt gefeiert und haben Bierpong gespielt. So. Jedenfalls sind sie dann auf der Insel angekommen. Sie haben in dieser Höhle ja dann schon die Tasche von Theodor Eden gefunden. Die wurde da einfach nur angespült. Also er selber wusste nicht, dass sie da ist. Diese Hütte, da gab es nichts Wesentlicheres. Und Jutta, den hätten sie retten können. Er hätte Jutta theoretisch überzeugen können, dass er bei ihnen bleibt. Mhm. Denn, und hier kommt was ganz Wichtiges, ab diesem Teil des Abenteuers waren alle Charaktere waren vermerkt bei mir als rekrutierbar oder nicht rekrutierbar. Ihre Gruppe hätte viel größer sein können. Sie haben schon eine Menge Leute gerettet, sie hätten aber noch wesentlich mehr Charaktere retten können. Den Barkeeper zum Beispiel hätte man auch rekrutieren können. Den hätten sie mitnehmen können, also wenn sie ihn überredet hätten. Und Jutta wäre auch einer der rekrutierbaren Charaktere gewesen. Sie haben leider relativ wenig mit Charakteren irgendwie sich auseinandergesetzt. Es war jetzt wirklich so, dass sie im Grunde irgendwie nur die wesentlichen Charaktere getroffen haben. Denn sie sind ja dann im Resort angekommen. Und hier kommen wir zur ersten Umfrage. Hier war ja die Umfrage, ob sie das Geräusch aus Norden oder Osten hören. Ihr wusstet natürlich nicht, was euch erwartet. Aber das war eigentlich nur wichtig dafür, wo sie ankommen. Denn entweder, so wie bei uns, sind sie im Pool angekommen. Und der Erste, den sie ansprechen, den sie treffen, war Samuel Irons. Hätten sie Samuel erzählt, was vor sich geht, hätte er so getan, als wären die betrunken und er glaubt ihnen gar nichts. Na, Holzfäller-Steve ist gerade reingekommen. Na, Kumpel. Hey, Steve. dann wäre er quasi
Wo war ich? Ach ja, genau. Dann wäre er quasi unter irgendeinem, hätte er sie unter irgendeinem Vorwand verlassen, wäre dann sofort in den Wald gegangen nachgucken. Das hat er auch so getan, denn er wurde ja dann konfrontiert von Franklin Greed. Den haben sie ja auch getroffen, den CEO. Der wäre eigentlich, und hier kommt was Wichtiges, denn hier habe ich die Geschichte ein bisschen beschleunigt, damit ihr mal seht, wie ich sowas mache. Normalerweise wären sie an der Rezeption angekommen und da hätten sie Franklin Greed getroffen. Der hätte sie dann erstmal empfangen genommen. Sie hätten ihm entweder die Wahrheit erzählen können, dann wäre er quasi in sein Büro gegangen, hätte auch seinen Sicherheitsmann zu sich gerufen. Oder sie hätten lügen können, aber ihren Namen richtig sagen. Dann wären sie einfach auf ihre Zimmer gekommen und wären zufällig bei Theodore Eden gegenüber gewesen. Wäre halt die Frage, ob sie dann überhaupt die Geschichte aufgedeckt hätten, was dann passiert wäre. Sie hätten sich halt frei bewegen können. Denn es war so ein bisschen wie bei Morton Manor. Sie durften halt entscheiden, wie sie rumlaufen. Ich habe ihnen relativ viele Brotkrumen zugeworfen, aber sie hätten halt auch sagen können, wir folgen denen nicht. Denn es gab wesentlich mehr Orte auch zu entdecken, sozusagen. Sie haben aber eigentlich auch hier relativ gut die wesentlichsten Orte sich rausgesucht. Jedenfalls haben sie dann Franklin Greed erzählt. Ich erzähle jetzt mal, was passiert ist, was die Jungs nicht gesehen haben. Denn sie haben Franklin Greed, ich nehme mal die Karte und zeige das immer so ein bisschen, sieht man die einigermaßen. Sie haben Franklin Greed hier erzählt, was vor sich geht. Franklin Greed ist dann hier, also der CEO, ist hier rumgelaufen durchs Hauptgebäude und ist zu seinem Büro. Das ist nämlich hier vorne auch. Also hier ist das, gelaufen und hat da mit dem Sicherheitschef gesprochen. Der Sicherheitschef war eingeweiht. Der war von den Puristen dieser ganzen Organisation, die dieses Virus auch auf die Menschheit loslässt, nämlich bezahlt worden und hat deswegen dann Franklin Greed genommen und hat ihn in den Versorgungstrakt gesperrt. Das ist passiert, während sie drinnen waren. Sie waren im Versorgungstrakt und haben Don geholt. Also wir springen gleich nochmal zurück. Und darum habe ich hier so genau gefragt, wo sie lang gehen. Denn wären sie hier lang getroffen, hätten sie Samuel getroffen mit Franklin Greed im Gepäck. Und ich habe sie jetzt 5-mal gefragt und dann haben sie irgendwann gesagt, wir gehen hier lang. Und dadurch haben sie nicht gesehen, sind quasi um ihn rumgezirkelt und sind erst zu seinem Büro gekommen, als Franklin Greed schon weg war. Also quasi entführt war. Haben ihn dann auf den Sicherheitsbildschirm aber ja entdecken können im wesentlichen Büro. Ich gucke gleich nochmal, ich gucke jetzt nochmal in den Chat. Achso, warum die Jungs nicht mithören dürfen. Ja, genau, weil jetzt theoretisch, was wäre passiert, wenn die Umfrage Osten gewesen wäre? Dann wären sie an der Rezeption rausgekommen. Und an der Rezeption wäre halt einfach andere Möglichkeiten gewesen. Es hätte vor allem sein können, dass der Sicherheitschef überhaupt nicht informiert wird. Das heißt, es wäre überhaupt nicht dazu gekommen, dass irgendjemand von ihrer Anwesenheit weiß und sie hätten erst beim Ausbruch gemerkt, dass überhaupt irgendwas nicht stimmt auf der Insel. Also es hätte sein können, dass sie die ganze Zeit einfach nur in diesem Resort feiern. Und das war in der zweiten Möglichkeit eigentlich nicht gegeben. So, wer Franklin eingesperrt hat, habe ich gerade gesagt, das war Samuel Irons, der Sicherheitschef. So, sie sind jedenfalls, haben ja dann am Mai Tai Pong teilgenommen. Das war auch Teil, denn das wäre geht nur, wenn die Umfrage kam. Denn das war um 21 Uhr, wären sie an der Rezeption umgekommen, hätten sie nicht am Mai Tai Pong teilgenommen, sie hätten nicht den Barkeeper Fatih kennengelernt, Fatih Dümann. Hier, Grüße an meinen Schulkumpel Ugo Dümann. Ich fand seinen Nachnamen so geil, deswegen habe ich den einfach übernommen. Und dann hätten sie nie in den Versorgungstrakt gekommen. Sie hätten nie den Schlüssel dazu bekommen und sie hätten nicht Don kennenlernen können, der ein wichtiger Charakter war, weil er der Einzige war, der den Zugang zum Sicherheitsbüro verschaffen konnte. Auch so unwichtig er wirkte, er war ein sehr, sehr wichtiger Charakter, wenn man an diese Waffen kommen wollte. Und wenn sie das, also wenn ihr quasi die andere Option gekommen hätte, hätten sie Fatih nicht kennengelernt, sie hätten ihren Lösungsweg überhaupt nicht nehmen können. Also sie hätten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Wann kommt das How-to-be-a-Hero-Regelwerk? Ich will nicht hundertprozentig versprechen, aber so wie es im Moment aussieht, in unter einem Monat wird das veröffentlicht. So. Gut. Wäre Franklin gestorben, wenn sie nicht aus dem Raum geholt hätten? Ja, wahrscheinlich wäre Franklin gestorben. Vor allem hätten sie kein Auto gehabt und auf der Straße hätten sie sich entscheiden müssen, wer von ihnen stirbt. Denn sie hätten es nicht schaffen können, dass alle gerettet werden. Mit den Schusswaffen hätten sie sich retten können, aber dann wären sie spätestens gescheitert an dem Ding. Denn ich mach mal jetzt chronologisch weiter, sonst wird es zu verwirrend. Sie hatten ja dann Vivian Sauer kennengelernt. Das war sehr gut, dass sie auch schon beim Mai Tai Pong ausgewählt hatten. Denn wenn sie nicht kennengelernt haben, wäre es echt schwer gewesen, die ganze Geschichte überhaupt irgendwie rauszufinden. Ja. Und das Boot hätten sie nicht bekommen. Jedenfalls haben sie dann das Essen mit ihr gehabt und sie hat ihnen wirklich die Wahrheit gesagt. Vivian hat zu keinem Zeitpunkt gelogen. Sie hat ab der ersten Sekunde komplett die Wahrheit gesagt. Eddie hat das eine Mal, als er dachte, sie lügt, einfach falsch erkannt. Sie hat nicht gelogen. Sie will wirklich nur von der Insel runter. Sie ist wirklich keine Freundin der Idee, dass die Puristen, die quasi die Menschheit ausrotten, nur als einzige überleben. So, und dementsprechend war alles, was sie mit ihr gemacht haben, eigentlich richtig. Also durch das Resort zu gehen, sich umzugucken und so weiter. Es gab noch eine ganze Menge mehr so random Charaktere, auf die will ich jetzt nicht alle eingehen. Da waren Unmengen Leute, die Puristen waren, keine Puristen und so weiter. Kommen wir aber mal zu den wesentlichsten Sachen. Denn
was denn alles passiert ist, wisst ihr ja. Und sie haben das relativ smart gelöst. Also als sie wussten, sie müssen in das Sicherheitsbüro, wussten sie, okay, dann fragen wir Fatih. Das war eine gute Idee, weil er ihnen dann empfehlen konnte, Don zu fragen. Und Don war eben der Richtige und er hat ihnen dann gezeigt, wo man quasi da reinkommt. Nur dadurch sind sie ins Büro. Nur dadurch haben sie dann überhaupt Frank Negrete finden können. Und sie hatten wirklich in diesem Fall die 3 wichtigsten Charaktere dabei. Also es gab noch mehr rekrutierbare Leute, die nichts gebracht hätten oder die weniger Sinn gehabt hätten. Einen, zu dem kommen wir gleich noch, der auch noch sehr interessant gewesen wäre, aber sie haben es auch so gemeistert. Denn die meisten, sagen wir mal, die ganzen NPCs, die man rekrutieren konnte, hatten irgendwie den Sinn, einen Nachteil auszugleichen. Wenn sie zum Beispiel die Waffen nicht gefunden hätten, wenn sie das Auto nicht gehabt hätten und so. Jeder dieser Charaktere hätte einen eventuellen Vorteil oder Nachteil für sie gehabt. Also, sie haben sich dann entschieden, ihn zu retten, und das war auch richtig. Dazwischen war ja die Umfrage, wo ihr entscheiden durftet, ob es ein Weinen oder ein Schrei ist. Das Weinen war in diesem Fall einfach nur eine Frau, die weinte. Ha, und zwar war das Frieda. Frieda ist die Partnerin von, Sekunde, muss beim Nachgucken, von Lou. Lou und Frieda sind einfach ein Pärchen, die auf der Insel sind und die sich gestritten haben. Frieda ist Vegetarierin und Lou hat ein Steak gegessen, ein ganz banales Ding so. Die beiden haben so ein bisschen einen Konflikt und haben sich gestritten. Und hätten sie mit Frieda gesprochen, hätten sie auch Lou kennengelernt. Und Lou ist ein Schrank, also war wirklich so eine Kante. Und hätten sie keine Waffen gehabt, wäre Lou der Einzige gewesen, der, also sagen wir mal, sie hätten alles so gemacht, aber hätten die Gewehre nicht gehabt. Und sie wären ganz am Ende zu dem Steg gekommen, zu dem Bootshaus. Dann hätten sie das nicht geschafft, so schnell da reinzukommen und die Untoten dabei abzuwehren, also die Trauernden dabei abzuwehren. Ja, hätte Lou machen müssen. Die Trauernden abzuwehren. Wenn, das hätte quasi nur Lou geschafft. Allerdings hätte Lou dann auch im letzten Moment versucht, den Helden zu spielen. Und Frieda hätte das nicht gewollt und hätte die Tür aufgehalten. Und sie hätten vor der Entscheidung gestanden, schubsen wir quasi Frieda raus und überlassen sie ihrem Schicksal. Oder nehmen wir in Kauf, dass die Trauernden hier reinrennen. Und dann wäre die Gefahr gewesen, dass das scheitert. Ich weiß, sehr verwirrend. Aber für mich ist bei dieser neuen Abenteuerstruktur auch immer sehr schwer, euch alles zu erzählen, weil es so viele verschiedene Verläufe gibt. So, die haben sich gestritten, Simons Reaktion direkt töten. Ja, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, heieiei, ey, wenn er der jetzt in den Kopf schießt, ist aber was los. Der Weinende, wurde das Virus bereits am Hamburger Flughafen freigesetzt? Ja, als sie abgeflogen sind, war das Virus bereits im Hamburger Flughafen. Es waren bereits Leute infiziert, die am Flughafen waren. Weil Eden quasi sowas wie Patient Zero war zu diesem Zeitpunkt. Er hatte quasi das Virus in Reinform und konnte es auch noch über die Luft übertragen. Lou hätte beide gekillt, weil sie sich an Frieda rangemacht hatten, wahrscheinlich. Ich gehe jetzt vor allem auf Fragen ein. Jetzt aber wichtig, zum Ende. Es hätte sehr viele Varianten gegeben, wie das Ganze endet. Die meisten wären gewesen, dass sie sterben. Denn ich bin davon ausgegangen, es wird ihnen ziemlich sicher irgendwas fehlen. Irgendein Charakter fehlt ihnen und so weiter. Theodore Eden hätten sie auch mitnehmen können. Denn, ach, das ist ja noch ein wichtiger Punkt, das haben die beiden auch sofort gefragt. Theodore Eden ist abgehauen, weil die beiden an die Tür geklopft haben und einen gerufen haben. Und als sie gesagt haben, Theodore Eden, sind Sie da? War ihm klar, das sind keine Angestellten. Hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas geht hier vor sich, das nicht vor sich gehen sollte. Da muss jemand aus dem Flugzeug gekommen sein, ist sofort abgehauen. Denn das Wichtige ist, die meisten Charaktere um sie rum waren heute keine Idioten. Theodore Eden ist nicht dumm. Das ist kein dummer Mensch. Der kann so weit schon schalten, dass er merkt, okay, hier stimmt was nicht. So, und Theodore Eden ist natürlich deswegen halt abgehauen. Weil er sich halt dachte, okay, ey, ich bin weg. Und hätten sie nicht an die Tür gehämmert, sondern die zum Beispiel sofort eingetreten, hätten sie ihn kriegen können. Und sie hätten auch das Gegenmittel kriegen können. Denn das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, das Haar in der Suppe. Sie haben halt das Gegenmittel nicht. Und das wäre ein ganz wesentlicher Part gewesen, um sozusagen das perfekte Ende zu machen. Denn aber sollte es noch weitergehen, oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, das, was heute geschehen ist, Einfluss nehmen auf eine eventuelle Fortsetzung von Tears, dann ist das ein sehr wichtiger Punkt, dass sie das nicht geschafft haben. Also sehe ich das richtig, dass jetzt ich diesen beiden Kapaiken die komplette Storyline von Tears zu verdanken habe? Ich meine, sie haben es ja gut gemacht, aber das Gegenmittel haben sie einfach versaut. Das heißt, alles, was Schlimmes passiert, ist auf deren Mist gewachsen. Die beiden haben es versaut. Kannst du nicht einmal alleine lassen. Denn das hat Einfluss darauf, ob die Welt gerettet wurde, wird oder noch gerettet werden kann. So. Was hatte es mit Jutta aus sich? Jutta war einfach nur ein Mitarbeiter, ein ganz normaler Mitarbeiter. Und hätten sie zum Beispiel nämlich Samuel Irons von Jutta erzählt, also dem Sicherheitschef ganz am Anfang, hätte der behauptet, er kennt ihn nicht, hat er noch nie gehört, keine Ahnung, wer das ist. Und in Wirklichkeit war das ein ganz normaler Mitarbeiter der Anlage, so im Versorgungsbereich.
Und er hätte quasi das geleugnet. Und hätten sie Don von Utah erzählt, hätte er auch sofort. Wichtig war auch, Don war darauf ausgelegt, wenn sie ihm das erzählen, der glaubt ihnen das sofort. Don hätte ihnen das immer geglaubt. Hätten sie die Wahrheit gesagt, das hatte ich ja auch immer vermerkt, ob die Charaktere selber lügen oder nicht und ob die Charaktere in die Geschichte glauben oder nicht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn Utah ein ganz normaler Mitarbeiter war, wieso hat er denn deren Sprache nicht gesprochen? Ich meine, wenn der ein Mitarbeiter in diesem Ressort ist, dann muss der doch zumindest mal Englisch sprechen, oder nicht? Die können doch nicht jemanden einstellen, der überhaupt nicht kommunizieren kann mit allen anderen Angestellten. Und wenn zu dem Zeitpunkt das Virus noch gar nicht ausgebreitet war, das Virus ist ja erst ausgebreitet, hat sich ja erst ausgebreitet, als der Typ am Hamburger Flughafen war und eingestiegen ist in die Maschine Richtung Good Times Island. Da hat er das ja erst am Hamburger Flughafen freigesetzt. Das heißt, das gab noch gar keine Trauernden auf dieser Insel. Die sind dann erst mit diesem Theodore schieß mich tot auf diese Insel gekommen. Warum war denn dieser Jutta so verwildert und lief da im Urwald rum und hat vor irgendwelchen Trauernden gewarnt? Wenn es ja eigentlich im Prinzip nur Helga gab und Helga ist ja mit den anderen Jungs mit dem Flugzeug abgestürzt und kann ja gar nicht viel früher da gewesen sein. Nicht. Und hätten sie ihm zum Beispiel von Utah erzählt, wäre Don durchgedreht und hätte Utah retten wollen. Die ganze Zeit. Er wäre nicht mehr mitgekommen, hätte denen nicht geholfen. Ja. Wer war die Frau im Flughafen? Das hatte ich am Anfang gesagt. Die Frau im Flughafen. Ach, ich bin alt. Entschuldigung. Das ist hier. Ich bin bei alten Fragen. Ich bin auch alt, aber ich bin jetzt bei alten Fragen. So, wer war die andere Frau, die etwa Anfang 40 war? Das war eine. Ich hatte tatsächlich so random Charaktere geschrieben, die nicht zwangsläufig wichtig waren. Diese Frau hieß Diane Goodell, heißt die. Das ist eine Puristin gewesen. Sie hätte gesagt, sie sei Medizinerin, das ist eine Lüge. Und sie hätte gesagt, dass sie alleine reist, das wäre die Wahrheit gewesen. Er hätte sehr viel geredet und so. Das waren so Side-Charaktere, die einen so ein bisschen ablenken sollten. Und vor allem Puristen. Hätte man denen offenbart, was man weiß, hätten die einen verraten und das Abenteuer hätte scheitern können. Das wäre also es okay war schon gewesen. Gut, dass sie nicht jedem sofort getraut haben. Es war schon der richtige Weg. So. Oh Gott, ich kann so schnell gar nicht lesen. Wo sind die Puristen denn hingeflohen? Das verraten wir noch nicht, ja. Denn das könnte noch was? Wichtig Nein. werden. Da will ich halt nicht spoilern. Ist Vivian Sveas Mutter? Auch das möchte ich nicht spoilern. Also ja. Ja, das ist die häufigste Frage. Nee, die Frage, wohin die abgehauen sind, möchte ich nicht beantworten. Ich möchte an dieser Stelle achso, was hat es mit der Sauna auf sich? Das ist noch eine interessante Frage. Nichts. Das wäre einfach nur ein Ruhebereich okay. gewesen. Das Einzige, was spannend ja. gewesen wäre, hätten sie in der Sauna gegen Trauernde gekämpft, wären die Trauernden dort langsamer geworden, also sehr träge. Und das ist wäre eine spannende Erkenntnis gewesen. Das WLAN-Passwort war natürlich 1234, wird auch noch gefragt. Wird Simon beim nächsten Mal wieder dabei sein? Das wissen wir noch nicht. Ihr könnt euch allerdings darauf einstellen, dass nächsten Monat eine besondere Form von Pen and Paper kommt. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber verfolgt unsere Kanäle. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss und verabschiede mich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sollte es noch Fragen geben, versuche ich natürlich zwischendurch reinzugucken oder ihr haut mir die einfach um die Ohren, wenn ihr irgendwann mal kommt. Was? Wo zeigst du hin? Ach, hä? Ach so, haha, das ist ein guter Punkt. Können wir aufs Limbo rüberschalten? Das habe ich ganz vergessen. Sie hätten auch Limbo tanzen da, können. Genau, es wäre das auch möglich hier. Gewesen, ein das habe ich vorhin auch gesehen. Das haben sie extra gebaut. Hat keiner genutzt. Diese Möglichkeit haben sie leider nicht genutzt. Wären sie quasi bei der Party gewesen, wäre es auch eine Option gewesen, dass wenn sie Vivian nicht ausgewählt hätten, dass die quasi hört, was sie sagen. Denn das ist auch wichtig. Nur wenn sie am Pool irgendwem irgendwas Wichtiges erzählen, hätte Vivian das gehört, hätte dann zu ihnen gesagt, hey, ihr müsst bei diesem Limbo-Contest mitmachen. Damit gewinnt ihr quasi ein Abendessen, das wir gemeinsam machen können und hätte ihnen dann alles erzählt. So, das hat leider nicht stattgefunden. Also, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich eins so vom Spielspaß der lustigsten Abenteuer. Es hat wirklich viel Spaß gemacht am Tisch. Ich fahre mit einem sehr guten Bauchgefühl nach Hause. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ich freue mich auf ein nächstes Mal, das im nächsten Monat passieren wird. Das ist aber eine ganz besondere Ausgabe. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Das war dann Space, ja. ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an Setbau, an Kamera, an Regie, an alle, die irgendwie mitgeholfen haben, an Alvin in der Grafik und an jeden und jede, die irgendwas hier gemacht haben und an euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, gute Nacht und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Auke. Na, das war doch schön, oder? Good Times Island. Hat Spaß gemacht. Oh. Kann man das hier so...
Funktioniert das? Kann man jetzt so... Oh, ich habe keinen Kopf mehr. Geht das? So, ne? Hier so in den... Oh, Hilfe! Was ist los? Ja, auf jeden Fall habe ich da eben schon so ein kleines Fazit gezogen. Es war sehr lustig, hat großen Spaß gemacht. Schade, dass es so das letzte, also das einzige ist, was ich jetzt noch so von den beiden Jungs habe. Dass es nicht weniger, nicht mehr gibt ohne mich. Ich ärgere mich, dass es nicht mehr Pen & Paper ohne mich gibt. Weil das ist irgendwie echt lustig. Aber wir können ja mal schauen, ob wir in Zukunft noch was anderes finden, was wir zusammen gucken können, wenn ihr Lust habt. Und war nur ein Scherz. In Wirklichkeit bin ich gar nicht weg. Mein Kopf ist nach wie vor da gewesen. Keine Sorge, Leute. War nur ein kleines Witzchen von mir. Mein Kopf ist immer noch da, wo er hingehört. So, wie hat es euch denn gefallen? Wie hat euch Pen & Paper gefallen? Sollen wir mal eine kurze Umfrage machen hier? Was? Habe ich Untertitel angemacht? Paul. Frage. Wie fandet ihr Good Time Island? Fragezeichen. Antwort 1. Super. Mega. Ziemlich gut. Oder ja. Oder nicht genug. So. Oh, das E fehlt. Das letzte E kann ich nicht mehr machen. So. Was? Ach, was? Ich habe das Wort versaut geschrieben. Und das darf ich nicht schreiben. Weil da das Wort sau da drin ist. Punkt Witze. Darf man das? Tatsächlich, daran lag's. Ich darf das Wort versaut nicht schreiben. Deswegen, wie fandet ihr Pen & Paper? Also, super, mega, ziemlich gut oder nicht genug, Versa.Witze. Ich würde sagen, mega. Mir hat's mega gefallen. Ich fand's echt gut. Ich fand's lustig. Nicht gedacht, dass ich so viel lachen würde. Während ihr votet, vielen lieben Dank übrigens an alle, die am heutigen Abend dabei waren und die auch abonniert und geprimed haben. Ich habe jetzt dann im Laufe des Pen & Papers nicht mehr alles vorgelesen, weil ich dann immer denke, dass das dann so ein bisschen rausreißt in dem Fall, wenn man sowas gemeinsam guckt. Beim Zocken finde ich es easy, da kann man das gerne mal machen. Jetzt aber, wenn man es zusammen guckt, dann finde ich, reißt es immer ein bisschen raus. Aber ich sehe das alles und ich bedanke mich bei euch. Vielen lieben Dank, wie zum Beispiel Psychodad oder Steppkin Pisselmick. Das ist natürlich auch ein Pen & Paper, eine Anspielung auf The Beards, ne, meine ich. Ihr sagt mit 59%, mega fandet ihr das. Und nur 7% sagen nicht genug, Versa.Witze. Also euch hat das auch sehr gut gefallen. Ich habe auch für mega abgestimmt. Im Kopf. So. Jetzt ist es für heute schon dann doch etwas später, als ich dachte. Deswegen werde ich für heute Feierabend machen und wir sehen uns dann morgen. Morgen gibt es um 20 Uhr natürlich wieder die richtig coole Mario Kart Lobby. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Und im Anschluss, das wird so gegen 22 Uhr sein, können wir dann nochmal Elden Ring weiterspielen. Denn das möchte ich ja auch zu einem befriedigenden Ende führen. Bei Elden Ring sind wir gerade bei einem neuen Gebiet. Na, wir sind ja grundsätzlich im Spiel schon recht weit, haben jetzt aber oben da im Norden, in diesem Schneegebiet, dann durch diesen Aufzug noch Zugang bekommen zu einem weiteren unbekannten Areal, welches ich vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin sehr neugierig, was sich dort verbergen wird. Und dann kommen wir vielleicht auch so langsam mal bei Elden Ring zu einem Ende. Und dann mache ich natürlich noch einen Wochenplan. Den werde ich natürlich noch pflegen. Da warten noch einige gute Sachen auf jeden Fall auf euch, auf uns, auf mich in dieser Woche. So, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderbare Nacht und guck gerade mal, wen wir noch so haben. Guck mal. Warte. Ich schicke euch mal rüber
zu die Line, denn den habe ich ja auch gerade angeguckt. Grüßt mir den ganz lieb. Und Krogi ist ja nicht mehr online übrigens. Dem habe ich vorhin geschrieben. Ich hatte vorhin im Chat gelesen, irgendjemand hatte gesagt, so, ich soll mal Krogi anrufen, weil sein Stream noch läuft, obwohl der Schluss gemacht hat. Da habe ich ihm natürlich direkt eine WhatsApp geschickt. Und deswegen, der Stream ist irgendwie noch an. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch irgendwas macht oder ob einfach nur sein Stream läuft und da Leute drin sind, weil Leute hoffen, dass irgendwas Skandalöses passiert, weil er nicht weiß, dass er noch on ist. Keine Ahnung. So, also, grüßt mir Eddie ganz lieb. Der hat jetzt natürlich die großartige Herausforderung, euch noch ein bisschen zu entertainen. Das ist er euch schuldig. Immer wenn da ein schöner Raid reinkommt, dann muss man dementsprechend auch, finde ich, entertainen. Lasst dem lieben Gruß da. Sagt ihm, er hat sehr gut abgeliefert. Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er bei Good Time Island einen sehr guten Job gemacht hat. Ich schicke euch jetzt rüber. Das war's von mir. Wie gesagt, morgen 20 Uhr würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder hier seid. Bis dahin, macht's gut. Jetzt kommt noch ein Bumper. Tschüss und auf Wiedersehen.